Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Spieleabend hier auf unserem Twitch-Channel von Ulysses Spiele. Heute Abend werden wir mit euch Aventuria spielen und um mich dabei zu unterstützen, dass wir es schaffen, das Wirtshaus zum schwarzen Keiler zu überleben, habe ich mir den Alex eingeladen. Hallo. Alex, was machst du denn eigentlich bei Ulysses? Das weiß ich manchmal selbst auch nicht so ganz genau, aber in der Regel kümmere ich mich um DSA als Redakteur. Sehr gut. Ich habe gehört, du machst viele Regeln und solche Sachen. Das ist sozusagen das Spezialgebiet, ja. Das ist deine Spezialisation. Richtig. Aber ich bin auch großer Aventuria-Fan und teste da auch gerne Sachen. Ja, das stimmt. Das muss ich absolut Alex recht geben, ist ein großer Aventuria-Fan. Und dann haben wir noch den Jens und der Jens macht... Irgendwas mit Medien. Wie man oh, so auch! Genau. Ich bin in unserem Marketing, Crowdfunding, Social Media, Twitch, YouTube, Dinge, Events-Team. Ich finde das auch witzig, weil wir können uns ja auch intern nie so ganz entscheiden, wie das genannt wird. Ich nenne es meistens Social Media Team. Das trifft es aber nicht. Ihr nennt es Marketing Team. Genau. Das trifft es auch nicht so ganz. Und andere nennen es Event Team. Es ist, andere nennen es die Jungs vom Büro nebenan. Event Team ist auch dieser Service, über den man Tickets kaufen kann. Ne? Genau. Ja, ja. Im Prinzip ist egal, wie man uns nennt, aber wir sind die, die dafür da sind, den Leuten da draußen zu erzählen, was wir tun. Also wir als Verlag Ulysses. Damit die Leute wissen, was für Produkte kommen, wie arbeiten wir, wer sind wir, was machen wir und was könnt ihr kaufen und was könnt ihr spielen. Cool. Ja, und ich habe ja von dir gehört, dass du tatsächlich auch sehr begeistert warst von der ersten Runde, die wir auf Englisch gespielt haben. Ja, hat mega Spaß gemacht. Deswegen sind wir natürlich jetzt auch alle ganz gespannt darauf, wie sich das darstellt, wenn wir heute nochmal die deutsche Version Probe spielen. Aber da kommen wir gleich zu. Im Vorfeld haben wir noch ein paar kleine Ankündigungen für euch. Zum Ersten, der Sieger der Abstimmung des nächsten Escape Rooms von unseren Kollegen. Von Countdown in Landsberg am Lech, genau, unter anderem. Ist hiermit ermittelt. Trommelwirbel. Gefangen in der Gruft der Königin hat gewonnen. Yay! Die sieben magischen Kelche haben tatsächlich, und da bin ich sehr stolz drauf, ich bin sehr stolz auf sie, haben einen harten Kampf geliefert. Am Ende sich dann aber doch dem neueren und, wie ich zugeben muss, tatsächlich leicht ausgefeilteren Abenteuer geschlagen geben müssen. Das heißt, gefangen in der Gruft der Königin wird der neue Escape Room von den Kollegen von Countdown. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, und Gruft ist auch immer natürlich für die optische Darstellung in einem Escape Room super geeignet. Geht da vorbei, besucht die Jungs. Ihr findet sie unter Countdown Landsberg. Einfach bei Google eingeben, findet ihr die. Bald ohne Wiederkehr, wird's was zum schwarzen Keiler. Da kann nichts schief gehen. Absolut. Insofern, wenn euch das hier gefallen hat, müsst ihr dahin gehen und es selbst live erleben. Da geht also was. Die sind auch mit dabei auf der CCXP bei uns. Ne? Unter anderem. Sie sind auf der CCXP und haben da zwei Escape Rooms, die man da besuchen kann, bei uns auf dem Stand. Cool. Sie sind auf der RadCon in Berlin und sie sind auf der RadCon in Limburg. Also, wenn ihr da nicht irgendwo dabei seid, habt ihr definitiv was verpasst. Allerdings. Dann vielen Dank an alle, die uns bisher schon bei Savage Worlds unterstützt haben. Unser Crowdfunding läuft phänomenal. Wir sind schwer begeistert. Shane ist schwer begeistert. Wir sind bei über 22.000. Ja. Und wir haben es ja sogar geschafft, schon Dinge für DSA freizuschalten. Nämlich ein One-Sheet und Aufsteller und Karten. Alex, wie stehst du zu dem Gedanken, dass man Aventurien mit Savage Worlds Regeln bespielt? Das ist quasi wie Ketzerei. Nein, Spaß beiseite. ganz ehrlich, Regeln sind ja Werkzeuge. Und dementsprechend, Savage World hat auch gute Werkzeuge, es hat gute Regeln. Und wenn man Aventurien mit Savage World Regeln spielen will, dann soll man das tun. Solange es einem Spaß macht, ist das super. Ich freue mich natürlich auch, wenn man DSA 5 Regeln benutzt, aber ich bin mit Sicherheit niemand, der zu jemandem fährt und ganz streng ist und sagt, das darfst du nicht tun. Ganz im Gegenteil. Ich probiere auch so Sachen mal aus. Insofern, das soll jeder einfach mal testen für sich. Nachdem wir die Rollenspielpolizei aus finanziellen Gründen Anfang der 2000er abschaffen mussten, ist es inzwischen tatsächlich auch sicher, das Schwarze Auge und Aventurien mit anderen Regelkonstrukten zu spielen. Aber kann man sich immer noch auf Conventions Hausregeln KGIA approven lassen? Also ganz grundsätzlich, ich bin auch der Meinung, da bin ich voll bei dir, Alex, Aventurien zu bespielen, ist das, was Spaß macht. Die Regeln sind eigentlich am Ende das sekundäre Element. Wir lieben unsere DSA 5-Regeln, sonst hätten wir sie nicht gemacht, ganz klar. Aber es gibt ja tatsächlich eben auch
eine ganze Menge unterschiedlicher Geschmäcker da draußen und ich finde es total wichtig, dass jeder von euch die Möglichkeit hat, Aventurien kennenzulernen und wenn die DSA 5-Regeln vielleicht ein bisschen zu simulationistisch sind, dann hat man mit Savage Worlds mit Sicherheit eine sehr viel schnellere und gemistischere Variante zur Hand. Damit macht es genauso viel Spaß. Gut, dann haben wir noch etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet, nämlich am Ende des heutigen Abends, also okay, Tease, werden wir euch noch ein großes DSA-Announcement bekannt geben. Unter Umständen ist genau deswegen auch der Alex mit dabei, neben der Tatsache, dass er endlich wieder spielen wollte. Aber wir haben die Gunst der Stunde genutzt und hier was für euch vorbereitet. Deswegen bis zum Ende dabei bleiben, es lohnt sich. Und zwischendrin in der Pause, ja, wir werden so lange spielen, dass es eine Pause gibt, werden wir noch ein neues Video zeigen. Was machen wir denn für ein Video? Verrückt. Jetzt machen wir auch noch Videos. Ja, wir machen Videos. Krass. Ihr habt es vielleicht gesehen, dass wir die letzten Woche schon die ersten beiden Heldencharaktere aus unserer Hexenkampagne von Hexin 1733 vorgestellt haben. Finstere Herzen heißt das Ganze. Startet nächste Woche hier an dieser Stelle. Und vorgestellt wurden schon Anna-Maria von Witten, der Charakter von Nadine, die dabei ist, und ihr werter alter Vater, Johann Kasper von Witten, ja, mein Charakter. Und nachher kommt der dritte Charakter, ich sage aber noch nicht, wie er heißt und von wem, das seht ihr dann ja. Es lohnt sich auf jeden Fall, es sich anzusehen, ist extrem witzig. Und jetzt sind wir fast schon bei Aventuria und an der Stelle nochmal ganz klar, wir sind auch sehr, sehr enttäuscht darüber, dass wir hier heute nicht mit einer gedruckten Version vom Wirtshaus spielen können. Wir waren eigentlich der festen Überzeugung, dass das klappt. Wir hatten es ja angekündigt für diesen Monat, dass die Sachen rauskommen. Leider gab es da bei der Druckerei nochmal größere Probleme und auch entgegen anderweitiger Vermutungen und Äußerungen. Wir haben das nicht so gestaltet, weil wir euch damit ärgern wollen, sondern ganz im Gegenteil, wir sind auch wirklich, wirklich richtig enttäuscht. Alex hat es vorhin gerade nochmal gesagt, wie doof das ist, weil er eigentlich mit seiner Gruppe jetzt schon spielen wollte. Er hat auch eine Aventuria-Gruppe und hat sich auch drauf gefreut. Die hatten schon einen Termin, es hat nicht geklappt. Sobald die Sachen da sind, glaubt uns, wir schicken sie euch ganz, ganz liebend gerne zu. Aber um trotz all dem heute Abend zu spielen, spielen wir mit was ganz Besonderem, nämlich mit unseren Probekarten, könnte man das nennen. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie wir tatsächlich an so etwas arbeiten. Wenn wir jetzt hier sowas zum Beispiel nehmen, wir haben jetzt hier einen Helden, eine Heldin in diesem Fall, Palinai Erlendur von Kurkum, unsere Amazonenkriegerin. Und es sieht nur aus wie eine Karte, in Wahrheit ist es ein Proxy. Das heißt, wir drucken die Sachen immer aus, schneiden die aus, packen die rein und wenn sich Regeln ändern, kommen die wieder raus, es kommen neue Karten rein. Das führt dann auch ganz gerne dazu, dass man, wenn man lange, lange Sachen ausprobiert und viel daran mitarbeitet, dass man immer wieder genau nachgucken muss, was die aktuelle Version der Regeln war. Das ist leider Gottes ein Fluch, den Alex wahrscheinlich auch nur zu gut kennt. Je länger und je mehr man an Regeln mitgearbeitet hat, desto weniger weiß man in der zweifelhaften Situation genau, was es im Endeffekt geworden ist. Wie bei unserer Talkrunde, wo jedes Mal, wenn wir kommen, du nachgucken musst, okay, für welche von den Regeln haben wir uns am Ende entschieden? Was ist jetzt genau richtig? Also es ist ganz genau Schicksal der Spieleentwickler. So, jetzt würde ich aber sagen, wir sind soweit. Ja, klar. Ja. Gehen wir in die Vollen? Fangen wir an. Legen wir los. Gut, wir spielen heute das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Ich hoffe, ihr kennt alle ein bisschen noch den Hintergrund. Dann macht das Ganze natürlich doppelt so viel Spaß, weil wir uns genau wie bei allen anderen Aventuria-Abenteuern sehr viel Mühe damit gegeben haben, das entsprechend auch des Charakters und des Geistes umzusetzen. Teilweise auch bis rein in die Absurditäten, die die Abenteuer von damals ja gerne mitgebracht haben. Aber um es ganz schnell zu erklären, was ist der Unterschied vom Wirtshaus zum Schwarzen Keiler zu den bisherigen Erweiterungen, die wir gemacht haben. Die bisherigen Erweiterungen waren in erster Linie sehr lineare Abenteuer. Man hat einen Abschnitt gelesen, dann hatte man einen Kampf. Wenn es ein mehraktiges Abenteuer war, gab es einen neuen Vorleseabschnitt und dann kam der nächste Kampf. Das hat tierisch viel Spaß gemacht, keine Frage. Aber dieses Konzept brechen wir jetzt mit dem Wirtshaus zum Schwarzen Keiler auf.
Insofern, dass wir nicht einfach nur einen Vorlesetext haben, sondern wir haben ein ganzes Deck, wo wir uns durch Räume arbeiten, wo wir Sachen finden können, wo wir auch Dinge verlieren können. Das heißt, wir haben keinen einheitlichen Vorlesetext. Es gibt auch Vorlesetexte, aber der führt nicht direkt bis zum Kampf, sondern nur bis zu einer sogenannten Dungeon-Phase. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, das Dungeon zu nennen und nicht, wie wir am Anfang geplant haben, Keller. Das sind auch Kellerkarten. Weil wir, obwohl es beim Schwarzen Auge ja eigentlich Usus ist, dass man möglichst versucht, nur deutsche Ausdrücke zu benutzen, wir uns entschlossen haben, dass Dungeon inzwischen ein feststehender Begriff ist, auch im Jargon, und Keller einfach nicht dasselbe beschreibt wie Dungeon. Und auch Verlies würde nicht dasselbe beschreiben wie Dungeon. Also ist das der Dungeon-Modus. Wie der Dungeon-Modus genau funktioniert, erklären wir dann gleich in aller Ruhe. Jetzt verteilen wir aber als allererstes Mal Helden. Wen wollt ihr denn so spielen? Ja, 4 Helden zur Auswahl. Unsere Amazonenkriegerin, unseren Krollenhändler, unseren toprischen Söldner und zu guter Letzt noch die maraskanische Buskur. Dann darf ich zuerst wählen und entscheide mich für Haigan Malieu, noch den toprischen Söldner. Sehr schön. Und dann hast du hier Haigan. Deine Heldenkarte, und wie du schon feststellen wirst, dein Heldendeck ist sehr viel kleiner, als man das gewohnt ist. Das werden wir gleich erklären. Und was wir hier noch haben, sind die neuen Lebenspunktkarten. Das ist auch etwas, was ich kurz erwähnen möchte. In der neuen Auflage des Spiels und in allen Erweiterungen kommen jetzt die Helden mit diesen Lebenspunktkarten, die wirklich sehr einfach auch in der Benutzung sind. Ich zeige das mal ganz kurz. Das ist 1 bis 9. Entsprechend, wenn ich hier plus 30 hätte, würde das bedeuten, der Held hat aktuell noch 36. Wenn er dann entsprechend sinkt, sagen wir mal auf 28, dann würde das so aussehen. Funktioniert sauber, funktioniert gut. Warum haben wir das gemacht? Es gab halt immer wieder große Probleme mit den Lebensrädern. Die waren in der Produktion ein Problem und sie waren dann vor allen Dingen auch im Austausch ein großes Problem. Wir hatten immer wieder auch Probleme mit den Verbindern und wir haben festgestellt, dass wir das auch nicht für uns in einer sinnvollen Weise lösen können mit dem Hersteller, den wir bisher dafür hatten. Sprich, es wäre einfach viel, viel zu teuer geworden. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir so viel Feedback bekommen haben und dass so viele von euch gesagt haben, gerade auch jetzt bei dem Crowdfunding in Amerika und aber hier auch in Deutschland, dass die Lebensräder ein ganz elementarer Teil des Spiels darstellen, was mich persönlich auch sehr freut, weil ich fand die Lebensräder auch immer super, werden wir die Lebensräder wieder ins Spiel zurückbringen, und zwar als eigene Box. Als eine Box, in der für alle 11 Helden, die es bisher gibt, jeweils ein Lebensrad mit drin ist. Das kann man sich dann entsprechend zusammenbauen. Es wird sogar, danach wurden wir nämlich auch öfter gefragt, die Möglichkeit geben, sie so zusammenzubauen, dass man dann entsprechend die alternativen Geschlechterhelden damit sieht. Das heißt, diese vordere Scheibe kann ich entweder mit der Originalversion oder auf der anderen Seite mit der Version für den alternativen Helden drauf machen. Das heißt, ich kann das entsprechend gestalten. Einziger Unterschied zu den bisherigen Lebensrädern wird sein, die Rückseite wird neutral sein. Das liegt einfach daran, dass es nicht sinnvoll möglich ist, diese Seite auch variabel zu machen, weil ich ansonsten auf beiden Seiten, vorne wie hinten, jeweils die Zahlen hätte. Das sähe wirklich blöd aus. Deswegen wird das hier einfach eine neutrale Stelle werden. Und ansonsten kommen aber auch diese Lebensräder definitiv wieder. Das wird allerdings einen Moment dauern, weil die müssen natürlich jetzt noch produziert werden. Das hatten wir vorher so nicht auf dem Schirm. Gut, was möchtest du denn spielen? Ich habe Lust, die maraskanische Buskur zu spielen. Du willst mal einen universellen Magiedilettanten spielen. Richtig, ich habe die auch noch nie ausprobiert, deswegen bin ich mal gespannt, was sie kann. Ja. So, wir haben einen toprischen Söldner, wir haben eine maraskanische Buskur. Dann werde ich doch, genau wie bei dem letzten Spiel, den Krollmen Händler spielen. Es wundert mich nicht eine Sekunde. Ja, ich bin auch. Also ich glaube, in einer gewissen Art und Weise kann ich den gut darstellen. Irgendwas verbindet mich mit dem. Und zum anderen ist die Fiesigkeit? Auch... Nein, ich bin so klein. Ach so, okay. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, wir haben jetzt dann tatsächlich auch einen richtig magiebegabten Charakter mit drin. Haben wir eine schöne Verteilung. Mhm. Können wir alle Aspekte des Spiels gut mit abdecken. So, jetzt kommen wir dann zum nächsten Schritt. Wie ich schon gesagt habe, wir haben alle ein sehr viel kleineres Deck. In diesem Deck habt ihr nur 10 Karten am Anfang. Das sind nur 10 Karten aus eurem Standarddeck, das heißt 20 Karten aus eurem normalen Deck sind raus. Keine Angst, die restlichen Karten davon sind enthalten in der Box. Also ihr könnt auch ganz normal mit denen spielen. Es ist nicht so, dass diese Helden ansonsten nicht benutzbar werden. Das sind vollständige Helden mit allem, was man dafür braucht. Der Unterschied ist nur, im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler werden wir gefangen genommen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wenn ihr den Hintergrund kennt. Und kriegen alles weggenommen.
Das klingt nach DSA 1. Das klingt nach DSA 1, genau. Kommen Yetis vor? Das, noch nicht, den Teil muss ich noch schreiben. Wir haben also nur 10 Karten, die sie uns gelassen haben. Da sind keine Waffen dabei, da ist keine Ausrüstung dabei, da ist nichts dabei. Aber was wir zusätzlich bekommen, sind 10 Karten aus diesem Deck. Die sehen zwar von hinten genauso aus, aber vorne sind sie ganz anders, weil das sind sogenannte Verzweiflungskarten. Verzweiflung deshalb, weil das wirklich alles ist, was wir finden konnten. Wir kämpfen mit allem, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Da ist wirklich nichts dabei, was gut ist. Schön. Aber es ist alles am Ende besser als nichts. Das heißt, da sind Sachen dabei, wie hier Steinbeil, ein Schleifstein, ein übelriechendes Schwert, auch das stammt tatsächlich aus dem Abenteuer, konntest du finden, ein ramponierter Holzschild, der dir bei jedem zweiten Treffer auseinanderfällt, ein Bratspieß. Den Bratspieß finde ich immer noch super. Ja, Bratspieß ist super, da geht was mit. Eine Spaltaxt, mit der kann man richtig viel Schaden machen. Das Problem daran ist nur, die musst du jedes Mal danach wieder zurück auf die Hand nehmen, wenn du damit angegriffen hast, weil es nur eine improvisierte Waffe ist. Also es ist das, was wir nehmen müssen, aber nicht das, was wir eigentlich nehmen wollen. Aber das trägt auch sehr viel zum Flair dieses Spiels bei, weil du wirklich so einen gewissen Charakter von Not gegen Elend hast. Es ist ja in dem Sinne ein Escape Dungeon. Das heißt, wir werden gefangen genommen, wir kriegen alles weggenommen und jetzt müssen wir uns aus dem Dungeon rauskämpfen. Wir werden natürlich im Laufe des Abenteuers noch weitere Gegenstände finden und damit unser Deck verbessern können. Aber am Anfang, ja, wenn ihr Aventuria schon ein paar Mal gespielt habt, werdet ihr wissen, wenn wir hier anfangen, so schlimm sah es noch nie aus. So, verteilen wir mal. Jeder von euch kriegt 10 Karten. Die werden einfach reingemischt ins Deck. Mhm. Nicht angucken, das nimmt einem den halben Spaß. Spaß, so, so. Ich bin gespannt. Wir sind nicht hier, um Spaß zu haben. Ja? Genau, ja. Wie gesagt, das ist ein ernstes Spiel. Also erinnert mich auf jeden Fall direkt an das Wirtshaus im Schwarzen Kalle. Schon, Klasse, oder? Ja, also das muss man schon sagen. Diese, auch die Gegenstände, die wir finden werden, die Abenteuer, die wir erleben werden, glaubt mir, das erinnert einen mehr als nur ein bisschen daran. Das ist wirklich schön geworden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es euch gefällt. Gut, die restlichen 10 kommen zur Seite, weil das Spiel ist, die Box ist für 4 Leute ausgelegt. Das heißt, man hat genügend Material für 4 Spieler. Mit der Erweiterung, die Rückkehr zum Schwarzen Keiler, kann man das dann auch mit bis zu 6 Leuten spielen. Und zusätzlich gibt es noch 2 weitere Fraktionen, Gegnerfraktionen. Wie das funktioniert, erklären wir aber gleich. Wenn wir also heute verlieren, liegt es nur daran, dass uns einer fehlt und nicht, dass wir schlecht spielen. Das Spiel skaliert. Jetzt nimm mir meine Illusion nicht. Na gut. Okay, nein, das liegt dann nur daran. Ja. Jens hat natürlich völlig recht. Ja. Zusätzlich bringt jeder Held noch einen Stapel von 10 Karten mit, die zu einem sogenannten Beutekartendeck zusammengemischt werden. Beute, nicht verwechseln mit Belohnung. Hier sind auch Belohnungen mit drin, aber in erster Linie besteht das aus den Karten, die euch vorher aus euren Decks weggenommen wurden. Das heißt, ihr könnt eure Gegenstände wiederfinden. Ah. In deinem Fall zum Beispiel ist die Balestra mit drin, dein Großschild kannst du wiederfinden, deine Kettenbeinlinge. Ich erinnere mich, dass ich das letzte Mal, als wir das gespielt haben, ohne Hose rumgelaufen bin. Bei dir ist zum Beispiel dein Hund mit drin. Wundervoll. Dein treuer Begleiter, genau, dein Hartholzharnisch, dein Diskus, was man so mit sich rumdreht. Und bei mir sind es vor allen Dingen eben meine Zaubersprüche, meine Armbrüste, meine Grollmhellebade und auch, wie ich das schon gesagt habe, von jedem auch ein paar Belohnungskarten. So, die werden gemischt. Da können wir später dann entsprechend noch Karten von ziehen. Nichtsdestotrotz, das ist ganz wichtig, wenn wir Karten ziehen, die wir nicht in unser Deck integrieren dürfen. Wir dürfen die zwar mit reinmischen, aber wir dürfen sie nicht ausspielen. Also wenn du zum Beispiel einen Zauber ziehst, ja, der für dich nicht erlaubt ist, kannst du auf der Rückseite gucken, darfst du zum Beispiel schwere Zauber nehmen. Dann kannst du ihn mit reinnehmen, kannst ihn auch benutzen, selbst wenn der aus meinem Deck stammt. Andersrum, wenn du einen Zauber hast, dann kannst du ihn nur als Ausdauerkarte spielen, weil du darfst ihn einfach nicht einsetzen. Aber man kann jede Karte. Aber Ausdauerkarten sind wichtig, also insofern. Genau, das ist manchmal zum Verzweifeln, könnte man sagen. So, damit haben wir hier unser Beutekartendeck. So, zack. Und damit sind wir jetzt für den Moment erstmal fertig vorbereitet. Und jetzt würde ich dich bitten, Jens, deines Amtes zu walten und uns die Vorgeschichte vorzulesen. Es gibt nämlich eine richtig schöne Einleitung. Stellt euch dramatische Musik dazu vor. Im Wirtshaus zum Schwarzen Keil. Gratenfels 996 BF. Langsam versinkt die rot-goldene Sonne am Horizont und bläuliche Dämmerung umhüllt das Land. Bald wird die Nacht kommen und euren anstrengenden Ritt beenden. Vor euch liegt euer Tagesziel, der Marktflecken Gratenfels
im Vorland der Koschberge. Ihr durchquert fruchtbares Ackerland und passiert die ersten strohgedeckten Hütten der Bauern. Vor euch, in einer kleinen grünen Talsenke, könnt ihr die Fachwerkgiebel von Gratenfels erkennen. Ihr begleitet Gevatter Carolus, einen Tuchhändler aus Havena, um auf dem jährlich stattfindenden Markt in Angbar jenseits der Koschberge Tuch und Seide zu verkaufen. Die Reise von Havena bis hierher war lang und anstrengend und ihr braucht dringend Erholung, bevor es am nächsten Tag mit der Überquerung der Koschberge weitergeht. Jeder Held führt nun eine Wildnislebenprobe durch. Hui. Na gut. Ist passabel. Mit einem Wert von 10. Ja. Ja, ich hab's auch. Ich habe Wildnisleben 10, habe eine 8 gewürfelt. Du hast es auch geschafft? Auch eine 8 gewürfelt. Ich hab's nicht. Erfolg für uns beide. Ja. Du weißt, wie man auf solchen Reisen schonend mit seinen Kräften umgeht und bist guter Dinge. Nimm dir... einen Schicksalspunkt. Einen Schicksalspunkt, genau. Wunderbar, dann. Genau, greift zu und nehmt euch einen schicken Schicksalspunkt. Misserfolg. In der Tat steckt dir die lange Reise schon jetzt in den Knochen. Und du bist nicht sicher, ob du bis zum Ende durchhalten kannst. Auf keinen Fall, ich will zurück. Du verlierst 2 Leben. Toll. Tja. Ganz, ganz toll. Okay, alles klar. Nun habt ihr Gratenfels erreicht und reitet durch die schmutzigen Gassen des Dorfes, vorbei an neugierigen Kindern und gackerndem Geflügel. Euer Ziel ist der Schwarze Keiler, ein etwas außerhalb von Gratenfels gelegenes Gasthaus, dessen Wirt der Tuchhändler von früheren Reisen bereits kennt. Ihr lasst gerade die letzten Häuser des Dorfes hinter euch, als vor euch am rechten Wegesrand das große zweistöckige Gasthaus auftaucht. Der Abend dämmert bereits und hinter den Fenstern brennt Licht. Aber dennoch könnt ihr das Wirtshausschild gut erkennen. Ein Wildschwein aus schwarzem Schmiedeeisen. Das Gasthaus steht an einem steilen Hügel, hinter dessen Kuppe die Kegelspitze eines Turms zu sehen ist. Ihr übergebt die Reittiere und Traglast dem Knecht und werdet im Wirtshaus herzlichst begrüßt. Nachdem ihr eure Zimmer bezogen und euch eine Weile ausgeruht habt, geht ihr hinunter in den Schankraum und setzt euch an einen Tisch, um etwas zu essen und einen Schoppen Wein zu trinken. Die Stimmung ist ausgelassen, aber nicht alle Gäste sind fröhlich. Manche trinken verdrossen ihren Wein, tuscheln leise miteinander. Anhand einiger Gesprächsfetzen stellt ihr fest, dass sich die Sorge der Leute um ihren Grafen Baldur dreht, der anscheinend dem Größenwahn verfallen ist. Er befindet sich nun bereits mit 2 Nachbarn im Streit und fühlt sich an allen Seiten von Spionen umgeben. Doch das bekümmert euch nicht, denn morgen früh seid ihr sowieso wieder fort, also bestellt ihr beim Schankmädchen Leti noch eine Runde Wein und lasst es euch gut ergehen. 2 Stunden später wollt ihr gerade aufstehen, um in eure Schlafkammern zu gehen, als plötzlich, eines meiner Lieblingswörter in solchen Abenteuern, als plötzlich die Tür mit lautem Krachen auffliegt. Ein finster blickender Edelmann tritt in die Gaststube, begleitet von seinem Wachhauptmann im Kettenhemd und Schwert und einem ganzen Trupp aus Söldnern. Die Anwesenden schrecken zusammen und werfen sich auf den Boden. Dann rufen sie, Groto, Garax, Groto, Greifax, Graf von Gratenfels! Gelangweilt blickt der Graf sich um. Dann fällt sein Blick auf euch und seine Miene verfinstert sich. Und was ist mit euch? Donnert er los. Wollt ihr nicht grüßen, wie es sich gehört? Jeder Held führt eine Willenskraftprobe durch. Okay. Ja. Geben sie auch 10. Ein guter Kroll springt nicht höher, als er muss. Ich bin jetzt nicht so willensstark gerade. Bei mir ist gerade so gelungen. Erfolg. Ihr begrüßt den Grafen,
wie er es von euch verlangt. Seid euch aber nicht ganz sicher, ob ihr den Wortlaut ganz genau getroffen habt. Und für mich, du hast keine Ahnung, wie die Begrüßung geht. Du bist doch gerade nicht in der Laune, dem allgemein albernen, eingebildeten Graf nach dem Mund zu reden. Sehr schön. Wir haben wieder... So, falls mindestens ein Spieler einen Misserfolg erreicht hat, dann lese ich dann mal weiter. Das war in dem Fall toll. Ich. Ganz habe ich gut gemacht, toll. Nicht wahr? Super. Pack die Verräter, brüllt der Graf. Ich bin von Spionen umgeben, alle trachten mir nach dem Leben. Sie warten nur auf eine Gelegenheit, mich hinterhältig zu meucheln. All eure Unschuldsbeteuerungen nützen nichts und auch nicht die Versicherung. Ihr stammt nicht aus Gratenfels und würdet euch mit hiesigen Sitten und Gebräuchen nicht auskennen. Baldur Greifax lässt nichts gelten. Auch von den einheimischen Tavernengästen ist wohl keine Unterstützung zu erwarten. Ein Dutzend Wachen ergreifen und entwaffnen euch und nehmen euch eure Wertgegenstände ab. Dann werdet ihr gefesselt. Schafft mir das Pack aus den Augen, schreit Greifax. Ich kann die Anwesenheit dieses Gesindels nicht länger ertragen. Wir wollen morgen früh über sie zu Gericht sitzen. Unsanfte Hände packen euch und stoßen euch die Kellertreppe hinunter in den spärlich erleuchteten Weinkeller. Kurz danach öffnet sich die Tür noch einmal und zwei Einheimische, in denen ihr Zecher aus dem Schankraum erkennt, werden ebenfalls gefesselt hereingebracht. Wir haben nicht über seinen Witz gelacht, meint der eine niedergeschlagen. Die Stunden rinnen langsam dahin. Euer ungewisses Schicksal zehrt an euren Nerven und Kräften. Die Unterhaltung mit den Einheimischen erbringt nicht viel, aber einige Informationen könnt ihr vielleicht trotzdem bekommen. Jeder Held führt eine Überzeugenprobe durch. Da bin ich gut dran mit 12. Ja. Jens. Oh. Kritischer Misserfolg. Ich lese mal die Erfolge vor. Du erfährst, dass der Graf einen Krieg gegen seine Nachbarn in Wengenholm plant und dafür Söldner um sich sammelt, für deren Unterhalt er auf ständiger Suche nach finanziellen Mitteln ist. Nimm dir einen Schicksalspunkt, falls vorhanden. Ja. Wunderbar. Kritischer Misserfolg. Du erfindest nichts und findest dich mit deinem Schicksal ab. Apropos Schicksal und ab, ich gebe einen Schicksalspunkt ab. Wie gewonnen, so zerronnen. Ja, diesmal ist gut gelaufen. Ja. Hervorragend, ich freue mich. Während die Zeit verstreicht, dringt lautes Gejohle aus dem Schankraum zu euch in den Keller. Der Graf und seine Schergen lassen es sich offensichtlich gut gehen. Die Fackel an der Wand brennt nieder und erlischt. Ihr sitzt in völliger Dunkelheit da. Plötzlich öffnet sich die Tür des Weinkellers. Leti kommt mit einem großen Krug und einer Laterne in der Hand herein. Hinter ihr folgt ein Söldner, der den beiden Einbrechern die Fesseln durchschneidet und sie zur Tür hinausschiebt. Die beiden hatten nochmal Glück, sagt er im Hinausgehen. Ihr seid morgen früh dran. Leti geht an ein kleines Weinfass an der Ostwand und füllt den Krug. Dann lässt sie wie zufällig ein Messer aus dem Kleid fallen und flüstert: Durch das mittlere große Fass. Einer von euch packt das Messer mit gefesselten Händen und schneidet seinem Nebenmann die Fesseln durch. Wenige Sekunden später seid ihr alle frei, obschon immer noch im Keller eingesperrt. Also schaut ihr euch das mittlere Weinfass des Kellers genauer an und rüttelt kräftig an dem Deckel. Dieser gibt plötzlich nach und lässt sich zu eurer Verwunderung nach innen klappen. Ohne Schwierigkeit steigt der erste von euch in das Fass und tastet sich bis zum hinteren Ende vor. Auch der Boden ist beweglich und klappt nach innen auf. Dahinter ist es dunkel. Aber es gibt doch kein Zurück. Dies ist die einzige Fluchtmöglichkeit. Um euch ist es stockdunkel, ihr seid erschöpft
und nur mit den notdürftigsten Waffen ausgerüstet. Aber die Angst vor einem ungewissen Schicksal im Morgengrauen treibt euch vorwärts in die Dunkelheit. Das war die Vorgeschichte und jetzt kommen wir zum erwähnten Dungeon-Modus. Damit ihr auch wisst, wie das funktioniert, habe ich da mal was vorbereitet. Habt da mal was vorbereitet? Man spielt Wirtshaus zum Schwarzen Keiler in 4 Stufen. Also jedes Dungeon, also dieses Dungeon hat 4 verschiedene Stufen und jede Stufe besteht aus insgesamt 12 verschiedenen Karten, aber die brauchen wir gar nicht alle. Das heißt, auch hier hat man eine große Varianz und dadurch entsteht natürlich auch ein hoher Wiederspielwert, weil es jedes Mal auch einfach anders ablaufen wird. Also, wir mischen jetzt hier die Karten. Das sind unsere Dungeon-Karten für die Stufe 1. Und was noch genauso wichtig ist, wir haben unsere 5 Fraktionskarten für die unterschiedlichen Gegner, weil auf jeder Stufe gibt es einen eigenen potenziellen Kampf. Der ist jeweils unterschiedlich. Das heißt, wir haben hier die Söldner, wir haben die Neandertaler, super Menschen. Wir haben die Goblins, wir haben die Orks und wir haben die Echsenmenschen. Also alles Klassiker. Wir wissen alles so, was existiert, okay, zusammen. Dort warum auch immer in diesem Keller all Echsenmenschen. Das ist unter Gratenfels, das wissen wir. Ja. Und die kommen zufällig mit rein. Das heißt, wir wissen auch nicht, gegen wen wir kämpfen werden. Und diese Kämpfe sind wirklich alle sehr, sehr unterschiedlich. Und auf jeder Stufe auch unterschiedlich. Das heißt, insgesamt sind in dem Heft dort 20 verschiedene Kämpfe. 5 Fraktionen, jeweils 4 verschiedene Stufen. Und wie gesagt, mit der Rückkehr zum Schwarzen Keiler kommen nochmal 2 dazu. Dadurch steigt natürlich die Varianz nochmal irrsinnig hoch an. Stunde so, also wir wissen nicht, was es wird. Das sind uns wirklich, ja, der Rest wird zur Seite gelegt. Soll ich jetzt? Nein. 1, 2, 3, 4 Karten obendrauf. 4 weitere Dungeon-Karten. Dann das Ganze mischen. Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Karten oben drauf. Der Rest kommt zur Seite. Zack. Also. Ab in den Dungeon. Ab in den Dungeon. So, das hier ist jetzt unser Dungeon Stufe 1 Deck. Dazu bekommen wir noch eine Gruppenausrüstungskarte, weil dort unten ist es zum einen finster und zum anderen brauchen wir Werkzeug. Auch das haben wir im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler gelernt. Wir brauchen Werkzeug. Auf dieser Karte werden verschiedene Dinge gesammelt. Da wir die richtigen Marker noch nicht haben, benutzen wir ersatzweise andere von unseren schicken Acrylmarkern, um Werkzeuge darzustellen. Dafür nehmen wir die Marker. Um Lichtquellen und Fackeln darzustellen, dafür nehmen wir die Marker. Und um Schlüssel darzustellen, dafür nehmen wir die Marker. Was die einzelnen Sachen machen, wird alles auf der Karte erklärt. Natürlich auch noch mal im Heft, aber das ist für einfaches Nachschlagen. Manchmal müssen wir Werkzeugproben ablegen. Wenn wir keine Werkzeuge haben, die wir ablegen können, steigt unsere Schwierigkeit um 5. Das heißt, die Probe wird um 5 schwerer. Das ist schon sehr deutlich. Wenn wir mehr Werkzeuge haben, als wir glauben, dass wir brauchen, können wir auch mehr Werkzeuge weglegen. Sobald wir 2 Werkzeuge weglegen, wird die Probe um 2 leichter. Wenn wir 3 Werkzeuge weglegen, wird sie um 3 leichter. Das heißt, sobald wir mehr als ein Werkzeug weglegen, wird die Probe sogar erleichtert. Fackeln oder andere Lichtquellen. Es ist dunkel und grundsätzlich ist es immer dunkel im Dungeon-Modus. Im Kampf ist das was anderes, da brauchen wir das nicht. Da gelten die normalen Kampfregeln, aber für die Dungeon-Erkundung ist es dunkel. Das heißt, immer wenn wir eine Probe ablegen, gilt es als Dunkelheit. Mhm. Das bedeutet, jeder normale Misserfolg wird automatisch zu einem kritischen Misserfolg. Weil wenn es dann schief geht, weil wir nicht sehen, geht es halt richtig schief. Aber wir können, indem wir eine Fackel ablegen, Licht machen. Wenn es Licht hat, ist es nicht mehr dunkel. Und wir erleiden diese Nachteile nicht. Und dann haben wir am Ende noch magische Schlüssel. Auch die gibt es aus welchem Grund auch immer da ganz viele zu finden, wie uns das Abenteuer beigebracht hat. Und die können wir ablegen, um manche Probe automatisch zu schaffen. Das heißt, auf den Karten steht dann drauf, ihr könnt folgende Probe ablegen oder wahlweise einen Schlüssel. Damit ist die Probe automatisch erfolgreich. So, am Anfang haben wir nichts. Ja, war zu erwarten. Genau. So, und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt in die Vollen und decken die erste Karte auf. Eine große Kiste. Eine große Kiste mit einem kompliziert aussehenden Schloss. Wenn sich jemand so viel Mühe damit gibt, etwas zu beschützen, sollte da ja auch etwas Wertvolles drin sein. Ja, hier können wir mit einer Handwerkprobe oder einem magischen Schlüssel tatsächlich das Ganze öffnen. Aber wir haben einen großen Vorteil, es ist eine sogenannte Entscheidungsprobe. Das heißt, wir müssen
die jetzt nicht angehen, sondern wir können uns auch entscheiden, dass wir sagen, wir wissen, wo die Kiste steht, wir legen die erstmal zur Seite, weil momentan, wir haben kein Licht, wir haben nichts, womit wir diese aufmachen können, die Kiste eigentlich, wir haben kein Handwerkszeug, wir haben gar nichts. Wir können die erstmal neben hinlegen und vielleicht später zurückkehren. Das können wir machen. Das können wir machen. Okay. Ich bin dafür. Also ich kann nur sagen, ich habe Wurstfinger. Ja, das ist meine schlechteste Fertigkeit quasi. Ich würde es auf keinen Fall erstmal jetzt machen. Dann? Grundsätzlich mag ich Wurst, aber Entschuldigung, der war so einfach. Der musste raus. Es hätte sonst wehgetan. Nein, es ist zu dunkel und wir haben keine Schlüssel, kein Werkzeug. Nein, alles doof. Sehr gut. Dann lassen wir das nochmal, wie es ist. Unsere Kuskisse und gehen zur nächsten Karte. Ein Loch im Boden. Ein Loch im Boden versperrt den Weg. Entweder spannt ihr ein Seil oder wagt einen riskanten Sprung über das Loch hinweg. Spannen die Helden ein Seil, müssen sie hierfür ein Werkzeug ablegen. Und dürfen diese Karte ablegen. Wollen oder können sie dies nicht, müssen sie springen. Jeder Held führt eine Körperbeherrschungsprobe durch. Das ist eine Herausforderung. Das heißt, da können wir uns nicht entscheiden, die müssen wir sofort machen. Okay. Und wir haben kein Licht, was wir anmachen können. Das heißt, wenn wir jetzt einen Misserfolg würfeln, wird das automatisch ein kritischer Misserfolg. Super. Geht's auf Körperbeherrschung? Auf Körperbeherrschung. Okay. Dann fang du doch mal an. Du bist der Startspieler, Alex. Ja, so. Ich habe 12 drin. Jetzt habe ich noch 7. Würfel einfach hier drauf, dann wird das nicht so laut. Oh, kritischer Erfolg. Yes. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Respekt. Irgendwie habe ich Glück. Kritischer Erfolg besagt, wie Erfolg, du hast es geschafft, ja. Und nimm dir zusätzlich einen Schicksalspunkt. Ja, das läppert. So langsam wird das hier, aber ich nehme auch mal den Würfel. Der funktioniert, der ist gut. Geschafft. Ich bin drüben angekommen. Ja. Danke. Danke, dass du uns zeigst, wie das ausgeht, wenn es ein... Das wäre einfach nur ein Misserfolg. Ja, der würde normalerweise heißen, du verlierst 1W6. Aber es ist ein kritischer Misserfolg, weil es dunkel ist. Deswegen verlierst du 2W6. Das ist schon übel. Warum habe ich das Gefühl, dass dir das Spaß macht? Das sind nur 7. Es geht doch voll im Durchschnitt. Alles entspannt. Genau, geht doch noch. So, die Karte ist erledigt. Zack. Das heißt, wir können jetzt immer noch zu der Entscheidungskarte zurückkehren. Danke. Der Grüne war bislang sehr gut. Das ist gut, ist toll. Den gehen wir nicht mehr her. Den kriegt er nicht. Okay. So, gehen wir mal weiter. Oh, magischer Schlüssel. Ein Schatz. Zwischen einigen ausrangierten Bergbauwerkzeugen findet ihr einen Schlüssel aus grünem Edelstein. Der Schlüssel scheint von innen heraus zu glühen und liegt sehr gut in der Hand. Wer ihn berührt, hat eine innere Eingebung, dass er ein magisches Artefakt in Händen hält, mit dem sich jede Tür öffnen lässt. Ja, mein Schlüssel. Gut. Jetzt haben wir tatsächlich einen magischen Schlüssel. Die Karte wird abgelegt. Wir könnten die Truhe aufmachen. Genau, jetzt, wenn wir wollen, können wir zurückgehen und die Truhe aufmachen. Brauchen wir nicht mal zur Probe für. Genau. Ja, ich denke, das machen wir auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil dann kriegen wir nämlich wenigstens noch eine Fackel. Genau. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zurück zu der großen Kiste. Und jetzt dürfen wir entweder die Probe ausführen oder den Schlüssel nehmen. Wir nehmen den Schlüssel. Sehr gut, dann haben wir automatisch Erfolg. Wir kriegen einmal Werkzeug und eine Fackel. Das ist schon mal was. Super. Damit können wir langsam anfangen, oder? Ja, das ist sehr gut. Kann ich Gumpel auch vielleicht mal eine Probe schaffen? Wo ist eigentlich unser Söldner? Ja, du bist ja auch für den Kampf gedacht, insofern... Ja, okay. Ich bin jetzt kein Akrobat. Genau, oder so. Du musst erst im Kampf dich beweisen. Das Rattennest. Das hört sich nicht gut an. Nein. Entscheidung. In einem rattenverseuchten Seitengang glitzert es verführerisch. Wir dürfen uns entscheiden, wir müssen das nicht machen. Ja. Jeder Held führt eine Wildnislebenprobe durch. Bei einem Erfolg dürfen wir eine Beutekarte ziehen. Bei einem Misserfolg verlieren wir 1W6 Lebenspunkte. Außerdem hat mindestens die Hälfte aller Helden Erfolge oder kritische Erfolge erzielt. Nehmt euch eine Fackel und ein Werkzeug. Ja gut, das lohnt sich ja fast, wenn wir unsere Fackel nehmen. Ja. Das probieren und die Wahrscheinlichkeit... Es müssen dann nur 2 schaffen. Wir haben ja noch, also meine Alex kann ja auch seine Schicksalspunkte einsetzen. Oder du. Ich habe auch einen immerhin. Das heißt nur. Wie viel habe ich? Oh, warte, keine. Also ich würde sagen, wir machen Licht und probieren es. Wollen wir es so machen? Ja. Okay, wir machen Licht. Besser wird's nicht. Damit wenigstens der kritische Misserfolg ausbleibt. Ja. Und dann probieren wir das doch einfach mal. Alex, würfel doch mal auf Wildnis. Gut, ich habe jetzt dank Licht 10. Kritisch. Was zur Hölle? Ich kann es dir nicht erklären. Es ist irgendwie großartig. Wie Erfolg. Außerdem richtest du eine Ratte ab. Ach, das ist ja wirklich. Ja. Behalte diese Karte und leg eine Abenteuermarke darauf.
Für jede Abenteuermarke auf dieser Karte wird der Gefahrenwert des nächsten Kampfs um 1 reduziert. Leg die Karte danach ab. Geil. Sehr, sehr cool, Alex. Und du darfst eine Beutekarte ziehen. Sehr schön. Brauchst du noch nicht angucken, weil die können wir auch dann gleich dann tauschen, wenn es drauf ankommt, weil wenn es eine ist, mit der du nichts anfangen kannst. Ich probiere es auch mal. 11. Ich würfel neu, ich gebe meinen Schicksalspunkt ab. Ja. Ja, sehr gut. Sehr schön, Erfolg. Ich darf eine Beutekarte ziehen. Komm, jetzt aber. Das ist nicht gut. Ich würfel einen Scheiß heute. Das ist unglaublich. Willst du vielleicht erlauben? Du darfst ja auch für ihn Schicksalspunkte ausgeben. Komm, Jens. Ich glaube, hier ist es echt gut. Ja, ich glaube auch. Ich habe auch nicht auf der Matte gewürfelt. Nee. Die Matte. Ich habe exakt den gleichen Wert gewürfelt. Der Schicksalspunkt hat sich sehr gelohnt. Wir gewonnen so zerronnen. Gut, ja, schauen wir nochmal nach, was wir haben. Oh, ich habe einen fulminatus Donnerkeil. Den würde ich tatsächlich auch gerne behalten. Ich habe einen Hartholzharnisch. Den würde ich auch behalten. Ich habe. Tja, den mischen wir jetzt einfach rein. In den genau, Stuhl. Der wird einfach reingemischt. Es läuft super. Ich bin voll zufrieden. Warum sieht der Söldner eigentlich so mitgenommen aus? Sehr schön. Okay, also. Die wir ersten haben beiden Proben habe ich aber geschafft und seitdem nichts mehr. Wir legen hier die Ratte mal nebendran. Wunderbar. Eine abgerichtete Ratte. Großartig. So, der nächste. Wir bekommen. Achso, es haben zwei von uns Werkzeuge. Du hast es geschafft. Ja. Oh, auch ganz wichtig. Das heißt, wir haben jetzt zwei Werkzeuge und eine Fackel. Ich bin sehr darauf angewiesen, damit ich überhaupt eine Chance habe. Oh, du hast auch es nicht geschafft. Das heißt, du verlierst wieder 1W6. 3. Na, 30. Das geht doch noch. Ja, naja. Das ist fast 75%. Vor dem ersten Kampf. Genau. Eine Kiste mit Pechfackeln. In einer Nische seht ihr eine große verschlossene Holzkiste. Sie ist mit Moos bewachsen und sieht so aus, als stünde sie bereits seit Jahrhunderten hier. Ihr nehmt die Kiste vorsichtig in Augenschein. Tatsächlich ist sie so brüchig, dass sie schon bei der kleinsten Berührung auseinanderfällt. In ihrem Inneren findet ihr ein paar ramponierte, aber einsatzfähige Pechfackeln. Legt 2 Pechfackeln auf die Gruppenausrüstung. Yay! Pechfackel klingt so, als wäre sie für mich. Mhm. Sonst soll ich die Karten rüberschieben. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt 2 Werkzeuge und 3 Pechfackeln. Das sieht doch gut aus. Orkhandwerker, eine Herausforderung. Eine Gruppe unbewaffneter Handwerker stellt vermutlich keine große Gefahr dar, selbst wenn es sich um Orks handelt. Wenn ihr sie einschüchtert, könnt ihr ihnen vielleicht sogar ihre Werkzeuge entwenden. Ein Held führt eine Überzeugenprobe durch. Ich weiß, wer nicht. Also ich habe 12, sondern ich bin schon gut. Dann bist du gut. Dann bist du genauso gut wie ich. Dann seid ihr da beide besser. Und du würfelst einfach besser als ich. Heute lief es, ich gebe es zu. Ja? Geschafft. Mit 10. Erfolg. Nehmt euch ein Werkzeug und eine Pechfackel. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass wir tatsächlich jetzt sehr gut ausgestattet sind. Ja, also wir haben jetzt zumindest genügend Licht. Wir haben Werkzeuge. Das sieht alles auch wirklich gut aus. Das sieht echt schön aus. Gut, aber so langsam kommen wir auch den Bereich, wo die Alarmkarte kommen kann. Die Alarmkarte ist diese Gegnerkarte, die wir reingemischt haben. Und dann geht... Wir müssen noch ein paar Fallen vorher haben. Ich habe noch zu viel Lebenspunkte. Da geht noch was, oder? Nee, wir finden noch einen Schatz. Yeah. Ich glaube, es gibt genau 3 Schätze da drin. Die haben wir alle. Am Ende eines Ganges dringt flackerndes Licht aus einer offenstehenden Tür. Aber ihr hört keine Geräusche. Nur das stete Plätschern von der feuchten Höhlendecke und euren eigenen schweren Atem. Vorsichtig nähert ihr euch der Tür und stürmt dann mit gezogenen Waffen hindurch. Doch keine Wächter erwarten euch, nur ein Raum voll nützlicher Ausrüstung. Wir kriegen noch ein Werkzeug und eine Fackel. Meine Güte. Tatsächlich ist es durchaus auch so, dass man in der ersten Stufe relativ viele Sachen noch findet. Das wird pro Stufe des Dungeons tatsächlich immer schwieriger. Das heißt, man muss dann, am Anfang hat man das viel, dann setzt man das auch gerne ein und dann wird das sehr, sehr unangenehm. Wann kommt die, der tropische Söldner bekommt eine riesige Schwertkarte? Ich glaube, die ist in Level 5. Alles klar. Wir haben noch einen Schatz! Jetzt haben wir sie alle. Das war ein guter Schatz. In der Hinsicht läuft zumindest. Haben wir Glück gehabt an der Stelle. Das gehört ja auch mal mit dazu. Geräteraum. Ihr betretet einen Geräteraum mit allerlei nützlichem Werkzeug. Neben den klassischen Schlägeln und Bergeisen findet ihr Loren, Keilhauen, Doppelkeilhauen, Bohrkronen, Kanthölzer, Fräsköpfe, Dunnpicken und Zeisige.
falls ihr euch fragt, warum wir das alles hier drin haben, die frühen DSA-Abenteuer haben sich sehr bemüht, einem alle möglichen Sachverhalte näher zu bringen. Sei das im Bergwerk oder noch viel besser, was die Schifffahrt angeht. Immerhin haben wir Dunpicke. Ja. Ich bin sehr froh, einen Dunpick dabei zu haben. Dunpicken. Ja, ich weiß. Falls ihr hier jemals einen neuen Tunnel anlegen wollt, seid ihr bestens ausgerüstet. Aber auch andere Tätigkeiten solltet ihr euch damit erleichtern können. Wir erhalten nochmal zwei Werkzeuge. Wie gesagt, haben Glück zwischen gemacht. Einigen ausrangierten Bergbauwerkzeugen findet ihr einen Schlüssel aus grünem Edelstein. Der Schlüssel scheint von innen heraus zu glühen und liegt sehr gut in der Hand. Wer ihn berührt, hat eine innere Eingebung, dass er ein magisches Artefakt in den Händen hält. Wir erhalten einen magischen Schlüssel. Damit sind wir voll ausgerüstet und ich habe so eine Idee, was die letzte Karte sein könnte. Alarmkarte! Echsenmenschen! Ich suche die Echsenmenschen. Sobald die Alarmkarte gezogen wird, wird wieder im Abenteuerheft nachgesehen und dann gibt es wieder einen Vorlesetext und anschließend den Kampf. Kampf am Abgrund. Der Gang öffnet sich in eine natürliche Höhle, die so groß ist, dass euer Licht nicht ausreicht, um sie vollständig auszuleuchten. Und das, obwohl hier wahnsinnig viele Menschen sind. Wir haben viel Licht. Irgendwo über euch könnt ihr gerade noch so die Höhlendecke erkennen, während unter euch anstelle des Bodens ein riesiges Loch aufklafft, das in stockdunkle Finsternis gehüllt ist. Nur ein schmaler Sims, der entlang der Wand zur gegenüberliegenden Seite der Höhle führt, verhindert einen Sturz in die tödlichen Tiefen. Ihr könnt das Plätschern des Wassers von unten vernehmen, das zu euch heraufschallt. Und durch seinen Widerhall Schwindelgefühle bei euch wachruft. Jeder Held, ich habe Angst, würfelt eine Körperbeherrschungsprobe. Oh. Alex, fang mal an. Ich habe 12. Das könnte funktionieren. Ja. Ich glaube, es sind mir heute alle Proben bislang gelungen. Das ist. Ich habe es nicht geschafft. Das ist gegen jede Wahrscheinlichkeit. 2 sogar kritisch. Yes! Also, dann lies mal vor. Komm. Wir fangen mit dem Erfolg an, damit es für dich noch ein bisschen spannender ist. Schön, lieb von dir, danke. Vorsichtig arbeitet ihr euch am Sims entlang. So, das war der Erfolg. Toll, ganz Misserfolg. Du rutscht auf dem glitschigen Stein aus und stürzt ab. Zum Glück befindet sich unter dir ein weiterer Sims. Dennoch verlierst du durch den Sturz 2 Leben. Und startest den nächsten Kampf nur mit 4 Handkarten, weil du wieder heraufklettern musst. Oh, wie ärgerlich. Okay, alles klar. Während ihr euch vorsichtig, Schritt für Schritt, den Sims entlang in Richtung des schutzverheißenden Ausgangs voranbewegt, könnt ihr plötzlich vor euch und hinter euch, vor euch und hinter euch Bewegungen ausmachen. Leises Scharren von krallenbewehrten Füßen und zischende Zungen, die in einer seltsamen Sprache sprechen, machen euch bewusst, dass ihr es mit fremdartigen Wesen zu tun habt. Echsenmenschen. Ohne sich lange mit Verhandlungsversuchen und Drohgebärden aufzuhalten, dringen die Wesen auf euch ein und schlagen mit euren Waffen nach euch. Sucht im Wirtshaus zum schwarzen Keuler Abenteuerkarten die Kartenzeitskala mit dem gewünschten Schwierigkeitsgrad. Die haben wir hier, wir nehmen die Zeitskala normal. Härter sind wir nicht. So, die Karte legen wir erstmal zur Seite, weil die brauchen wir während des Kampfmodus gar nicht. Das heißt, wir brauchen keine Werkzeuge, keine magischen Schlüssel und keine Fackeln, die brauchen wir erst später wieder. Kampfumgebung. Kampf am Abgrund 1. Kampf am Abgrund. Ihr kämpft auf einem schmalen Sims am Rande eines tiefen Abgrunds. Das schränkt eure Kampfmöglichkeiten ein, erlaubt es euch dafür aber, unvorsichtige Gegner in den Abgrund zu stoßen. Jeder Held darf pro Runde nur maximal einen Angriff durchführen. Für jede Abenteuermarke auf der Heldenaktion Manövrieren im Dunkeln, da werden wir gleich noch zu kommen, dürfen die Spieler einen Schergen bestimmen. Würfelt dieser bei einer Aktion eine 16 bis 20, so gilt anstelle des normalen Ergebnisses, dass er in die Tiefe stürzt und aus dem Spiel entfernt wird. Klingt super. Stimmt. Also ich finde es toll. Ich bin ja begeistert. Alles klar. Eine Kampfumgebung.
Gut, Kampfumgebung haben wir. Und Heldenaktion, manövrieren im Dunkeln 1. Genau, manövrieren im Dunkeln. Jeder Held darf diese Probe maximal einmal pro Runde durchführen. Sie kostet uns einen Punkt Ausdauer und verlangt eine Heimlichkeitprobe. Wenn wir sie schaffen, dürfen wir eine Marke, eine Abenteuermarke drauflegen auf die Karte und damit entsprechend den Kampf am Abgrund auslösen. Das heißt, damit können wir auch Leute ins Verderben stoßen. Sehr schön. So, da kommen 7 Marken drauf. 7 Zeitmarken. Legt die Alarmkarte Echsenmenschen neben die Zeitskala. Zusätzlich wird ein spezieller Zugstapel aus Ereigniskarten gebildet, die das Schlagwort allgemein oder unterirdisch aufweist. Sehr gut, da habe ich doch was vorbereitet. Wir nehmen in dem Fall tatsächlich jetzt mal nur die Karten, die neu kommen, weil wir vor allen Dingen die neuen Karten präsentieren möchten. Da sind nämlich 6 Karten mit dabei, auf die das zutrifft, unterirdisch und allgemein. Weil die Echsenmenschen, jede von den Alarmkarten bestimmt dann auch, was noch für Sondereffekte eintreten auf der Zeitskala. Und bei den Echsenmenschen ist es so, jedes Mal, wenn so ein Totenkopfereignis ausgelöst wird, ein Alarmereignis, dann wird eine Ereigniskarte aufgedeckt. Schergen bildet einen Stapel aus Schergenkarten eurer Wahl. Alle Schergen müssen das Schlagwort Achaz oder Amphibie aufweisen und dürfen nicht mehr als 4 Gefahrenpunkte wert sein. Okay, dann heißt es, der Leviathan kommt nicht mit rein. Sehr schön. Bedenke übrigens die abgerichtete Ratte. Ja, ich werde die abgerichtete Ratte nicht vergessen. Auch hier nehmen wir jetzt nur die Schergen, die neu mit dabei sind. Wir könnten ja auch da aus den älteren Erweiterungen noch eine ganze Menge Karten mit dazu packen und reinmischen. Das kann man sich frei entscheiden. In dem Fall nehmen wir erstmal nur die, die eben in der Box mitkommen, damit ihr die neuen Schergen kennenlernt. Insgesamt kämpfen wir einen Gefahrenwert von Anzahl der Helden mal 6. Anzahl der Helden mal 6 sind 18. Minus 1 für die abgerichtete Ratte. Das heißt 17. Das heißt, zack, genau. Die kommt dann auch weg. Die Ratte hat sich für dich geopfert, Alex. Und für uns gelohnt. Hoffentlich. Ich hoffe es auch. Wie ich es kenne, kommen wir jetzt gerade eben so auf 19. Das heißt, es ist total wumper. Schauen wir mal. Könnten Glück haben. Einen Echsenmenschen-Kultisten, der kostet uns 3. Noch ein Echsenmenschen-Kultist, das sind also schon mal 6. Ein diebischer Echsenmensch, sind wir bei 9. Noch ein Echsenmenschen-Kultist, sind wir bei 12. Ein standhafter Echsenmensch, sind wir bei 16. Und ein junger Kristallomant, sind wir bei 20. Ja, super, dann die Ratte. Hätten wir es andersrum gezogen, hätte sie ihn gehauen. Ja, rausgekommen da. Hatten wir auch Pech. Und nicht beschissen, hätte er den Hasen gefangen. Da hast du sowas von recht. Niederlage. Immer wenn ein Held ausgeschaltet wird, bekommt ihr eine Verderbensmarke. Verderbensmarker. Sobald ihr eine Anzahl von Verderbensmarker in Höhe von Anzahl der Helden erhalten habt, habt ihr den Kampf verloren. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier noch ein paar Sachen kurz erfüllen. Nämlich, die haben graue Kästen. Diese grauen Kästen werden am Anfang ja dann auch sollte man sich direkt durchlesen, weil die Effekte haben, die sofort ausgeführt werden oder im Laufe des Spiels permanent sind. Bei den Echsenmenschen-Kultisten zum Beispiel ist es so, die bekommen am Anfang eine Verderbnismarke. Was die genau macht, werdet ihr gleich sehen, wenn die anfangen zu agieren. So, und der standhafte Echsenmensch, der hat sogar 3 Verderbnismarke. Ich glaube, die sind nicht gut für uns. Ich habe so das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass das gar nicht nett ist. Heidi Witzka. Gut. Können wir nicht einfach direkt nach dem Sieg vor... Nein. Nein. So, und jetzt gehen wir in eine ganz normale Kampfphase mit dem einzigen Unterschied, dass ich nur 4 Karten am Anfang kriege und ihr kriegt jeweils 5. Genau. Also, übliche Regeln. Das heißt, ihr dürft auch Karten wieder reinmischen. Wenn ihr sagt, so, oh nee, die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Schönen guten Tag. Also, du hast nicht so viel versprochen, wenn du sagtest, das sind nicht so gute Sachen dabei. Das ist echt? Ja, also die hier mische ich dann gleich wieder rein und ziehe dafür jetzt eine neue Karte. Oh, das hat sich aber nicht gelohnt. Gut. Ich ziehe eine neue. Die wird reingemischt. Also gleich mischen. Aber oben erst eine ziehen, dann reinmischen. So, du bist schon in der
In der Ausdauerphase. Entschuldigung. Genau. Dann geht die erste Runde los. Das heißt, wir dürfen jeder zwei Karten ziehen vom Stapel. Also ich hatte die jetzt schon abgelegt. Ist nicht schlimm. Trotzdem noch zwei Karten ziehen, sonst bist du echt benachteiligt. So, und jetzt jeder von uns bis zu zwei Ausdauer runterlegen. Ich sehe, ihr wart da schon sehr aktiv. Ja. Puh, es wurde trotzdem nicht viel besser durch das Ziehen. Ich war Startspieler, ne? Schönen guten Tag, mein Name ist Not, Sie sind Elend. Ja, du bist Startspieler. So, jetzt müssen wir das bedenken. Ne? Wir können hier mit dem Manövrieren im Dunkeln, können wir versuchen, die durch die Gegend zu schubsen, die Jungs. Puh, also ich muss sagen, das wird eine meiner Optionen vermutlich auch wirklich sein. Denn so viel kann ich gar nicht machen. Das Erste, was ich aber trotzdem machen werde, ist, glaube ich, ich werde versuchen, einen von den Gegnern mit meiner Standardwaffe zu vermöbeln. Mhm. Mit dem Wurfstein. Mhm. Ja, ich probiere es und zwar würde ich sagen... Der ist halt echt fett gepanzert. Er hat eine 3er Panzerung, der junge Kristall. Da komme ich kaum durch, glaube ich. Ich glaube, du machst auch einen fixen Schaden, oder? Er hat gar keinen W6, sondern... Stimmt, ich mache tatsächlich direkt 3. Die macht direkt 3. Was? Ja, dann ist glaube ich, der ein gutes Opfer. Der hat Rüstung 3. Hat es mir direkt abgezogen. Ja, ist ja Schaden, das ist kein Lebenspunkt. Gut, dann... ich würde einen, der nur 2er Rüstung hat, nehmen. Da kommt immer ein Punkt durch. Dann nehmen wir gleich den ersten. Genau, nimm den Echsenmenschen-Kultisten, kommt eigentlich so. Das ist gelungen, denn ich habe Fernkampf 11 und 8 gewürfelt. Ja, perfekt. So, Pünk. Du musst eine Ausdauer dafür zahlen. Genau. Der nimmt einen Punkt. Plünk, immerhin. Ja, besser als nichts. Gut, und ich glaube, dann könnte ich mit der zweiten Ausdauerkarte versuchen, Höllentakt zu machen. Genau. Dann versuch mal im Dunkeln zu manövrieren. Ich bin in Heimlichkeit nicht so schlecht. Ja. Da habe ich immerhin 12. Das minus 5. Ist kein minus 5. Im Kampf ist zählt Kampf nicht. Zählt das alles nicht. Wunderbar. Im Kampf hat das hier alles keine Wirkung. Okay. Dann ist die Chance so gar nicht so schlecht. Genau. Es ist eine 1. Oder du würfelst einfach kritisch. Dann darfst du dir natürlich noch eine Karte auf die Hand ziehen, nach den üblichen Regeln. Deine zweite Ausdauer musst du noch erschöpfen. Und es kommt ein Marker auf Manövrieren im Dunkeln. Sehr schön. Könnt ihr jetzt schon einen runterschubsen? Nee, das dürfen wir gleich beschließen, bevor die agieren. Alles klar. Alles das klar. Kommt am Ende unserer Runde. So. Ich habe eine Idee, wen wir runterschubsen. Ja. Das sieht aus wie ein junger Kristallomann. Gut. Ich spiele als allererstes mal Nudelholz. Hervorragend. Ja, jeder sollte ein Nudelholz dabei haben, das kostet immerhin 0. Mhm. Dafür ist es primitiv. Das heißt, der Rüstungsschutz des Ziels wird verdoppelt. Meine Wahrscheinlichkeit, dass ich mit diesem Nudelholz einen dieser Echsenmenschen verletzen kann, ist, sagen wir mal, im besten Falle gering. Der Wille zählt. Genau, der Wille zählt. So, dann... Alter, ist das schlimm. Gut, dann gebe ich einen Punkt aus und mache wie Alex einen Angriff auf diesen Echsenmenschen-Kultisten mit meinem Archeofaxus. Das ist ein Treffer. Ich habe zwar nur 11, aber ich kriege plus 2 auf den Angriff. Das ist das Besondere bei seiner Grundausstattung. Aber ich mache auch nur 3 Schaden. Das heißt, es kommt nur ein Punkt durch. Plünk. Das heißt, der Echsenmensch-Kultist hat schon mal 2. Ja. Und mit dem 2... 6, ne? Ja. Mit dem zweiten Punkt... Ausdauer, versuche ich auch im Dunkeln zu manövrieren. Das hat nur leider gar nicht geklappt. Alles klar, ich fange auch eine Karte auszuspielen. Und zwar Kniestoß. Oh. Läuft. Das zählt nicht als Angriff. Genau, das heißt, da zählt auch die Rüstung nicht. Eine Angriffsprobe. Mhm. Eine Nahkampfprobe, genau, auf 12. Das ist doch eine gute Chance. Ja. Sehr gut. Das schaffe ich ausnahmsweise. Mhm. Und mache damit direkt 2 Punkte Schaden. Mhm. Da wir ja die Idee haben, wie wir runterschubsen, würde ich mit dem, der da hinten 3 Punkte, oder was würdet ihr sagen, nehme ich den, damit wir ihn loswerden? Oder entscheid dich einfach. Komm, wir nehmen den, damit wir ihn erstmal loswerden. Zack. Die hat sich verbraucht, ne? Die kommt weg, die kommt auf meine Ablagestapel. Kommt auf meinen Ablagestapel. Das heißt, er hat schon 4 Punkte Schaden. Genau. Und dann habe ich ja noch tolle Aktionspunkte. Mhm, du hast noch 2. 2. Ich, will ich Ausrüstung haben oder angreifen? Will ich Ausrüstung haben oder angreifen? Ich werde angreifen. Ja. Zweifelsfall 2-mal mit meiner Standardfertigkeit. Kannst du nicht. Kann ich nicht. Nein, du darfst nur einmal pro Runde überhaupt angreifen.
Okay, dann spiele ich für einen. Mhm. Aber noch die Karte Zechen aus. Genau. Kommt erschöpft ins Spiel. Alles klar. Zechen ist eine der Karten, die wir geändert haben von der vorherigen Auflage jetzt zur neuen Auflage. Deswegen kommt die jetzt erschöpft ins Spiel. Und nehme meinen Wurfmeister und spirr. Den Ex-Menschen-Kultisten abwerfen. Ich, na komm, versuch das. Ja, du schaffst das. Ja, Treffer. Ganz genau getroffen. Ja. Ganz genau sehr getroffen. So. Ich mache 1W6 Schaden. Das heißt, du musst mindestens 4 würfeln, dann ist er tatsächlich sogar hin. Stimmt, der hat Rüstung 2. Ne? Mhm. Ich würfel 4. Siehste, wir wissen jetzt, für was wir den Söldner mitgenommen haben. Das heißt, zack, die Marker kommen alle runter. Der ist blatt. Der kommt weg und dafür kriegst du auch einen Schicksalspunkt, weil dein Gegner schaltet. Mein erster Schicksalspunkt. Es ist so wunderschön. So. Die rücken alle auf. Super. Mhm. Damit bin ich aber auch vollständig erschöpft. Das Beste, was wir rausholen konnten. Ich denke auch. Wir können noch, ach, so, den hast du schon. Ach nein, genau, den hast du nachgezogen. So, jetzt dürfen wir uns hier entscheiden für den einen Marker, wer von denen soll die Chance bekommen, abstürzen zu dürfen. Ja. Ich glaube, es ist relativ einfach. Ne? Ich habe da einen Plan. Ja. Wir nehmen den jungen Kristallomanten hier, der sieht gefährlich aus. So, das heißt, der Marker kommt runter. Wenn der eine 16 bis 20 würfelt, dann ist er abgestürzt. Alex, du bist Startspieler, du würfelst jetzt doch einfach mal. Ja, dann nehme ich aber meinen anderen Würfel. Ist nicht gut. Nee, nimm den nicht. So, eine 16. 16. Flucht. Wenn keine Verderbensmarken mehr auf der Karte liegen, entferne diese Karte aus dem Kampf. Andernfalls entferne eine Verderbensmarke. Ja, okay. Okay. Das wäre zu leicht. Das wäre zu leicht. Der diebische Echsenmensch. Der diebische Echsenmensch. 13. 13. Schleichen im Dunkeln. Lege eine Verderbensmarke auf diese Karte. Echsenmenschen-Kultist. 15. 15. Nichts. Er zischt dich an. Der standhafte Echsenmensch. 14. 14. Nichts. Auch der zischt nur. Du bist gut im Würfeln, Alex. Ja, irgendwie heute. Heute läuft es. Heute läuft es. Der junge Kristallomant. Jetzt bitte 16 bis 20. 4. Hm. Kristallkraft sammeln. Der Achatz-Scherge mit den meisten Verderbnismarken, außer dem Kristallomanten selbst, gibt sofort eine seiner Marken an den Kristallomanten. Der Kristallomant darf danach eine weitere Aktion durchführen. Gilt dann jetzt trotzdem? Ja. Okay, sehr schön. Zweite Chance. 16 bis 20. 10. Meditation. Lege eine Verderbnismarke auf diesen. Ha, schade. Oh ja. Der sammelt das für seine Kraft und er hat einen großen Angriff. Da macht er viel mehr Schaden für die ganzen Punkte, die drauf liegen. Gut. Das war die erste Runde durch. Erste Runde ist durch. Ein Marker kommt runter. Genau, Startspieler wechselt. Bei 6 Marken passiert noch nichts. Okay. Sehr gut. Nächste Runde. 2 Karten ziehen, alles wieder gerade machen. Ich kann jetzt saufen. Es ist der schiere Wahnsinn. Mein Nudelholz verwandelt sich in einen Punkt Ausdauer. Ich wandle es um. Gut, dann fange ich mal an und spiele mal. Grad, ob ich noch. Willst du noch eine? Gut, alles klar. Als allererstes spiele ich meinen Holzknüppel aus. Mhm. Der ist nämlich besser als das Nudelholz. Nicht viel, aber er ist besser. Und dann spiele ich für 0 Punkte meinen Acceleratus. Damit kriege ich 2 Punkte Ausdauer extra diese Runde und muss eine Ausweichenprobe ablegen, die ich nicht schaffe. Deswegen verliere ich leider 2 Punkte. Ich habe trotzdem 2 Punkte extra. Für diese 2 Punkte extra spiele ich meine Traumgestalt runter. So. Gut, das heißt, ich habe hier noch die 3 Punkte übrig. Und dann greife ich mit meinem Zauber, oder? Nehme ich den Holzknüppel? Ich nehme den Holzknüppel. Ich greife mit dem Holzknüppel diesen Echsenmenschenkultisten an. Ja. Gib's ihm. Und ich treffe. Das ist total Irrsinn. Okay, ich habe minus 2. Ich habe einen Angriffswert von 5. Das heißt, ich hatte eine Chance von 1 bis 3. Aber ich habe ihn getroffen. Ja, und eine 2 gewürfelt. Und ich mache 5 Punkte Schaden. Also aber die Waffe ist primitiv. Deswegen wird der Rüstungsschutz verdoppelt. Das heißt, ich mache einen Punkt. Immerhin. Pum. Okay. Immerhin einen Punkt Schaden. Naja. Okay, einen Punkt Schaden, immerhin.
Besser als nichts. So, und für eins versuche ich dann noch hier im Dunkeln zu manövrieren. Nein, das schaffe ich nicht. Aussichtslos. Gut, und dann bin ich fertig. Gut, ich zeche. Dafür habe ich die Karte. Und ich halte bis zum Ende des Zuges. Einen Punkt Ausdauer? Einen Punkt Ausdauer mehr. Mhm. So. Das heißt, ich habe 4. Ich spiele für 1, 2. Den Bratspieß. Ich habe mich vorhin so drüber gefreut, dass es den Bratspieß gibt und ich habe ihn. Der yes. Bratspieß. Der Bratspieß. Angriff minus 2 und dafür 1 W6 plus 1 Schaden. Und er ist improvisiert. Das heißt, jedes Mal, wenn du mit ihm angegriffen hast, musst du ihn zurück auf die Hand nehmen und wieder mehr. Jetzt nicht da. Es ist ein Bratspieß. Es ist ein Bratspieß, der ist cool. Genau. Es gibt hier gleich gebratene Echse. So. Für den nächsten. Das ist noch Angriff plus minus 2, deswegen mache ich das noch nicht. Ich werfe meinen. Du darfst nur einen Angriff pro Runde durchführen, ne? Ja, aber das ist Angriff minus 2. Ich sag's, ich mache also, nur einen Punkt danach mehr Schaden. Also dann das ist, wirf ihn mit deinem Messer, komm, der will das doch. Der, ja. Definitiv. Ich weiß, der Ex-Mensch findet das gut. Und ich treffe nicht. Dann kriegst du dafür aber eine Schicksalsmarke. Und als letztes versuche ich im Dunkeln zu manövrieren. Ja. Und schaffe das auch nicht. Wen wundert das? Und bin damit durch. Sehr gut. Gut, ja, ich habe hier tatsächlich ein paar Karten, die ich sowas von gar nicht gebrauchen kann. Das macht es diesmal wirklich schwierig. Ich glaube aber trotzdem, dass die Chancen besser werden mit dem Hartholz-Zahnig. Oh ja. So, und ich habe echt überlegt, ob ich angreifen soll oder ob ich das hier benutze. Ich glaube aber, das ist sogar die aussichtsreichere Wahrscheinlichkeit, dass da was funktioniert. Deswegen werde ich das hier probieren. Hast du dich noch einen, genau? Ja. Sehr gut. Sehr schön. Okay. Wir können versuchen, jemanden zu schubsen. Dann ist Ende der Runde. Du musst einen Punkt bezahlen für den Hartholz-Harnisch oder er wird abgelegt. Ich habe ja gar keine Karte mehr. Ist aber nicht schlimm, du hast ja noch Schicksalspunkte und du darfst ja Schicksalspunkte auf die Ausdauer einsetzen. Ja. Genau. Also gewonnen sozusagen. Das ist okay. Ja, aber der Hartholz-Harnisch ist toll, der hat einen Rüstungsschutz von 4. Das ist echt mächtig. Gut. Ja, jetzt sind aber tatsächlich die Bösewichte dran. Wen wollen wir damit wählen? Ja, wir bleiben dabei. Ich mache das. Denke ich auch, ne? Wir nehmen den Kristallomanten nicht. Ich gucke jetzt mal, ob ich es schaffe, ihn runterzuschubsen. Der Echsenmenschen-Kultist. 19. Wenn keine Verderbensmarker mehr auf dieser Karte liegen, entferne diese Karte aus dem Kampf. Yes. Yes. Der rennt schreiend weg. Ja, hervorragend. Gut so. Sehr gut. Ich rufe noch Haha hinterher. 11. Schleichen im Dunkeln. Es kommt wieder eine Verderbensmarke auf ihn drauf. Der Echsenmenschenkultist. 3. Angriff. Der Startspieler, der sieht ja ganz ähnlich aus wie ich, erleidet 1W6 plus 2 Schaden. Dann versuche ich mal auszuweichen. Nein. Drei. Okay. Habe ich gut gemacht. Okay, hast du gut gemacht. Ja. Mir ist gar nicht so schlimm. 3 sind wir bei 31. Sehr gut. Der standhafte Echsenmensch. 4. Das ist nicht so gut. Ja. Der Startspieler erhält 1W6 plus Anzahl der Verderbnismarken mal 2 Schaden. Alter Schwede. Unangenehm. Ich bin ausgewichen, das heißt, es ist 1W6 plus 4, aber halbiert. Sind 8, das ist die Hälfte, 4. Bin ich bei 27. So, dafür wird aber auch ein Marker entfernt. So, und der junge Kristallomant. 4. Kristallkraft sammeln. Der Scherge mit den meisten Verderbnismarken, außer ihm selbst. Boom. Gibt ihm einen ab. Genau, kriegt einen. Und den werden wir nie los. 7. Greift an. Das macht, nee, das macht er direkt nochmal. Dann würfeln wir aus, wer von den drei genau. Das ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Der mittlere. Sehr schön. 15. Nein. Warum keine 16? Er meditiert und kriegt noch einen Punkt. Oh. Wenn der jetzt angreift, macht er 1W6 plus 10 Schaden. Und rat mal, wer jetzt Startspieler ist. Oh!
Andererseits, jetzt gelingt es uns bestimmt. So, die Marke kommt runter. Ja. Es geht einer von den Zeitmarken runter. Und damit wird hier als erstes löse ein Alarmereignis aus. Das ist Alarmereignis ist bei den Echsenmenschen eine Ereigniskarte ziehen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit. Oh oh. Die Gegner scheinen dich für ihren gefährlichsten Widersacher zu halten. Jedenfalls konzentrieren sie ihre Angriffe verdächtig stark auf dich. Der aktuelle Startspieler gibt die Startspielermarke am Ende dieser Runde nicht an seinen linken Nachbarn weiter, sondern bleibt eine weitere Runde lang Startspieler. Mischt alle Ereigniskarten zu einem neuen Zustand. Ich meine, oh, Entschuldigung, ich wollte mich nicht ganz so offensichtlich freuen. Nein! Wir sollten ihn runterstoßen. Definitiv. Okay, sehr schön. Alles wieder gerade machen, Herrschaften? Und zwei Karten ziehen. Und ich fange mal an. Wir dürfen noch Ausdauerzeugs ablegen. Genau. Tja. Puh. Ja, dann probieren wir das mal, oder? Für drei spiele ich meinen Steinhammer. Hört sich gut an. Ist die gefährlichste Waffe, die ich besitze aktuell. Mit Abstand, wohlgemerkt, mit Abstand. Dann greife ich mit diesem Steinhammer auch an und versuche mit dem diesen diebischen Echsenmenschen zu treffen. Nein. Aber sowas von nicht. Dann kriege ich eine Schicksalsmarke dafür. Und für einen Punkt versuche ich dann noch hier im Dunkel zu manövrieren. Ja, geschafft. Oh, sehr gut. Zack. Okay, das waren meine Züge. Alles klar. Ich saufe, weil Saufen macht schnell. Immer und macht glücklich. Mhm. Gebe dann 1 und 4 weitere aus. Ja. Um was Teures zu tun, nämlich ich spiele meine Spitzhacke. Oh, oh, oh. Spitzhacke ist eine langsame Waffe. Das heißt, ich darf in dieser Runde nur diesen einen Angriff durchführen. Okay, das darfst du eh. Das darf ich eh. Macht Angriff -4, aber 2W6 plus 1 Schaden. Uiuiui, komm, damit geht doch was. Ja, und das versuche ich jetzt dann auch gleich mal. Ja, ich auch bitten. Mit meinem Würfelglück. Wen denn? Wen was denn? Soll schief gehen? Ja, ich nehme einfach hier den ersten. Den diebischen, okay. Der diebischen. Nein. Aber du könntest, wenn du willst, eine Schicksalsmarke einsetzen. Das möchte ich in dem Fall. Ich glaube, oder? Ja, ja. Nein. Besser als die erste Probe. Na gut. Aber bei weitem nicht ausreichend. Ich habe es versucht. Ja, ja, es war tatsächlich, es war auch so wert, denke ich. Also ich glaube, das war es durchaus wert, ja. Okay. Ja, Alex. Gut, ich rüste mich mit dem primitiven Wurfspeer aus. Hey. Der ist einigermaßen stark, aber es ist schwierig, mit ihm zu treffen. Ja, und der ist auch primitiv. Der ist auch primitiv, ja. Sollte irgendwer... Ach, wir haben noch einen Manövrieren-Marker. Einen habe ich gerade draufgepackt. Ja, hervorragend. Das ist auch okay. Ich würde es in dieser Runde auch nicht mehr probieren. Eine Karte will ich aufheben für die Rüstung. Und ich greife tatsächlich mit dem primitiven Wurfspeer... Den diebischen Echsenmenschen. Genau. Okay. Nein. Kriegst du eine Schicksalsmarke. Okay. Hast du immer noch... Einen Punkt übrig. Willst du noch manövrieren? Nee, für die Rüstung. Okay, gut. Dann musst du den jetzt für die Rüstung ausgeben. So, und dann dürfen wir uns entscheiden. Ich würde sagen, hier wieder, oder? Yeah, der muss weg. Gut, der diebische Echsenmensch. 11. Der schleicht wieder. Alter. Wenn der schleicht, kriegt er auch einen hohen Ausweichenwert, weil je mehr Verderbnismarken hast, desto höher kriegt er einen Ausweichenwert. Der Echsenmenschen-Kultist. 6. Angriff. Der Startspieler erhält 1W6 plus 1. Hm. Ich bin ausgewichen. Sind 4 und 2. Bin ich noch bei 25. Okay, der standhafte Echsenmensch. 15. Zischt nur laut. Und 16. 16. 4. Das ist nicht eine 16. Oh. Angriff. Auf den Startspieler. Ja, es ist immer gegen mich. Das steht ja auf der letzten Karte drauf. 1W6 plus 10. Ich versuche mal auszuweichen. Au. Ja. Normalerweise gegen den mit den meisten Schicksalspunkten. In dem Fall interessiert er sich nicht, weil ich so gefährlich bin. Ich bin so groß, ja? So groß.
und unglaublich gefährlich mit meinem Knüppel und meinem Steinhammer. Nimm den! Wenn da so ein kleiner Typ, wenn da so ein kleiner Typ dabei ist, dann muss der gefährlichste sein. Ich weiche nicht aus. Es wird dich nicht töten. So viel dazu. 14. Ja. Bin ich bei 11? Es hat dich nicht getötet. ja. So, was schön. Für euch genauso schön wie für mich? Wunderschön. Sehr gut. Okay, es kommt ein Marker runter. Bei 4 passiert zum Glück nichts. Nächste Runde wird wieder eine Ereigniskarte gezogen. Der Startspieler-Marker geht jetzt weiter. Alles wieder gerade machen. 2 Karten ziehen. Alter. Die kann ich auch ablegen, ne? Einfach. Die kannst du umwandeln in Ausdauer, genau. Ja, das tue ich. Du darfst trotzdem nicht mehr als 2 pro Runde auslegen oder umwandeln. Ich überlege gerade. Hast du hier schon eine Menge, ne? Boah, was jetzt ja mit deinem Zechen zusammen kommst du auf 7 Punkte, da geht ja was mit. Reicht mir. Alles klar. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt. Aber es hilft ja auch nichts, es nicht zu tun. Alles klar. Ich mach das mal. Ich habe dann 7 Punkte. Die ersten. 1, 2 gebe ich aus für Selbstbeherrschung. Ich bekomme +2 auf meinen Nahkampfangriff. Sehr gut. Was super ist, dass ich, weil ich diese -4 Waffe habe. Ich habe hier noch so viel mehr Punkte. Mit einer Spitzhacke zu versuchen, Echsenmenschen zu erschlagen, ist auch schon ganz hohe Kunst. Wenn du triffst, ist das toll. Ist toll, ja. Ich gebe noch einen aus. Warum nicht? Nehmen wir das Wurfbeil. Ein schartiges Wurfbeil. Mache Ferngriff, Angriffsprobe und der Gegner verliert einfach 2 Leben. Mhm. Zählt nicht als Angriff, das heißt auch nicht die Rüstung, ne? Genau. Dann nehme ich unseren Freund da hinten. Nimm den da hinten, gut. Wir schaffen es ja nicht, den runterzuschubsen und anders kriegen wir keinen Schaden rein. Nein! Sehr gut, darfst eine Karte ziehen. Treffer. Das heißt, er nimmt direkt 2 Lebenspunkte Schaden. Kann ich die auch direkt ausspielen? Ja, die kannst du auch direkt benutzen. Also die geht auf dem Ablagekarte und den Rest kannst du direkt spielen. Das finde ich super. Dann kostet mich das 3. Mhm. Und ich spiele Anatomie und bekomme nochmal 3 Fernkampf dazu. Sehr schön. Das war ja nicht der andere. Das war kein anderes. Den kann ich noch machen. Ja. Den mache ich jetzt. Ja. Und versuche damit anzugreifen. Auf. Diesmal nicht auf den da hinten, weil der müsste ja durch die Rüstung. Ich nehme den diebischen Echsenmenschen. Den diebischen Echsenmenschen, weil der hat auch viele. Ja, der ist Marker. Sehr schön. Ich brauche eine 10. Und ich habe eine 12. Ich will das aber nicht. Ja. Ja. Yes. Jetzt habe ich ihn getroffen. Der darf aber versuchen auszuweichen. Was er schafft, also halben Schaden. Ist egal, aber 2W6 +1. Ja, da geht was. Komm. Gehen. Komm. 6, 7. Halbiert sind 4. 2 Rüstungen, also gehen 2 durch. Na, immerhin. Immerhin. Wenn er nicht ausgewichen wäre, hätte es ihn gehabt. Ja. Hätte. Fahrradkette. Gut. Ich bin durch. Alles klar. Das habe ich alles gegeben, die Runde. Ich gebe mir Mühe. War erschreckend erfolgreich. Gut, ich gebe mir auch Anatomie, um meinen Fernkampf 3 zu steigern. Mit deinem primitiven Wurfspeer zusammen ist das natürlich auch hilfreich. Genau. Ne? So, dann habe ich hier einen wundervollen Weinschlauch und teile dir 2 Lebenspunkte, aber du musst eine Ausdauerkarte abwerfen. Okay, gut. Du heilst mir 2 Lebenspunkte? Ja. Okay, das ist schon echt Verzweiflung. Für 2 Lebenspunkte eine Ausdauerkarte abwerfen, das ist... Ja, hart. Ich dachte mir aber, bevor ich dich jetzt nochmal trifft, bevor wir den Golem verlieren. Das ist halt, ich nehme das, alles keine Frage. So, dann probiere ich tatsächlich das hier nochmal. Das kann nicht schaden. Mhm. Nee. Kann ich das nur einmal probieren? Ja. Ach, schade. Du könntest mit einem Schicksalspunkt das natürlich nochmal neu würfeln. Ja. Jetzt muss ich auch eine Karte abgeben, ne? Ja. Zufallsmäßig. Oder du wirfst noch einen Schicksalspunkt ab.
Und schaffst es dann. Ja. Ich dachte, wir spielen hier gerade mehr gegen uns selbst, als gegen das Spiel. Ist es, Gut, dann... Die paar Ex-Menschen da sind echt... Aber Alter, ist das... Wir müssen gar nicht mehr so viele. Mit diesen Karten. Ja. Aha. Gut. Komm, wir schaffen das. Ich greife mit dem primitiven Wurfspeer auch noch jemanden an. Natürlich. Ja, den da vorne, der uns schon zieht. Ja, dank der Anatomie-Karte ist es... Genau, ne? Genau. Genau, ganz genau sogar. Auf den Punkt, genau. Immerhin. Warte mal, der darf versuchen auszuweichen. Schafft es auch. Schade. 1W6 plus 3. Das sind 7. Ja. Das sind 4. Das sind wieder 2 Punkte. Sind wieder 2. Immerhin. Gleich, wenn ich den jetzt noch mit meinem Stein... Ich spuck dir ins Auge. So, eine Karte muss ich noch umdrehen für die Rüstung. Okay, sehr gut, sehr gut. Ist das bitter? Ja, stimmt. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir von hinten kommen aufmunternde Rufe von einem torischen Söldner. Reißt euch zusammen! Ihr könnt es schaffen. Den Möglichkeiten, würde ich sagen, sind wir gar nicht so schlecht. Wir schaffen es nur nicht, ihn einfach runterzuschmeißen. Das wäre schon mal schön. Ich spiele mir mal meisterliches Ausweichen. Das kann ich, glaube ich, gerade gut gebrauchen. Ja. Und mit dem letzten Punkt versuche ich mit meinem Steinhammer noch den diebischen Echsenmenschen zu verprügeln. Mach das mal. Nein. Gut, dann kriege ich aber zumindest eine Schicksal. Das war's. Dann sind wir durch. Ja. Dann passieren jetzt Dinge. So, der kommt runter. Wir haben den. Ich würde sagen, ja. Ne? Du bist Startspieler. Du darfst würfeln. Hoch, ne? Mhm. Und bis jetzt klappt das ganz gut. Jetzt nicht mehr. 3. Diebstahl. Ein zufälliger Held muss eine seiner ausgespielten dauerhaften Karten seiner Wahl unter diesen Schergen legen. Stirbt der Scherge, bekommt der Besitzer die Karte zurück. Würfel mal. 1 bis 2, 3. Du, 1. Alex. Was klaut er dir? Also ich finde die Vorstellung zu schön, dass er dir den Hartholzhahn schwuppt. Der zieht dir einfach die Rüstung aus. Wie auch immer er das tut. Auch wenn ich bislang noch nichts verloren habe. Ja. Ja. Ich behalte die Rüstung, er kriegt den Speer. Es wäre auch bei weitem gegen jeden Stolz, sich die Rüstung ausziehen zu lassen. Das ist so, das ist geht das einfach nicht. So ist es. Sehr schön. 8. Eine 8. Angriff. Der Startspieler erhält 1W6 plus 1. Du darfst mal versuchen auszuweichen. Nein. Das sind 5 Punkte Schaden. Ja, das läuft doch. Du bist da auch bei 15, ne? Nee, ich bin bei 25. Ich habe das ein bisschen anders gemacht als du. Ich lasse immer die Zahl, wie ich sie lesen kann. Geschickt dich. Gut, dann der standhafte Echsenmensch. 11. Angriff. Der Startspieler hält 1W6 plus 1. Ich bin ausgewichen. Okay. Immerhin. Sind dann 6 noch 3 Punkte. Okay. 20. Komm, einfach mal eine 20 würfeln. Eine 19. Endlich. Ja! Wenn der nochmal für den Schaden angegriffen hätte. Ja. Das Schlimme daran ist, der hätte wieder mich angegriffen, fällt mir gerade auf. Hätte er? Ja, ich habe 2 Schicksalspunkte. Der greift den meisten Schicksalspunkten an. Stimmt. Alter, das war knapp. Ja, dann kann der Gräuel mal Danke sagen. Danke. Der Gräuel bedankt sich offiziell. Zack. Damit ist der junge Kristallomant abgestürzt. Yes. Sehr. Wir gewinnen, weil andere stolpern. Das sagt viel über das mein Würfelglück aus. Das sagt sehr viel aus. Das sagt sehr viel aus. Gut. Alright. Einen müssen wir noch, ne? Wie viel müssen wir? Weniger als Spieler, ne? Ist vorbei. Ja. Genau, einen müssen wir noch, dann haben wir es geschafft. Eine Marke kommt runter. Ich hatte einen zunächst draufgelegt, sehe ich gerade. Egal. Oh, nein, ich muss mich korrigieren. In diesem Fall ist es... Ihr seid erfolgreich, sobald ihr alle Gegner ausgeschlagen oder in die Flucht Das kriegen wir auch noch. Gut, aber es kommt trotzdem eine Ereigniskarte. Ah, kommt doch, okay. Hinterhältiger Angriff. Einer eurer Gegner nutzt einen kurzen Moment der Unachtsamkeit, um euch in den Rücken zu fallen. Der am weitesten links in der Gegnerreihe befindliche Scherge wird ganz nach rechts in der Reihe verschoben und so führt sofort einen Angriff durch, bei der das Wurfergebnis um 5 reduziert wird, bevor es angewendet wird. Oh, viele Informationen. So, das ist der hier. Ja. Der schleicht sich an uns an. Ha! Und fällt über uns her. Mit einem minus 5. Würfel mal. Ist 5.
15. Schleich. In 19 gewürfelt, minus 5 sind 14. 14, okay. Dann und kriegt er trotzdem eine Marke. Nur alles. Das hätte schlimmer kommen können. Aber ich kann sagen, wenn er uns noch was geklaut hätte, wieder bei mir. Wieder bei mir und diesmal wirklich die Rüstung. Das wäre nicht nett gewesen. Alles klar, es hätte schlimmer kommen können. Definitiv. So. Zwei Karten ziehen. Zwei Karten ziehen, genau. Gut. Ich datte mich mit Akrobatik aus, um besser ausweichen zu können. Das ist immer sehr gut. Das kostet mich 3. Dann benutze ich diese Karte hier. Mhm. Schartiges Wurfball. Ui, ja. Ein Fernkampfprobe. Der Gegner verliert direkt 2 Lebenspunkte. Das zählt nicht als Angriff. Mhm. Wenn wir zu angreifen? Wir nehmen den, der verletzt ist. Der verletzt, also ja, dann ist er nämlich auch direkt weg. Genau. Ne? Genau. Genau, komm. Ja. Yes, ausweichen kann er nicht, weil es keine Angriffsprobe ist. Deswegen hast du den auch direkt erledigt. Und damit kriege ich meine Waffe wieder zurück. Damit kriegst du sogar eine Schicksalsprobe. Ja. So, und du kriegst, also du kannst dir deinen Wurfspiel wieder, er hat dich auch gereizt. Ja, und also, jetzt kann ich ihn auch wieder benutzen. Oder muss ich ihn auf die Hand nehmen? Was steht denn drauf? Ich glaube, ich kann. Ne, das steht ja nicht bei dem hier drauf. Das stand ja bei der. Toto, das war der. Zurück auf die Hand. Auf zurück die auf die Hand. Okay. Ach, das habe ich mir gedacht. Das hab ich mir... Schade. Ist aber nicht schlimm. Dann nehme ich jetzt meinen ganz normalen Standardangriff. Mhm. Du kannst nur den verletzen. Ja, ich kann nur den verletzen. Den kannst du nicht verletzen, den standhaften. Dann Mensch. Nehmen wir den ersten. Er hat nur Rüstungsschutz 2. Nein. Nee, Schicksalsmarker. Aber dann kannst du zumindest das Manövrieren nochmal benutzen. Ne? Genau, das habe ich auch vor. Das ist gut, sehr gut, Alex. Immer Schicksalspunkt, das kann nichts schaden. Die abstürzen lassen, das glaub ich glaube, den kriegen wir sonst überhaupt nicht weg, den Kerl. Ja. Läuft. Sehr gut. Sehr gut. Gut, pack. Ich muss noch eine Karte umdrehen für die Rüstung. Und das hebe ich mir quasi auf. Gut, ja, dann probiere ich das jetzt auch mal. Mal schauen, was rauskommt. Wie ihr wisst, bin ich ein extrem gebildeter Krollen. Okay. Ich darf gebildet spielen, bringe 2 Karten aus der Ablage als Ausdauerkarten ins Spiel. Boom. Nicht schlecht. Jo. Und dann greife ich. Doch, ich muss sehen. Ich greife den standhaften Echsenmenschen an. Mit meinem Magieangriff. Gebe einen Schicksalspunkt aus, das will ich nochmal machen. Treffe. Sieht gut aus. Und spiele dann für 2 Punkte noch Oculus Illusionis und erhöhe meinen Schadenswert von dem Magieangriff um 2. Mhm. Das heißt, ich mache insgesamt 7 Punkte Schaden. Das heißt, damit kommen tatsächlich ganze 4 Punkte durch. Hervorragend. Damit kommt er doch mal langsam, aber sicher in Schlagdistanz. Auch er nur noch 4. Genau, die Hälfte haben wir weg. So, und mit denen versuche ich noch einmal im Dunkeln zu manövrieren, was ich schaffe. Sehr gut, damit haben wir jetzt... Könnten theoretisch können wir beide schubsen. Genau, jetzt können wir versuchen, beide zu schubsen. Und das war's, mehr kann ich nicht mehr machen. Gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, aber es schadet nichts. Es ist nie schlecht, wenn man so einen Humpen dabei hat, was draus zu trinken. Genau, damit habe ich jetzt 8, 9 Ausdauerpunkte. Jetzt spielt er seine Ochsenherde. Nee, leider Sky. Nicht. Die Sky, aber die hat niemand von uns, nein. Weil wir verzweifelt spielen. Ich gebe 3 aus und spiele Kriegskunst. Bekomme nochmal 3 auf meinen Angriff. Wie viel drauf. Bist du denn inzwischen? 14, 15, 16, 17. Hi. Selbst mit der Spitzhacke triffst du auf die 13. Na komm. Ja, bevor ich aber angreife, nehme ich die letzte Karte, die ich hier noch habe und spiele Schlagabfolge. Das heißt, ich bestimme einen Gegner und lege maximal 5 Angriffsproben ab, bis mir eine misslingt und durch jede gelungene Probe verliert er 2 Leben. Und jetzt ratet mal, wer das ist. Na gut, dann würfel mal. Das ist der, dessen Rüstung mich interessiert. Sehr, sehr gut. Ich habe noch keinen Schicksalspunkt, aber ich würfel gegen 17. Ja, es ist auch nur eine Probe, da kannst du keinen Schicksalspunkt drauf einsetzen, weil es kein Angriff ist. Das Treffer. Trifft. Das trifft. Und ist schon tot. Und das dritte, vierte trifft auch. Ich möchte es nur wissen. Sie haben alle 4 getroffen. Das war 5.
Fünf, sie haben alle fünf getroffen. Ich will's nur wissen. Ich hau einfach immer weiter auf ihn rein. Das ist nichts davon. Sehr schön. Okay. Dieser sehr standhafte Ex-Mensch gibt Respekt. Jetzt schubsen quasi drei Leute. Overkill! Ja, Moment! Das hat nicht vier Punkte gekostet. Das war kein Angriff. Vier Ausdauer. Aber du darfst tatsächlich noch. Das hat nicht vier Ausdauer gekostet. Ja, das steht da. Ja. Achso. Ja, stimmt. Eins, zwei, drei. Fast ja locker. Genau. Aber? Aber das macht nichts. Das ist ja egal. Ich hab hier noch meine Spitzhacke. Eben. Du, die Spitzhacke und der Echsenmenschenkultist. Ich glaube, der fühlt sich inzwischen auch vergleichsweise einsam. Ja. Mal gucken, wie lange noch. Auf jeden Fall. Damit habe ich getroffen. Ganz genau, ja. Damit ganz genau. Ich getroffen. Trotz Spitzhackeneffekt. Ausweichen. Der darf nicht ausweichen, der hat keinen. Ach, der hat keinen Ausweichen. Nee, nur der, Gott sei Dank. Der diebische Echsenmensch hatte. Und bekommt 7 Punkte Schaden, wovon er... Plus 1 ist 8. Plus 1, stimmt, plus 1 ist 8. Und das reicht und das noch. Ist exakt das. Yes! Sehr gut, Jens. Sehr gut. So. Das war tatsächlich unsere erste Runde. Das heißt, wir haben jetzt einmal sowohl die Einleitung in das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler erlebt. Wir haben die erste Stufe des Dungeons durchlebt und überlebt und auch den ersten Kampf gegen die Echsenmenschen überstanden. Jawohl. Und das ist, glaube ich, die ideale Stelle, um eine Pause zu machen, weil ich bin mir sicher, ihr wartet schon sehnsüchtig darauf, das neue angekündigte Video zu sehen. In diesem Sinne, viel Spaß und bis gleich. Hexe. Hallo, ich bin Stefan Tannert, ich bin Lagerkobold und für die Kundenbetreuung des F-Shops zuständig bei Ulysses. Und in der kommenden Hexen 1733 Kampagne werde ich Wilhelm Bloch, den Söldner, spielen. Ich komme aus der schönen Pfalz, um genau zu sein, aus dem Heidelberger Raum, nicht? Dossene, falls das bekannt ist. Nicht? Relativ einfache Verhältnisse, meine Eltern sind Bauern, ich habe Felder und so. Aber ja, nachdem der Krieg losgegangen ist und dann Werwolf und Leiche um die Häuser gezogen sind, haben wir gemerkt, da ist kein Geld mehr zu holen. Und da habe ich mein Schwert genommen und bin bei den Söldnern in die Lehre gegangen. Ich bin schon viel rumgekommen und habe Leid und Sachen gekämpft. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Das hinterlässt halt Spuren. Nicht? Ja, ich trinke vielleicht gerne mal einer über den Dost, aber das hilft, um einiges zu vergessen. Nicht? Ja, und ja, das Leben nimmt einem alles, aber wenn man sich den Humor behält, nicht? Das hilft schon. Schön wäre es ja, wenn ich wieder heimgehen könnte und ein ruhiges Lebensobet daheim bei meiner Familie verbringen könnte. Ich glaube aber nicht so ganz dran. Ich glaube, vorher erwischt es mich noch irgendwo während einem ordentlichen Kampf. Naja, es kommt, wie es kommt.
Gut, wir haben von unserer Community Managerin, der Jasmin, ein paar Fragen reingereicht bekommen, die wir natürlich auch gerne beantworten wollen. Ja. Und zwar hat Estin gefragt, wie wird die Karte Verspotten genervt? Verspotten ist eine Karte von dem halbelfischen Streuner, von dem Carolan aus der Grundbox von Aventuria. Die Verspotten-Karte war früher so geschrieben, dass sie im Abenteuermodus dir erlaubt hat, einen Gegner auszuwählen, der seine Angriffe dann gegen einen anderen Gegner auch gerichtet hat. Das haben wir jetzt geändert. Du darfst dir zwar aussuchen, gegen welchen Helden er seine Angriffe richtet, aber nicht mehr, dass er die gegen andere Gegner richten kann. Weil das war wirklich... Da sind sehr seltsame Sachen mit passiert. Mhm. Damit hat man, das hat das Spiel tatsächlich sehr unangenehm zum Teil gebrochen. Dann hat Lavax gefragt, wann soll das Spielmatten-Bundle in den F-Shop kommen? Das kann ich beantworten, noch diese Woche. Wir reden diese Woche noch mit dem F-Shop und dann wird das Produkt eingepflegt und dann könnt ihr das kaufen. Werdet ihr auf Facebook dann auch nochmal drüber informiert, aber auf jeden Fall diese Woche noch. Genau, also vielen Dank auch für den Hinweis. Wir geben gerne zu, es liegt auf diesem Stapel der Dinge. Aber wir werden uns direkt drum kümmern. Ja. Dann hat eben Monty noch gefragt, sind Holzkisten mit neuen Aventuria-Covern wie dem Wirtshaus geplant? Tatsächlich aktuell nicht. Wir haben tatsächlich ja 4 Boxen rausgebracht und wir haben momentan von diesen Boxen noch ausreichend viele an Lager und wir werden da keine neuen jetzt dann dabei produzieren. Das ist aktuell nicht geplant. Estin hat noch gefragt, können wir Layariel-Karten aus der Layariel-Matte sehen? Würden wir euch gerne zeigen. Leider haben wir heute keine hier, aber wir haben schon was beschlossen. Morgen werden wir definitiv Fotos davon machen und die Karten auf unserer Facebook-Seite zeigen. Dann könnt ihr euch sie da genau anschauen. Genau. Da werden wir die natürlich auch ein bisschen noch kommentieren, machen, tun. Wir sind gespannt auf euer Feedback und da werden wir euch die Karten gerne zeigen. Dann Self-Destruct Immediately. Toller Name. Sind Acrylchips auch in Deutschland geplant? Ja. Wenn du damit diese Acrylchips meinst, die wir hier die ganze Zeit auch benutzen, zusammen mit unserer schicken Abenteuermodus-Matte, ja, die sind nicht nur geplant, sondern die gibt es tatsächlich schon ganz lange. Wenn man es genau nimmt, haben wir die hier in Deutschland schon seit inzwischen 1,5 Jahren. Und die armen Amerikaner haben sie jetzt zum ersten Mal im Crowdfunding bekommen. Das heißt, wenn du sie bisher noch nicht gesehen hast, geh einfach mal bei uns auf den F-Shop. Da findest du sie, gar kein Problem. Einfach eingeben, Aventuria, und da werden dir auch die Acrylmarke angezeigt. Dann haben wir noch 10 Seiten. Wann kommt... die Aventurische Magie 3 in die Regel-Wiki. Alex, die geht da nicht. Dazu kann ich mehr sagen. Also unser Wiki-Team arbeitet unermüdlich in seiner Freizeit daran, die Sachen zu befüllen. Ich gehe davon aus, dass sie nächsten Monat einen Großteil von dem letzten Magie-Teil einpflegen können. Aber das hängt immer davon ab, wie sie auch wirklich Zeit finden. Ich denke aber, nächster Monat ist realistisch. In dem Rahmen nochmal danke an all die fleißigen Helfer, die in ihrer Freizeit das Wiki für uns befüllen. Ohne euch wäre das vom Aufwand her überhaupt gar nicht machbar. Ja, danke an euch. Vielen Dank. Absolut. Das ist tatsächlich auch ein Unterfangen, was sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen hat das auch in diesem Fall gerade bei der Magie 3 dann so lange gedauert, weil wir auch noch mit anderen Dingen tatsächlich ausreichend beschäftigt waren. Für die Zukunft haben wir auch vor, dass wir das ein bisschen zeitnah hinbekommen. Das war jetzt kein böser Wille, aber wir sind dran. Dann eine letzte Frage, und die finde ich ja großartig. Shugenia fragt, Alex, wann kommen die Kristallomanten? Jetzt haben wir die hier schon gesehen. Wir haben gesehen, wie unglaublich effektiv die sein können. Geoden sind draußen. Wann kommen die Kristallomanten? Also wir haben an die Kristallomanten schon gedacht. Gerade eben. Ja, ja, auch davor schon. wenn wir uns mit Selim und den Echsensümpfen im Detail beschäftigen, werden die Kristallomanten ausreichend Platz bekommen. Und ich kann auch schon sagen, durchaus noch mit neuen Fähigkeiten, die sie bislang nicht hatten. Also ich gehe mal davon aus, dass der Regionalband dafür dann tatsächlich auch durchaus so geplant ist, dass er erscheinen soll. Ja. Sehr gut. Also genauer können wir es noch nicht sagen, aber die Kristallomanten sind nicht vergessen und wehe, ihr macht da draus die neuen Geoden. Wehe euch. Wehe euch. Gut. Du kennst den Streisand-Effekt? Wenn du jemanden im Internet bittest, etwas nicht zu tun, was passiert dann?
zu tun ist. So, wir waren fertig. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Wir haben schon ein bisschen aufgeräumt in der Zwischenzeit. Wir haben die Pause also auch genutzt. Und wir haben unsere Decks soweit wir vorbereitet. Und wenn eine Stufe in einem Dungeon geschafft ist, tritt eine ganz normale Atempause ein. Wir haben es uns jetzt hier mal einfach gemacht und wir sind einfach alle wieder auf volle Lebenspunkte gegangen. Das heißt, wir sind alle wieder bei 40 Lebenspunkten. Normalerweise jetzt mit der neuen Box, mit der neuen Grundbox, haben wir da auch Dinge geändert, weil die Atempause-Regeln haben sich auch am Ende als nicht wirklich praktikabel herausgestellt. Manche Effekte wurden nicht genutzt, andere Effekte waren einfach schlichtweg zu mächtig, haben dann die Spielbalance ziemlich durcheinander gewirbelt. Da gibt es jetzt neue Möglichkeiten, aber die wollen wir jetzt hier noch nicht im Detail machen. Das können wir gerne nochmal in einem eigenständigen Stream machen. Also deswegen jetzt hier nur ganz einfach 40 Karten. Aber es gibt natürlich noch einen weiteren Effekt, der speziell zu diesem Dungeon-Modus gehört. Und zwar darf jeder von uns eine der Verzweiflungskarten in seinem Deck rausnehmen. Also eine von den Karten, wo ihr sagt, die brauche ich mal ganz sicher niemals nie nicht wieder, weil die spiele ich eh nicht. Ich nehme zum Beispiel hier das übelriechende Schwert raus. Tolle Waffe. Die macht zwar tatsächlich 1W6 plus 4 Schaden und ist eigentlich gar keine schlechte Waffe, aber hat minus 6 auf den Angriff. Da ich nur einen Angriffswert im Nahkampf von 5 habe, kann ich nur noch bei einem kritischen Erfolg mit der Waffe treffen. Das heißt, mit der kann ich nur wirklich ganz und gar nichts anfangen. Das heißt, die nehme ich und entferne sie aus meinem Deck. Hervorragend. Ich entscheide mich für das verrostete Wurfmesser, das mich für eine Ausdauer einen Fernkampfangriff mit einem W6 machen lässt. Allerdings ist das zerbrechlich und bei 4, 5, 6 geht es kaputt. Ich habe halt schon den normalen, standardmäßigen Angriff mit meinem Wurfmesser, das nicht kaputt geht. Also habe ich dafür keine Verwendung. Und raus dafür. Ja, ich werfe auch ein Messer raus, aber nicht das Wurfmesser, sondern nur das verrostete normale Messer. Mhm. Das macht minus 1 auf den Nahkampf, macht auch nur ein W6. Und bei 4, 5 und 6 würde es dann auch zerbrechen. Allerdings, ich könnte fast jede von diesen schlechten Karten wegschmeißen. Es sind Verzweiflungskarten. Genau, man nimmt, was man kriegen kann. Es sind alles unterschiedliche Arten von schlecht. Ja, ja, genau. Es sind verschiedene Stufen von schlecht. Warum werfen wir die Karten raus? Tatsächlich geht es darum, dass das Deck dann nicht mehr mit diesen Karten sozusagen vollgemüllt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir bessere Karten, mit denen wir noch eher was anfangen können, ziehen, wird dadurch natürlich größer. Deswegen macht es immer Sinn, Verzweiflungskarten rauszunehmen. Aber gleichzeitig kriegen wir jetzt auch noch bessere Karten. Und zwar von unseren Beutekarten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht sich eine passende Karte aus. Das ist dann so, bei deinem Fall zum Beispiel, sich dann zu sagen, so von wegen, okay, ich hole mir mal eine gescheite Nahkampfwaffe raus oder ich hole mir eine gescheite Fernkampfwaffe raus. Bei dir natürlich auch was Ähnliches. Bei mir wäre es eben ein guter Angriffszauber. Oder man zieht zwei Karten. Also eine Karte raussuchen oder zwei Karten ziehen. Das ist die Möglichkeit, die wir jetzt haben. Ich ziehe zwei Karten. Finde ich spannender. Ich gehe auch Risiko 1, zwei Karten. Super. Dann machen wir das in dem Fall mal alle. Ansonsten müsstet ihr auch ganz lange warten, bis wir uns alle Karten angeguckt haben. Das ist natürlich nicht ganz so spannend. Aber in dem Spiel zu Hause, was ihr dann habt, könnt ihr euch das entsprechend aussuchen. Zwei Karten ziehen, also eine Karte extra, die aber zufällig, oder entsprechend Karten raussuchen. Also, du kriegst eine Valestra. Das ist ja schon. Und ein Großschild. Na, hallo. Ja, hervorragend. Beides super. Ich zeige es mal so, damit ein die Schutzring. Menschen das sehen können. Genau. Okay. Das ist ein Schutzring. Eine Balestra mit Diskus. Angriff minus 2 und 2W6 plus 2 Schaden. Hervorragend. Und der Schild, der mir Rüstungsschutz 3 gibt. Und ich darf den Schadenswurf des Angriffs wiederholen lassen. Und das neue Ergebnis zählt. Genau, also das heißt, du hast eine tolle Rüstung und deine stärkste Fernkampfwaffe, was natürlich ideal ist. Du hast tatsächlich einen guten Fernkampf reinbekommen, ja. Also relativ günstig. Es zwar, trifft nicht so gut, aber macht mit 1-6 plus 2 ordentlich Schaden im Vergleich zu dem, was wir aktuell haben. Und der Schutzring ist natürlich auch immer eine schöne Sache. Das ist eine der Belohnungskarten, die drin ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, was ich noch bekomme. Ich bekomme eine leichte Armbrust und eine leichte Armbrust. Du Gewinner! Die eine leichte Armbrust ist eigentlich deine, aber ich bin nicht so, ich nehme die trotzdem. Okay. Leichte Armbrüste, damit kann ich eine Menge anfangen. Ich bedanke mich. Das ist ein Gewinner! Das ist super. Leichte Armbrüste sind toll. Auch ein schöner Regelmechanismus, werden wir bestimmt gleich noch zu kommen. Gut. Wir haben noch das nach dem Kampf. Genau. Was hier drin steht. Ich werfe mich in meine Vorlesestimme. Gib alles. Nach dem Sieg. Die Echsenmenschen kämpfen in einem inbrünstigen, fast schon religiösen Eifer und versuchen euch in die Tiefe zu stoßen. Aber ihr könnt ihnen widerstehen und stattdessen einige von ihnen kreischend abstürzen lassen. Am Ende kehrt Ruhe ein.
Alle eure Gegner sind entweder tot, geflohen oder in den Abgrund gestürzt. Aus denen immer noch das Plätschern zu euch heraufschallt. Das ist definitiv nicht der Weg in die Freiheit. Also lasst ihr diese tödliche Umgebung so schnell ihr könnt hinter euch und folgt dem weiteren Verlauf des Gangs. Jetzt würden eigentlich die Regel für Kampfende gemacht. Atempause, das haben wir alles gemacht. Lest weiter auf Seite 14. Interludium, Begegnung mit Packatrack. Ihr lasst den stillen Bereich der unterirdischen Anlage hinter euch und betretet nun einen Bereich, in dem ein geschäftiges Treiben herrscht. Jedenfalls hört ihr aus verschiedenen Richtungen Geräusche, die so klingen, als würde hier jemand Bergbau betreiben. Vorsichtig setzt ihr euren Weg fort und als ihr um die Ecke biegt, seht ihr unvermittelt einen kleinen Goblin. Das Wesen erstarrt, als es euch anblickt und dicke Schweißperlen rinnen an seinem Gesicht herab. Als der Goblin realisiert, dass ihr ihn nicht auf der Stelle töten wollt, entspannt er sich ein wenig und begrüßt euch mit einem schiefen Grinsen. Hallo, mein Name ist Packatack und ich rate euch, hier nicht weiterzugehen. Ihr stellt ihn zur Rede und er erklärt euch, dass seine Aufgabe hier unten darin besteht, die Fallen des Bergwerks funktionstüchtig zu halten. Und eine solche Falle befindet sich in eben jenem Gang, den ihr gerade betreten wollt. Jeder Held führt eine Wissensprobe durch. Da bin ich ja mal super drin. Ui, hier komm, ich gebe dir mal einen Würfel. Nö. Ich habe 8. Und würfelst 9, ich habe 8 und würfel 1. Ja, sehr kritischer Erfolg. Kritischer Erfolg. Du erkennst, dass der Goblin die Wahrheit sagt und kannst deine Kameraden zurückrufen. Gerade noch rechtzeitig, bevor sie die Falle auslösen. Alle Helden, die einen Misserfolg würfeln, dürfen diesen stattdessen als Erfolg werten. Bitteschön. Gut gemacht jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt wissen wir wenigstens, was wir den Söldner dabei haben. Alles klar. Helden, die einen kritischen Misserfolg gewürfelt haben, tappen trotzdem in die Falle. Haben wir nicht. Nee. Nachdem nun feststeht, dass Packatrack die Wahrheit gesagt hat, fragt er ihn nach einem alternativen Weg. Er führt euch ein paar Meter in dem Gang zurück, den ihr gekommen seid, und zeigt euch eine Geheimtür, durch die man die Falle umgehen kann. Dann denkt er kurz nach, bevor er sagt, ich werde hier unten mies behandelt von einfach allen. Nur weil ich kleiner bin als sie, glauben sie, sie könnten mir die ganze Drecksarbeit zuschustern und etwas ordentliches zu essen geben sie mir auch nicht. Das Ganze ist eine fürchterliche Gemeinheit. Sein heiseres Fistelstimmchen nimmt mit jedem Satz an der Rüstung zu und ihr müsst schmunzeln. Ich sag euch jetzt was, führt Packatrack fort. Ich kenne hier viele Fallen und Geheimgänge. Ich bringe euch hier raus, wenn ihr mir versprecht, mich anschließend laufen zu lassen. Ihr überlegt eine Weile. Goblins sind nicht sehr vertrauenswürdig gewesen, aber Packatrach hat euch ehrlich vor der Falle gewarnt. Und wenn ihr ihn später laufen lasst, wird das der Welt keinen wirklich großen Schaden zufügen. Ein Goblin mehr oder weniger macht den Braten nicht fett. Also will ich dir ein... Und Packatrack macht einen Luftsprung vor Freude. Ich lasse es an der Stelle. Danach geht es tiefer in den Berg hinein, dem Ausgang entgegen. Es geht weiter mit der zweiten Dungeon-Erkundung, wie ab Seite 5 beschrieben. Es kommen hierbei die Dungeon-Karten der zweiten Stufe zum Einsatz. Außerdem begegnet ihr versklavten Zwergen und Höhlenschraten, die ihr als Freunde gewinnen oder euch zum Freund machen könnt. Legt deshalb die beiden Karten Versklavte Zwerge und Versklavte Höhlenschrate mit der Seite Freund oben liegend aus. Genau. So, deswegen, jetzt haben wir wieder mehrere Elemente, die hier mit reinkommen. Zum einen müssen wir wieder unser Deck bauen, also das Dungeon Deck der Stufe 2. Dafür werden die erstmal wieder die Alarmkarten entsprechend zusammengepackt. Das heißt, die Echsen sind da entsprechend auch noch mit dabei. Oh nö. Aber, weil du weißt ja nie, was kommt, wir haben jetzt eine, zack. Ich weiß nicht, was es ist. Dann kommen... Wenn das wieder Echsen sind, ja. Die werden diesmal nicht so leicht sein. Das kann ich dir versprechen. Nicht so leicht. Dankeschön. So, dann kommen hier erstmal wieder 1, 2, 3, 4, 4 Stufe 2 Karten drauf.
Und da nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist unser Stapel. Wir haben noch Werkzeuge und Fackeln. Genau. Die haben wir und das ist auch gut so. Und ein Schlüssel. Und ein Schlüssel. Wir haben alles, was wir brauchen, also besser könnte man nicht ausgestattet sein. Hervorragend. So, und jetzt kommen wir hier zu den Karten. Also das sind, eigentlich ist das immer eine Karte, aber die sind wie gesagt noch unsere Proxys. Und zwar gibt es die immer in zwei verschiedenen Versionen. Wir können dort unten jetzt Freunde und Feinde finden. Nämlich zum einen die Höhlenschrate und zum anderen die Zwerge. Je nachdem, was wir tun, was wir schaffen und auch teilweise, wie wir uns entscheiden, wird diese Karte dann entweder jeweils auf die Freundseite oder auf die Feindseite gedreht. Wenn wir Freunde haben, dann helfen die uns im nächsten anstehenden Kampf. Wenn wir Feinde haben, dann bekämpfen die uns im nächsten anstehenden Kampf. Also, das ist auch ein schicker neuer Effekt, der macht echt auch viel Laune. Und das ist effektiv die Grundidee. Wir haben halt diese Wendekarte. Und wenn wir zum Beispiel hier Feindmarker drauf haben, es wird ein Freundschaftsmarker drauf liegen, dann werden erstmal die Feindmarker runtergenommen, solange bis die Karte dann vielleicht geflippt wird. Alles klar? Gut. Okay, aber uns wurde ja gesagt, mit der Freund seid Freund. Genau, aber noch ohne alles, solange nichts drauf liegt, hat das noch keine Wirkung. Aber momentan sind die uns zumindest positiv neutral gestimmt. Hervorragend. Gut. Alles klar? Auf geht's. Geht's okay. Los? Der Startspieler? Alex wieder, oder? Genau, Startspieler ist... Alex war der letzte Startspieler. Damit bleibt er auch Startspieler. Die erste Killerkarte. Morsche Stützbalken. Das ist eine Herausforderung. Das heißt, der müssen wir uns stellen. Hier müsst ihr euch vorsichtig voranarbeiten, sonst könnte euer Abenteuer ein vorzeitiges und unrühmliches Ende finden. Jeder Held führt eine Handwerkprobe durch. Handwerk. So, jetzt haben wir natürlich jetzt haben wir das Problem, entweder mit Licht müssen wir uns entscheiden, ob wir Licht einsetzen wollen oder nicht. Und wenn wir kein Handwerk einsetzen, kriegen wir -5 auf den Wurf. Wenn wir einen Misserfolg würfeln, verlieren wir 2 Punkte. Wenn wir einen kritischen Misserfolg würfeln, verlieren wir 1W6. Da kann man es tatsächlich überlegen, ob man die Fackel überhaupt einsetzt. Also ich sag mal, ich habe 8. Insofern... Ich habe Handwerk 8, also Werkzeuge sollten wir einsetzen. Ja, Werkzeug auf jeden Fall. Aber eine Fackel können wir uns in dem Fall schenken, oder? Würde ich auch sagen, oder? Also ein Werkzeug. Okay. Dann hoffen wir das Beste, liebe Leser. Können wir noch ein Werkzeug? Ich habe es geschafft. Können wir noch ein Werkzeug? Hätten wir machen können, aber wir zwei haben schon gewürfelt. Mich fragt ja wieder keiner. Richtig, ja. Das war auch egal. Ach, halt die Klappe. Gut, ihr beide müsst also 1W6 würfeln vorher entscheiden. Ich kann nichts dafür, wenn du so gut würfelst. So ist das halt. So ist das halt. Erfolg. Du arbeitest dich sicher durch den Gefahrenbereich. Kritischer Misserfolg. Ein Stützbike zersplittert und du verlierst 1W6. Ja, habe ich. Danke. Gerne. So. Die Flöte der Tierbesänftigung. Das ist ein Schatz. Ein zufälliger Held bekommt diese Karte bis zum Ende des Abenteuers als Heldentitelkarte. Heldentitel kennt ihr vielleicht auch aus schon vorangegangenen Erweiterungen. Das heißt, die bleiben liegen, werden nicht ins Deck gemischt und haben dann einen bleibenden Effekt. Alle Wildnislebenproben dieses Helden sind um 3 Punkten erleichtert. Alle Wildnislebenproben aller anderen Helden sind um 1 Punkt erleichtert. Das heißt, wir machen 1 bis... Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Oh, eine Flöte. Sehr schön. Läuft für dich. Läuft. Arsenal. Entscheidung. Hier bewacht eine Gruppe schläfriger Echsenmenschen die Tür zu einem Raum voller Werkzeuge. Du kannst dich leise am Türschloss zu schaffen machen oder einen magischen Schlüssel benutzen, falls vorhanden. Das ist eine Entscheidung. Das müssen wir nicht machen. Ein Held führt eine Heimlichkeitprobe durch oder stattdessen den Schlüssel ausgeben. Beim Erfolg kriegen wir 2 Werkzeug und 2 Fackeln. Ich würde es mir aufbewahren, wir haben so viel Werkzeuge und Fackeln gerade. Gucken wir mal, ob wir es überhaupt brauchen. Ja, wir müssen ja nicht sofort entscheiden. Genau, lesen wir es mal nebendran. Fallgrube, das ist eine Falle. Da können wir nichts machen, das passiert einfach. Dieses Gangende wurde von den Goblins mit einer gut versteckten Fallgrube gesichert. Die Fallgrube ist so geschickt in die Umgebung eingepasst, dass ihr keine Chance habt, sie zu bemerken, bevor sie unter euch wegklappt und euch in die Tiefe stürzen lässt. Zum Glück waren die Goblins nicht so blutrünstig, den Boden der Grube mit angespitzten Holzpfählen zu spicken. Das ist aber dennoch erleidet ihr durch den Sturz Schürfwunden. Wollt uns Packertrack nicht vor sowas warnen? Das war der Gedanke, den ich... Können wir den nicht einfach reinschubsen? Nee, gerade nicht. Ich verliere mal 4. Ihr müsst auch würfeln. 3. Auch 4. Naja. Gut. Nicht schön.
Eingestürzter Lagerraum. Entscheidung. Dieser Lagerraum wurde unter einem Haufen Geröll begraben. Jeder Held, wenn wir reingehen und uns da durchgraben, verliert 1W6 durch Erschöpfung. Jeder Held führt eine Sinnesschärfeprobe durch, für die wir aber auch Werkzeug brauchen. Bei Erfolg ziehen wir Beutekarten. Beute. Beute für Leben. Muss das, wenn wir uns entscheiden, dann jeder machen? Oder kann auch einer sagen, er macht es nicht? Alle oder keiner? Okay, ich könnte es mir auch vorstellen. Gut, also da bin ich aber... Fackel. Fackel, da verliert, wenn du bei einem kritischen Misserfolg verlierst du nochmal zusätzlich 2 Lebenspunkte. Das ist jetzt nicht so tragisch. Das ist egal, dann brauchen wir aber Werkzeug. Aber Werkzeug brauchen wir in jedem Fall. Ja, es ist eine sinnesschärfe Probe. Sinnesschärfe habe ich 10. Wie viel Werkzeug wollen wir einsetzen? Wollen wir da mal 2 einsetzen? Um das gibt uns welchen Bonus? Dann kriegen wir plus 2. Ja, machen wir. Ja. Geben wir mal 2 aus. Gut, dann fangen wir an, Alex. Du bist Startspieler. Das reicht. Geschafft. 3. Das heißt, du darfst dir eine Beutekarte ziehen. Ich habe es auch geschafft. Kann ich sie gleich aufdecken? Und ja. Okay. Wir können uns dann noch entscheiden. Ich habe es auch geschafft. Sehr gut. Oho. Der Oberfänger. Die Ogerschelle. Das ist die stärkste Nahkampfwaffe, die der Söldner in seinem Deck hat. Das ist die kleinere Version, wie wir alle wissen, von der Ochsenherde. Und die hat auch echt richtig Rums. Also du hast jetzt 2 richtig fette Waffen. Ich habe spontan noch relativ wenig Lust, die zu tauschen. Ja, das glaube ich. Wir zwei können uns das überlegen, aber das ist eine Nahkampfwaffe, die will ich eigentlich gar nicht. Weil ich habe deinen treuen Begleiter, ich habe deinen Hund. Der Hund stammt nämlich eigentlich aus dem Deck von der Buskur und der hat einen sehr spannenden Effekt und ich finde das auch schön umgesetzt. Also, schau dir die obersten 3 Karten deines Zugstapels an, nimm eine davon auf die Hand und misch die anderen beiden zusammen mit dieser Karte wieder in den Zugstapel. Der kostet nichts, das heißt, du kannst, der läuft sozusagen los und holt dir Sachen. Das ist schon eine nette Sache. Das ist eine schöne Idee. Praktisches Viech. Und der Ogerfänger? Der Ogerfänger ist eine Belohnungskarte und der ist eine nette Angriffswaffe für den Nahkampf. Macht 1W6 plus 1. Und wenn ich die Karte ablegen sollte, kann ich nochmal 1W6 zusätzlich Schaden machen. Okay, alles klar. Das heißt, er macht dann nochmal... Stecken lassen sozusagen. Genau, richtig. Wie halt der Ogerfänger das so tut an der Stelle. Ich würde ihn auch behalten, wobei der Hund natürlich auch schön ist, aber... Komm. Ich schenke dir deinen Hund dazu, ich kann dir deinen Hund auch nicht wegnehmen. Ja. Also von daher. Und ich kann mit der Nahkampfwaffe nichts anfangen, von daher passt das. Was ist mit dem Grollen los? Du weißt doch, wie das ist. Man muss die Leute anfüttern. Und das nächste Mal, wenn wirklich was Interessantes kommt, dann kann einfach die Buskur gar nicht Nein sagen. Das habe ich befürchtet, dass er das sagt. Mhm. Wir haben hier noch einen Sondereffekt. Hat mindestens die Hälfte aller Helden Erfolge oder kritische Erfolge erzielt, nehmt 2 Fackeln. Yeah. Zack. Das sind die letzten, ne? Das war's. Mehr haben wir nicht mehr. Wir haben so viele Fackeln. Alarm! Das ging fix. Damit ist tatsächlich hier das Arsenal weg. Also das heißt, da können wir nicht mehr hin zurück. Und wir haben diesmal Orks. Die Orkse haben wir. Genau. Orkse. Und die haben natürlich auch ihren Alarmeffekt. Immer wenn ein Alarmereignis ausgelöst wird, wird ein weiterer Scherge vom Schergenstapel gezogen und rechts an die Gegnerreihe angelegt. Okay. Wurden bereits alle Karten vom Stapel gezogen, so wird stattdessen der Scherge mit den meisten Schaden vollständig geheilt und darf sofort seine Aktionen durchführen. Klingt ja super. Gut, das war das Level 2. Das heißt, in dem Fall haben wir es nicht mal geschafft, euch diesen schicken Mechanismus mit den Scharten zu zeigen, aber ich würde ihn gerne tatsächlich mal vorstellen. Ja, ja. Nur damit wir ihn kennenlernen. Wir haben hier einen Haufen Dinger noch drin gehabt. Das heißt, die restlichen 4 wären jetzt alle Karten gewesen, die sich damit beschäftigen. Der Schürfstollen der Zwerge zum Beispiel. Hier schuftet eine Gruppe von Zwergensklaven. Jeder Held führt eine Überzeugenprobe durch. Für jede Freundschaftsmarke auf der versklavte Höhlenschrate um 2 erleichtert. Feindschaftsmarke. Das heißt, die Zwerge verstehen sich nämlich nicht mit den Höhlenschraten. Wenn man die einen gut findet, finden die anderen einen normalerweise doof. Gibt Sinn. Ja. Genau. Und wenn du einen guten Eindruck hinterlässt, dann kriegst du Freundschaftsmarke auf die Zwerge. Und es gibt auch Karten, da ist es zum Beispiel so, da muss man sich wirklich entscheiden zwischen denen, mit wem will man sich gut stellen und sowas. Also das ist schon ein sehr, sehr schicker Mechanismus. Schade, dass wir den jetzt nicht gesehen haben. Helfen, oder? Nee, in diesem Fall nicht. In diesem Fall waren die Orks einfach schneller. Wahrscheinlich lag das wieder an dem Packertrag, denke ich mal. Aber immer noch... Wenn man schon Goblins vertraut, ne? Ist ja auch mal schön zu sehen, dass das Spiel diesbezüglich wirklich sehr variantenreich ist. Genau. Manchmal kommen die rein und die haben teilweise auch einen richtig schicken Effekt. Sind auch unangenehme Gegner. Und in dem Fall haben wir sie nicht. Gut. Gut.
Ungarn Krummsäbels Plan. Im Lauf eurer Flucht begegnet ihr einigen Zwergen und Höhlenschraten, die als Bergwerkssklaven ihr tristes Dasein fristen. Einige von ihnen sind bereit, sich euch anzuschließen, während andere eher feindselig auf euch reagieren. Wir sind dezent dran vorbeigelaufen. Genau. Nach einer Weile könnt ihr die bruchstückhaften Informationen zusammensetzen und euch einen Reim auf die Geschehnisse machen. Ihr befindet euch in einem geheimen Silberbergwerk, das von Graf Grotho Greifax und seiner Söldnerschar genutzt wird, um Falschgeld herzustellen, um damit ihre Kriegspläne zu finanzieren. Ihr müsst dringend einen Ausweg aus diesem unterirdischen Labyrinth finden, um den heimtückischen Grafen bloßzustellen und seine Sklaven zu befreien. Eine große Hilfe stellt hierbei der Goblin Packertrag dar, ist das so, der euch schon an einigen Fallen vorbeigelotst hat, ist das so, und nun entlang eines geheimen Korridors Richtung Ausgang führt. Jeder Held führt eine Willenskraftprobe durch. Okay. 10. Geschafft. Nö. Bei Misserfolg passiert ja gar nichts. Gibt nur Das ist doch da. Misserfolg. Du hast dich zu sehr in Sicherheit wiegen lassen und bezahlst für deine Unaufmerksamkeit mit ein paar blauen Flecken, als sich ein Teil der Decke löst und auf dich herabfällt. Du verlierst 2 Lebenspunkte. Hatte ich denn eben schon so Schaden bekommen? Ach ja. Ja, ja, du hast ja schon deutlich Schaden bekommen, so ist es nicht. Ja, ja. Au. Du bist jetzt bei 20. 20. Hey, Witzker. Bin ich jetzt schon bei 20? Da habe ich mich vertan. Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, ich bin bei 20. Mhm. Erfolg. Fast hättest du dich von Packertrack einlullen lassen. Na. Doch als eine Bodenplatte unter dir einsinkt, erkennst du sofort, dass ihr in eine Falle getappt seid. Mit einem gewagten Sprung bringst du dich in Sicherheit, während hinter dir die halbe Decke einstürzt. Mit einem meckernden Lachen rennt Packertrack vor euch davon und ihr setzt ihm nach, bis ihr in einen Raum mit Bergwerkzeug gelangt. Hier werdet ihr bereits von einer großen Bande aus Orks erwartet, hinter denen der Goblin Schutz sucht. Vergesst nicht, was Ogern Krummsäbel gesagt hat. Der Goblin muss überleben! Und während die Schwarzpelzer auf euch einschlagen, stellen sie sich schützend zwischen euch und den Goblin. Das ist nicht nur ärgerlich, weil ihr gerne euer Mütchen an diesem Verräter kühlen würdet, sondern auch deshalb, weil er euch in der Zwischenzeit um eure wertvollsten Ausrüstungsstücke erleichtert hat. Sucht aus dem Wirtshaus zum Schwarzen Keiler Abenteuerkarten. Mhm. Die Karte Zeitskala mit dem gewünschten Schwierigkeitsgrad. Heldenaktion Packertrack angreifen 2. Packertrack angreifen 2 haben wir. Und Packertrack heraus. Ah, Packertrack. Und legt sie offen auf den Spieltisch. Legt die Alarmkarte Orks neben die Zeitskala. Haben wir. Anführer ist Packertrack. Mhm. Schergen. Bilde einen Stapel aus Schergenkarten eurer Wahl. Alle Schergen müssen das Schlagwort Ork aufweisen und dürfen nicht mehr als 4 Gefahrenpunkte wert sein. Ja. Verbündete haben wir keine. Gefahrenwert mal 5, 15. Also 15. Falls die Karten versklavte Feind haben wir nicht. Oder Umgebungskarte fliehende Orks haben wir auch nicht. Bei Niederlage lesen wir jetzt nicht mit. Ihr seid erfolgreich, sobald ihr Packertrack ausgeschaltet habt. Okay, gut. Also wir benutzen jetzt hierfür tatsächlich wieder die Orks aus dem Set, also keine von den anderen Orks, die man normalerweise eigentlich gut mit reinmischen kann. Das passt ganz gut. Und wir dürfen jetzt mal aufdecken. Wir haben einen orkischen Menschenfänger für 4, einen orkischen Fallensteller für 4, das sind 8, noch einen Menschenfänger, das sind 12, und einen Orktrommler, das sind 15. Das war's. Mehr haben wir nicht. So, wichtige Informationen. Packertrack ist unser Goblin-Anführer. Der hält insgesamt 15 Punkte aus. Das ist eine Menge. Packertrack ist immun gegen alle Spieleffekte außer Angriffen durch Helden.
Also das heißt, wir könnten ihn nicht mit Lebenspunktverlust oder sowas direkt treffen. Also ein schadiges Wurfbeil zum Beispiel würde nicht helfen. Wenn ihm eine Ausweichenprobe gelingt, er hat Ausweichen 8, wird der Angriff des wird der Schaden des Angriffs auf 1 reduziert. Auf 1? Mhm. So, und er macht natürlich auch böse Aktionen. Der orkische Menschenfänger hat keine besonderen Sachen, aber der orkische Fallensteller hat was, eine Fallgrube. Wenn diese Karte ins Spiel kommt, lege eine Verderbensmarke auf die Karte. Wenn dem orkischen Jäger eine Ausweichenprobe gelingt, der hat Ausweichen 5, verliert der Angreifer 2 bis 6 Lebenspunkte und die Fallgrube ist verbraucht. Der ist ordentlich. Der Ork-Drommler hat auch einen Spezialeffekt. Alle Gegner mit dem Schlagwort Ork senken ihre Aktionswürfe um 1. Das heißt, die 4 greifen auch noch besser an. Das heißt, wir sollten den zuerst loswerden. So. Definitiv. Heldenaktion. Packertrack angreifen. Packertrack führt in diesem Kampf keine Aktionen durch. Daran seht ihr auch wieder, das hängt hier schwer davon ab. Die Karte Packertrack kommt in verschiedenen von diesen Kämpfen zum Einsatz. Aber in dem Fall führt er keine Aktion durch, sondern hat einen anderen Effekt. Solange mindestens ein Scherge anwesend ist. Nur mit Hilfe der hier beschriebenen Solange noch ein Scherge anwesend ist, kann er nur mit Hilfe der hier beschriebenen Heldenaktion angegriffen werden. Das heißt, wir können ihn gar nicht direkt angreifen, solange die noch da sind. Jeder Held, maximal einmal pro Runde, kostet einen Punkt Heimlichkeitsprobe. Erschwert um die aktuelle Anzahl Schergen. Das heißt, je mehr davon noch da sind, desto schwieriger ist es für uns, an den Rand zu kommen. Erfolg, führe einen Angriff gegen Packertrack durch. Nur so kommen wir überhaupt an den Rand. Misserfolg, du verlierst Lebenspunkte in Höhe der Anzahl der aktuellen Anzahl Schergen. Das heißt, wenn du es hier nicht schaffst, kriegst du nochmal von denen für 4 eine verwemscht. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal versuchen, von denen ein paar wegzuprügeln. Aber vor allen Dingen erst den. Hat er uns nicht bestohlen? Müssen wir nicht noch erst. Versteht Karten er nicht, was er tut? Er hat euch um die wertvollsten Ausrüstung. Da steht aber nichts. Okay. Gut. Nö. Ne. Alles klar. Gut. Dann geht's weiter. Zack, zack, zack. Zack. Genau. Alles gut. Okay, dann 15 Karten. Genau, 5 Karten. Alex ist Startspieler. Wir hätten jetzt mal, wie ihr gefragt habt, so hin, dass ihr sie auch sehen könnt. Huiuiuiui. Ich glaube, ich brauche zumindest für den Anfang keine Schaufel. Die werde ich auf jeden Fall mal wieder reinmischen. Ich will keine von denen weglegen. Dann musst du es auch nicht. Also die behalte ich. Ich kann ja gleich noch 2 ziehen. Genau. Und dann, genau. So. Das heißt, das ist meine Starthand. Um es auch hier einmal zu zeigen. So. Das ist auch eigentlich alles ganz schön cool. Und ich habe den Bratspieß wieder. Du hast den Bratspieß, mein Freund. Du hast den Bratspieß. Besser wird es nicht mehr. Gut. Alles klar. Gut. Dann dürfen wir alle noch 2 Karten ziehen. Habe ich schon erledigt. Hast du schon, sehr gut. Okay. Noch 2, die sehr super sind. Ich habe die Balestra gezogen. Hui. Das ist gut, Hui. Dass ich die schon auf der Hand habe. Ja, ich habe nur Verzweiflungskarten gezogen und ich bin auch mittelschwer verzweifelt. Ich will mich diesmal gar nicht so beschweren. Die das, was ich weg. Mache, ist... Ich rüste mich mit dem Diskus aus. Oh, für nur einen Punkt. Den hatte ich schon mal. Respekt, ja. Und dann benutze ich das Diskus auch. So schwer das ist, ich trenne mich von dem Radspieß. Das ist hart. Harte Entscheidung. Aber sie muss getroffen werden. Ich würde den Fallensteller zu angreifen. Okay. Okay. Gib ihm. Das ist vorbei. So, damit war's das. Das war diese Runde. Genau. So, ich habe jetzt hier nicht so allzu viele Möglichkeiten, aber es ist natürlich immer sinnvoll, einen Fulminictus Donnerkeil zu spielen. Schließlich das bin ich ein Magier. Damit geht hier doch mal was. Und dann greife ich auch direkt nochmal mit diesem Fulminictus an. Und zwar greifen wir damit doch mal diesen Ork-Trommler ja, an. Ja, der muss mal weg. Der ist wichtig, der muss als erstes weg, denke ich. Ich gebe einen Punkt aus. Das ist auch eine Karte, die ist, der Fulminictus ist eine Karte, die ist auch geändert worden. Da konnte man vorher auch 0 ausgeben beim Angriff.
Das hat sich allerdings als wirklich schwierig herausgestellt, weil man immer einen freien Angriff nochmal zusätzlich bekommen hat und das war vom Balancing her nicht gut. Deswegen ist es jetzt so, die Karte ist geändert worden auf 1 bis 6. Das heißt, man muss auch immer mindestens einen Punkt ausgeben, wenn man den Angriff durchführen will. Und das ist mal definitiv nicht getroffen. Ja, da kriegt man einen Schicksalsmark. Okay, ich kann keine Sprachen. Ich habe zwar tolle Karten, aber das sind auch alles teure Karten. Also werfe ich mein Messer auf den Tromber, natürlich. Und treffe. Sehr gut, da kann ich ausweichen. Dann mache ich mal 6. Bitteschön. Dankeschön. 6. Und mache 6 Punkte Schaden. Direkt 5 Punkte durch. Respekt! Mehr geht nicht. Sehr gut. Oh, wir haben die Zeitmarken. Jetzt. Oder kann ich noch irgend so eine. Nee, ich kann nicht sowas wie im Dunkeln kämpfen. So eine Aktion kann ich diese Runde nicht, ne? Nein. Du hättest versuchen können, dich noch vorbeizuschleichen. Erst das ist momentan echt gefährlich. Packertrag agiert ja nicht, solange mindestens ein Scherger im Spiel ist, denn das haben wir. Dann würfel mal, du bist Startspieler, Alex. Der orkische Menschenfänger, was macht er? Ja, genau, nimm den anderen Würfel. Netz. Ein zufälliger Held, der noch nicht Opfer eines Netzes geworden ist, muss eine Ausweichenprobe ablegen. Misslingt sie, so sinkt sein Ausweichenwert bis zum Ende der laufenden Runde auf 0. Okay. Das würde ich jetzt auch sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde die ganze Zeit gleich. Er wird auf deinen Ausweichenwert gelegt, um anzuzeigen, dass der momentan nicht existiert. Netz. Genau. So, der nächste. Du bist in deinem Netz gefangen. Der orkische Fallensteller. 9. Angriff. Ein zufälliger Held erhält 1 bis 6 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nur, ne? Natürlich. Alex, du kannst nicht ausweichen. Direkt 1 bis 6 plus 1 Schaden. Das machen die geschickt, die Orks. Dann dürfen wir. Ja. 2 Punkte. Na komm. Dafür habe ich es jetzt, also... Hast du voll wieder rausgeholt. Das stimmt. So, dann der nächste. Der nächste orkische Menschenfänger. 20. Flucht. Entferne diese Karte aus dem Spiel, wenn alle Anführer bereits besiegt sind. Ansonsten geschieht nichts. Wir haben noch einen Anführer. Und der Ork-Trommler. Ach, Moment. Sogar minus 1. Das ist 19. Ist immer noch selber. Ja. Durch den Ork-Trommler. Die hatten alle ihre Maximum. 1. Toll. Magieangriff. Der Held mit den meisten Schicksalspunkten. Zufällig, weil wir alle 2 haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bin ich. Darfst du versuchen auszuweichen? Erhält 1 wie 6 plus 1 Schaden. Ich bin ausgewichen. Sehr gut. Dann sind das effektiv 1 Punkt. Alles klar. Kriegt er noch eine Aktion. Und der kriegt noch eine Aktion. Schön. Genau. Nochmal. 8. Das macht er nochmal. Nochmal einen zufälligen Helden bestimmen. Der trommelt uns gerade mal so richtig auf. Ja, du kannst nicht ausweichen. Dann sind das 5 Punkte Schaden. Langsam wird es unangenehm, oder? Ich sag mal, das ist nicht so schön wie gegen die Ex-Menschen. Die waren irgendwie netter zu mir. Das war irgendwie schöner. Ja. Ex-Menschen sind netter als Orks, ja. Sehr gut. Zack, okay. Ein Marker runter, die Runde passiert noch nichts. Startspieler wechselt. Ich bin dran. Alle Karten wieder bereit machen. Und Karten ziehen. So, bei dem, was ich gezogen habe, ist es jetzt natürlich nicht so richtig hilfreich. Die 2 habe ich gezogen. Aber den Holzknüppel brauche ich definitiv nicht. Und der kommt weg. Beide weg. Zack. Und ich werde auch den Steinhammer nicht spielen, deswegen kommt der auch weg. Also habe ich 4 Punkte Ausdauer. So, jetzt habe ich natürlich hier eine Menge interessanter Sachen, die ich ausspielen könnte. Ich würde in dieser Runde aber dann tatsächlich mal die leichte Armbrust ausspielen, nur um euch zu zeigen, wie das funktioniert mit der Armbrust. Zack, eine leichte Armbrust. Was macht so eine Armbrust? Eine Armbrust ist erstmal eine sehr gute Fernkampfwaffe. Das heißt, für einen Punkt angreifen, Fernkampfangriff mit 1W6 plus 6 Schaden, was natürlich echt ordentlich ist. Aber wenn ich mit dieser Karte angegriffen habe, darf ich sie in meinem nächsten Zug nicht bereit machen, weil eine Armbrust hat eine Ladezeit. Das heißt... Es dauert immer einen Moment. Gut, aber ich habe ja noch eine Aktion. Einen Punkt habe ich noch und den setze ich auch direkt ein, um mit der leichten Armbrust den Ork-Trommler abzuschießen. Ah! Sehr schön. Darf ich noch eine Karte ziehen? Sehr schön. Ich habe eine wundervolle Steinhammer gezogen. Ja, herrlich.
Aber dann mache ich trotzdem wieder 6 plus 6 Schaden. Das sind 8 Punkte. Minus 1 gehen 7 Punkte durch. Das ist eine ordentliche Fälle. Das hat sich doch mal gelohnt, würde ich sagen. Klatsch. So, und jetzt habe ich ja noch die Möglichkeit, mit meinen Schicksalspunkten zu agieren. Und das würde ich auf jeden Fall auch tun. Ich gebe den einen Schicksalspunkt aus, setze den Fulminictus Donnerkeil noch ein und versuche nochmal einen Fulminictus auf den Trommler zu wirken. Treffer. Das ist dann 1W6 plus 1 Schaden. Das sind 6 Punkte. Das reicht. Durch und klang! Hervorragend. So muss das sein. Dann ist der Ork-Trommler nämlich weg und ich kriege auch einen Schicksalspunkt. Wo sind die ganzen Schicksalspunkte hin? Die liegen bei uns. Und damit bin ich fertig für die Runde. Alles klar. Ich gebe 3 aus und mache einen Rundumschlag. Was ganz hervorragend ist. Das ist eine tolle Karte. Leg die doch mal rein. Weil die ich lege die rein, um die allen zu zeigen. Das heißt, ich benenne einen Gegner, der im nächsten Zug keine Ausdauerkarte spielen kann. Haha, aber es ist ja der Abenteuermodus. Das war Verwirrungstaktik. Ich wollte nur die andere. Du hast die Orks verwirrt. Ich wollte das andere auch vorstellen. Im Abenteuer ist es so, dass ich einen Gegner auswählen kann, der automatisch 4 Punkte Schaden kann. Bekommt und seine beiden Nachbarn jeweils 2. Da fällt mir die Wahl leicht. Ich nehme das mal vorweg. Ja. Weil gegen ihn würde es nichts bringen, weil er wäre immun. Der kriegt ja nur durch normale Angriffe. Genau. Ja, das war aber schon sehr ordentlich. Das hat sich mal gelohnt. Zack, 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 zack. Klöng, schöner Rundumschlag. Und ich werfe meinen Wurf durch. Aha, auf? Ette. Ihn. Und treffe nicht. Jetzt kannst du dir eine Schicksalsmarke nehmen. Oder auch von uns. Wenn du willst, kannst du dir auch eine von uns nehmen. Nein. Nein. Gut. Alles klar. Sehr schön. Alex. Gut. Ich datte mich erst einmal mit Selbstbeherrschung aus. Immer gut. Ja. Ich habe zwar noch nicht so wirklich eine Nahkampfwaffe, aber das ist trotzdem erstmal okay. Mhm. Und dann greife ich mit meinem Diskus den Fallensteller an. Mhm. Schicksalspunkt kannst du einsetzen, um den Wurf zu wiederholen. Eine verdammt gute Idee. Mhm. Ist immer noch vorbei, aber zumindest keine Karte verloren. Okay, das war's. Deine Marke ist übrigens runter, also das heißt, diese Runde kannst du wieder ausweichen. Das war ja nur für die letzte. Gut, und damit sind aber tatsächlich auch schon die Orks dran. Der Menschenfänger. Eine 11. Angriff, der Held mit dem niedrigsten Ausweichenwert. 6. 7. Ah. Du darfst mal versuchen auszuweichen. Das ist toll, dass der Held mit dem niedrigsten Ausweichenwert versuchen darf auszuweichen. Und es nicht schafft natürlich. Er leidet 1W6 plus 2. Boah, langsam wird's. Das sind 3. Gott sei Dank. Geht ja noch. Geht doch noch. Sehr schön. Der orkische Fallensteller. Ein zufälliger Held. Magst du das mal bestimmen wieder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das bin ich. Nochmal. Nicht ausgewichen. Er leidet 1W6 plus 1. 2. Das ist nett von dir. Das mache ich gerade ganz gut. Und dann macht er dasselbe aber nochmal, weil ich eine 1 gewürfelt hatte. Eine 12. Ein zufälliger Held. Das bin ich. Mhm. Das versuchen auszuweichen. Nein. Sind 3 Punkte nochmal. Alter. Und dann nochmal der orkische Menschenfänger. Eine 17. Nichts. Er brüllt einen Orkfluch. Gagel, gagel. Gagel, gagel. Sehr schön. Gut. Jetzt kommt eine Marke runter. Und ein Alarmereignis wird ausgelöst. Bei den Orks bedeutet das? Es kommt ein Schäler. Glück. Ein orkischer Räuber. Was kann der? Hat keine besonderen Fähigkeiten, aber er kann für durchaus Werte zuknüppeln. Gut. Allein seine Anwesenheit ist schlecht. Ja, das sowieso. Ja, wir sind bisher noch nicht einmal zu ihm durchgedrungen hier, ne? Ja. Ich bin schlecht. Wir gewinnen das nicht, wenn wir den nicht platt machen. Also so, irgendwie müssen wir jetzt hier mal langsam aufräumen. Also alles wieder erholen, 2 Karten ziehen und genau, ich habe die 2 Karten neu gezogen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall das Nudelholz ablegen. Ich brauche keine Nudelhölzer. Ich habe die beiden. Und den Stein. Ich habe aber schon andere Dinge in der Hand, die ich machen möchte. Deswegen kommt der auf jeden Fall weg. Mach ich neu.
was weg. Und ich gebe nur eine Ausdauerkarte. Okay, ja, so kann man ja durchaus mal machen. So. Jetzt zeig uns mal, was geht. Ja. 5. Mhm. Balestrina Time! Oh, die Balestra. Ja, Balestra, nicht Balestrina. Ist nicht die kleine, du hast direkt die große mitgebracht. Ja. Sehr gut. Size does matter. Gut. Und den einen Punkt, den ich ja noch habe, nutze ich dann nochmal gleich, um damit anzugreifen. Genau. Zeig doch die Balestra mal ganz kurz. Genau. Ich hatte sie vorhin schon mal gezeigt, aber ich zeige sie nochmal. Hat Angriff minus 2, macht aber 2 wie 6 plus 2 Schaden. Ja. Schicksalsteilchen. Auf wen schießt du denn? Wir bleiben bei dem Angeschossenen. Okay. Der muss mal weg da. Und ich treffe nicht. Ja, Treffer. Ich treffe. So, der darf versuchen auszuweichen. Das schafft er nicht. Das sieht gut aus. 11 sind 13. Minus 1 Rüstung sind 12. 12 Leben hat er. Er hatte nur noch 4. Zank! Damit kriegst du auch einen Schicksalspunkt wieder. Der hat ihn nicht ausgegeben. Genau. Danke, mein Freund. Und tschüss. Das hat sich doch gelohnt. Zack, der ist weg. Sehr, sehr gut. Das war's? Ja, mehr kann ich. Ach, das war doch sehr effektiv. Okay. Waffe gezogen. Meinen treuen Begleiter. Oh, wie süß. Okay, drei Karten. Ich mal die ersten obersten drei Karten und werde mir eine aussuchen. Mhm. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Was haben wir denn? Wir haben den gezielten Angriff, spielbar nach dem Schadenswurf beim Nahangriff des Helden. Mhm. Dann wird der Schaden um 4 erhöht. Mhm. Oh. Dann haben wir noch Anatomie. Da geht der Fernkampf um 3 hoch. Und provozieren im Abenteuermodus verursacht ein Gegner durch einen Angriff Schaden, reduziert sich die Summe 1. Alles nicht schlecht. Ja. Ich entscheide mich trotzdem mal für den gezielten Angriff. Der ist tatsächlich. So, die werden wieder alle reingemischt. Genau, die werden wieder reingemischt. Dein treuer Begleiter hat dir gezeigt, wo es bei den Orks wehtut. Genau. Und er hat. Springt direkt wieder in die Tasche, um weitere Ausrüstungsgegenstände zu suchen. Genau, um mehr zu suchen. Sehr schön. So, dann nehme ich 3 Ausdauerkarten und rüste mich jetzt auch mit dem Ogerfänger aus. Oh ja. Hervorragend. So, dann habe ich noch 2 und die benutze ich für Angriffe. Ich kann diese auch 2 Angriffe mit 2 verschiedenen Kategorien ausführen. Gut. Ich glaube, es könnte sinnvoll sein, den Schwächsten schnell auszuschalten, damit wir den Goblin bei dir. Damit wir an den Goblin rankommen, ja. Hauptsache weg. Irgendeinen der Menschenfänger. Nehmen wir den ersten Menschenfänger. Genau, ja? Machen wir doch. Fangen wir mal mit dem Oberfänger an. Alles klar. Ja. Treffer. Jawohl. Ausweichen kann er nicht, also ist ein W6 plus 1 Schaden. Oh, das 7 sind Punkte. 7. Könntest du jetzt, wenn du den Johannes, wenn du ihn drin lässt. Ich kann die Karte wegwerfen und dann krieg ich noch, kann er noch 1 W6 Schaden machen. Mhm. Soll ich es machen? 5, 6, 7, 8. Du müsstest eine 4 würfeln, um ihn direkt zu töten. 5. Nee, der Rüstungspunkt wird nicht abgezogen, den hat er schon. Stimmt. Wir riskieren es einfach. Genau, so, zack. Warum nicht? Ratsch! Raus mit dem Ogerfänger. Der Würfel war doch gut. Ey. Läuft. Kriegst du auch eine Schicksalsmarke für? Yeah. Zack. Und dann nochmal den Diskus. Den gegen den anderen. Ja, räum mal auf da. Auch Menschenfänger. Trifft. Der kann auch nicht ausweichen. Ah, das macht leider nur 3. 3 kommt 2 durch. Ach du. Schön. Sieht doch gut aus. Das war sagen, eine gute Runde. Sehr bisher. Effektiv. Sehr effektiv. Ja, achso, die durfte ich ja gar nicht bereit machen, siehst du? Die leichte Armbrust. Jetzt liegt's an dir. Jetzt liegt's an. Nein. Ich lasse mich hier nicht so unter Druck setzen. Ich spiele mir erstmal einen leuchtenden Dolch. Ich weiß nicht, wo was man den gebrauchen kann. Er macht Licht. Er macht Licht, genau. Er leuchtet blau. Der leuchtende Dolch ist eine der wenigen Verzweiflungskarten, die man Entschuldigung, hat, der war gut. Die man gut nutzen kann. Der war sehr gut. Ist keine schlechte Waffe und liegt diese Karte bei dem
bei Zeit 1 aus, so findet der dazugehörige Zeiteffekt nicht statt. Stattdessen musst du diese Karte abwerfen. Das heißt, damit kann ich tatsächlich hier einen Zeiteffekt aufhalten. Cool. Und der ist nämlich durchaus auch unangenehm. Also insofern ist der schon nett. Gut. Dann habe ich noch 3 Ausdauer übrig. Und diese 3 Ausdauer werde ich dann auch in den Fulminictus. Ich setze nur einen in den Fulminictus. Greife mit dem Fulminictus an und treffe gerade so, also den orkischen Menschenfänger, treffe und mache dann 5 und für 2 spiele ich noch den Oculus Illusionis und erhöhe den Schaden nochmal um 4. Das heißt, ich habe einen Schaden von 9 minus 1 ist 8 und das reicht auf den Punkt genau. Um den Menschenfänger auszuschalten. Das war eine hervorragende Runde. Ja, die Runde lief mal 100% ideal, würde ich sagen. Ideal. Gut, der orkische Räuber schlägt zu. 4. Der Held mit dem niedrigsten Ausweichenwert. Das bin wieder ich. Das bist du. Weicht nicht aus. Und er leitet 8 Punkte Schaden. Alter, langsam tut's weh. Macht der Goblin noch etwas, wenn nur noch einer ausliegt? Wie war das? Dafür aber, solange mindestens ein Anwesen ist, nur mit Hilfe der hier beschriebenen Heldenaktion. Nee. Okay. Solange noch mindestens einer. Wenn wir nicht schnell machen, habe ich früh Feierabend. Wo bist du denn? Bei 7. Ui. Okay. Naja, irgendwas ist immer. Wir gucken mal. Okay, alles klar. Wir sind hier jetzt bei 4. Damit ist noch nichts. Nächste Runde kommt wieder ein neuer Ork. Okay. Heieieiei. Gut. Alles bereit machen. 2 Karten ziehen. So heilen wir ganz schön. Das ist beides was zum Weglegen. Und gut. Also, ich starte mich auch erst einmal mit Kriegskunst aus, um meine Nahkampffertigkeiten nochmal zu verbessern. Jetzt sind sie tatsächlich sehr gut bei 17. Das kostet mich 3. Tja, ich könnte versuchen, den Goblin anzugreifen. Das würde ich auch probieren. Ja, dann mach das doch. Kostet mich 1, ne? Ja, und musst eine Heimlichkeitsprobe ablegen. Die ist um 1 erschwert, wenn man unter einen Scherge dann habe ich jetzt noch 11. Es ist genau gelungen. Respekt. So, und jetzt kann ich ihn angreifen. Jetzt darfst du ihn angreifen. Aber der kann echt gut. Muss ich leider mit dem Diskus machen, aber bin ich ja trotzdem nicht so schlecht. Dann habe ich auch 11. Dann nehme ich einen Schicksalspunkt. Ja, denke ich auch. Dann nehme ich nochmal einen Schicksalspunkt. Alter. Jetzt komm, triff. Jetzt aber. Oh. Jetzt reicht's. Los. 9. Bitte einen anderen Würfel. Ist ihn kaputt gemacht. Alex, du hast ihn kaputt gemacht. Geht doch. 4 Schicksalspunkte. Der darf noch versuchen auszuweichen. Das schafft er nicht. So, 1W6 plus 2. Ja, los, komm, komm, komm. 6. Immerhin. Sehr gut. Das sind 8 Punkte, ne? 8 Punkte, genau. Und der hat keine Rüstung. Damit ist er schon faktisch um die Hälfte runter. Kann ich das den gezielten Angriff spielen? Nur auf Nahkampfangriff. Das war ein Fernkampfangriff. Ah, stimmt. Du hast völlig recht. Ach, schade. Aber ansonsten eine gute Idee. Klar. Ja, schade. Dann bist du dran. Ja, dann bin ich dran. Gut. Dann schauen wir mal. Was? Auf den darf man nur ganz normale Angriffe machen. Sowas wie zählt nicht als Angriff, darf man nicht machen. Darf man nicht machen, genau. Und dagegen ist er immun. Verdammt. Verdammt. So. Darf man sowas sagen wie, dann mach mal lieber. Natürlich dürfen wir. Versuch doch mal lieber den Goblin zu treffen. Ich lege mal die Magiekunde aus, in der Hoffnung, dass das den Effekt hat, den ich mir davon erwarte und erhoffe. Wenn du Packatrax angreifen kannst, wäre es ganz gut, weil ich habe was ganz... Du hast tolle Dinge. Obwohl, ja, eigentlich ist es wurscht. Eigentlich ist alles. Eigentlich ist wurscht. Wir müssen ja eh mal wegmachen, was... Wir müssen alles wegmachen. Wir müssen eh alles wegmachen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. So, und für weitere 3, weil ich es kann, spiele ich mir auch noch die Anatomie, weil damit kann ich jetzt endlich
auch die Armbrust mal so richtig gut einsetzen. Und für einen Punkt benutze ich diese Armbrust nämlich auch und schieße den Ork-Räuber weg. Treffer. Ausweichen kann er nicht. Das sind 6 plus 6. Das sind 8 Punkte, kommen 6 Punkte durch. Zack. Und dann setze ich auch noch meinen letzten Schicksalspunkt ein, um nochmal den Fulminictus auf den Ork-Räuber einzusetzen. Das trifft aber nicht. Soll der treffen? Soll ich den ausgeben? Na, obwohl, nee, so wichtig ist es gerade nicht. So, den nehme ich dann einfach. Alles klar. Gut, das war's. Mehr habe ich nicht. Gut, die ersten drei für Anatomie. Anatomie. Was sehr schön Ballestra ist, weil ich da die Ballestra habe. Aber ich kann hier nochmal die vier. Ja. Um da jemanden loszuwerden. Oh, sehr schön. Die Schlagabfolge. Okay, du hast einen Nahkampfwert, aber nur von 12. 12. Mhm. Ja, aber komm. Probier, gib ihr alles. Erste trifft. Zweite trifft. Der dritte trifft. Der vierte trifft. Der fünfte nicht. Aber es reicht. Acht, das reicht genau. Alter. Bäm, bäm, bäm. Du hast ihn mit bloßen Fäusten gerade. Ja. Ich habe nämlich gerungen. Ich hab nämlich gar keine Nackerpfaffe. Genau. Oh, egal. Ich bam, bam, bam. Auf die Fresse. Ja, das und das Schöne ist, ich habe noch einen Punkt. Genau, das war ja kein Angriff und der reicht für meine Ballestra. Sehr schön, sehr schön. Womit ich jetzt auf einer 15 treffe. 15, nee, minus 2, also eine 13. Ja. Und das trifft. Wir gucken mal, ob der ausweicht. Das tut er. Ja, das tut er. Dann nimmt er nur einen Punkt. Ach ja, dann nimmt er nur einen Punkt. Aber es ist ein Punkt. Das ist ein Punkt, genau. Ja. Ein Punkt ist ein Punkt, ist ein Punkt. Und er ist dran. Nein. Genau. Er agiert ja nicht. Führt diese Kampf keine durch. Dafür, solange mindestens ein Scherge anwesend ist, nur mit Hilfe. Genau. Das heißt, er agiert trotzdem nicht. Aber es kommt ein Scherge. Aber ich schicke es jetzt mal runter und dafür kommt ein neuer Scherge. Nämlich ein Ork-Berserker. Ach du Kacke. Das klingt, er klingt böse, finde ich. Oh ja. So. Er weicht nicht aus, er hat keine Rüstung. Alles wieder erholen. Karten ziehen. Also, die Armbrust natürlich nicht. Genau. Zack, zack. Da geht doch was mit. Ja. Ich pack die Schaufel noch nach unten. Die kann man zur Not alles verwenden, um seinen Fulminictus so richtig hoch zu pauen. Und dabei für 2 lerne ich erstmal, dass ich eine magische Begabung habe. Verrückt, was man so feststellt. Genau, was man irgendwie aus Versehen mal so feststellt. Das kommt manchmal vor. So, und für einen Punkt versuche ich mit meinem leuchtenden Dolch den Ork-Berserker anzupacken. Das ist ein Treffer. Nein, minus 2. Okay, ich war völlig verwirrt. Alles klar, aber ich kriege einen Schicksalspunkt. Sehr schön. Dafür ist der Dolch da. Dafür war der Dolch da, genau. So, und dann spiele ich mir für 3 noch eine schicke Karte, nämlich meisterliches Ausweichen. Das ist eine spezielle Krollenkarte, die nur er haben kann. Damit kann ich für einen Schicksalspunkt, Ausdauer und erschöpfen, den Wurf einer misslungenen Ausweichenprobe auf eine 3 ändern. Damit kann ich nochmal ausweichen. Das ist natürlich das ist schön. Sozusagen besser als eine Rüstung. Manchmal. Manchmal ist es auch so gut wie eine Rüstung. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr starke Karte. Und dann habe ich immer noch 2 übrig und mit denen werde ich jetzt versuchen, den Fulminictus doch noch bei dem Ork Berserker anzubringen. Was trifft, ist dann wie 6 plus 2, weil ich 2 Ausdauer benutzt habe, sind 6 Punkte. Und da keine Rüstung hat, gehen die alle durch. Und das war's. Ich habe keine Karten mehr auf der Hand. Ich habe alles benutzt und mir geht nicht. Gut. Fangen wir mal an. Hm. Der Kniestoß kostet mich nichts und zählt nicht als Angriff. Sehr schön. Sehr schön. Nach einer Angriffsprobe, die trifft und er kriegt 1-2 Punkte Schaden. Einfach mal so. Sehr schön, sehr gut. Das war doch schon mal eine schöne Eröffnung. Unbedingt. Einfach mal in die Weichteile. Da ich aber schon so viel aufs Maul bekommen habe, gebe ich 1, 2, 3, 4 aus und packe mir ein Schild hin. Das ist eine gute Idee, ja. Das war sehr, sehr wichtig. Ja, und dann noch ein. Mhm. Und ich greife mit meiner Ballestra an. Auf den
Berserker. Ja, auf den Berserker. Und treffe. Ja, sehr schön. Der kann nicht ausweichen. Oh Gott, Deckung, der Berserker platzt. Das sind 9, 11. Das reicht. Zum Nocken Punkte, klar. Kaum war er da, war er weg. Alter Schwede. Kriegst noch eine Schicksalsmarke sogar dafür. Die war schon dir. Die hier war schon dir? Ja, war im letzten Gegner, den du niedergekloppt hast mit den 4 Angriffen. Respekt, Respekt. Das macht doch einen riesen Unterschied, sobald man seine Waffen hat, ne? Ja, und ich überlege gerade, ich habe ja hier noch 3. Mhm. Ich will das diese Runde schon haben. Ich gebe 2 davon wieder aus. Okay. Und mach da draus. Und spiel die Ogerschelle. Alter. Okay. Okay. Das ist nicht schön für den Goblin. Also ich an der Stelle von dem Goblin hätte jetzt ein ganz klein bisschen Angst. Ja. Yep. Übergibst du mich? Achso, kurz um zu zeigen. Ogerschelle, Angriff minus 2, 2 wie 6 plus 2. Also das gleiche wie die Ballestra, nur im Nahkampf. Genau. Das ist halt wirklich... Der Söldner ist hard-hitting. Also der kann richtig auf jeder Ebene Schaden austeilen. Ich tue mir erstmal den Hartholzhahn. Auch. Aus Prinzip. Ja, einfach aus Prinzip. Ich meine, es steht nur noch der Goblin momentan da, aber... Und auch der steht nicht mehr richtig gut. Gott sei Dank. Das ist anzunehmen, ja. Sehr schick. Und dann würde ich ihn doch glatt angreifen. Dann mach mal. Gib alles. Mit 1 gibst du so richtig alles. Darf er ausweichen? Ja, ne? Der darf trotzdem ausweichen. Und das schafft er auch. Und also nimmt er einen Punkt Schaden. Schade. Also ist er genau bei 10. Das heißt, er braucht noch 5. Genau, die können wir schon mal hier liegen lassen. Ja, ich befürchte, ich kann gar nicht mehr so viel machen. Das heißt, ich gebe ab. Das war's. Ja. Rund ist rum. Kannst du nicht noch so einen Standard-Nahkampf? Du kannst einen Nahkampf, einen Fernkampf? Ich bin leider momentan gar nicht der Nahkampfkämpfer. Ich bin nur. Weil er den Ogerfänger schon abgegeben hat. Alles klar. Gut. Er agiert nicht. Die Runde sind wir bei 3. Richtig? Passiert bei 3. Nee, du hast noch nichts runtergenommen, ne? Nee. Sind wir bei 2. Das heißt, es passiert sonst aber nichts. Bei 2 ist nicht. Bei 1 passiert dann wieder was. Und das kannst du verhindern. Und das kann ich verhindern. Genau. So, 2 Karten ziehen. Sehr spannend, was da noch so auf mich zukommt. Ui. Oder wartet der Schuss und eine Traumgestalt. Diesmal darf ich auch meine leichte Armbrust wieder einsetzen. Mir. Da werde ich jetzt keine Punkte einsetzen. Gut. Ja, Herrschaften, dann probieren wir das mal, oder? Hat jemand von euch einen Gegenstand mit Zerbrechlicht da liegen? Nein. Nee? Dann kann ich die Brücke packen. Gut, ich gebe einen Punkt aus und versuche mit meiner leichten Armbrust den Goblin über den Haufen zu schießen. Ich treffe. Wer möchte versuchen, für den Goblin auszuweichen? Er weicht aus! Natürlich. Das tut er immer. Einen nimmt er. Genau. So. Mühsam Eichhörnchen. Dann werde ich dasselbe nochmal mit meinem Fulminictus Donnerkeil versuchen. Wobei kann dann halt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieses Spiel, ja. Ja. Ich muss erstmal treffen. Nein. Ja, weil ich habe jetzt 16. Komm, was muss ich würfeln? Über 8. 9! 17. Yay! Das macht satt Schaden. Das sind 10 Punkte. 10 Schaden. Und das reicht. Yes! Klatsch! Sehr gut. Sehr schön. Haben wir ihn? Dann lies doch mal vor, was passiert. Die Orks waren wirklich ein harter Brocken. Das stimmt. Aber am Ende könnt ihr euch gegen sie durchsetzen und auch den verräterischen Goblin zur Strecke bringen. Was der Plan von Ogern Krummsäbel genau beinhaltet, könnt ihr nicht sagen. Aber ihr habt ihm mit Sicherheit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch seid ihr dem Ausgang selbst noch nicht wirklich näher gekommen. Deshalb müsst ihr euch beeilen, bevor die anderen Bewohner des Bergwerks auf euch aufmerksam werden. Aber an der Stelle... Wir auf. Weil wir könnten jetzt noch 2 komplette Stufen des Dungeons spielen, aber wie ihr schon gemerkt habt, das ist doch ein richtig großes, umfangreiches Abenteuer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ich fand es ja echt großartig. Es macht riesig Spaß. Ich dachte, ich sterbe. Ich habe das so oft jetzt schon gespielt, durch die ganzen Testrunden und alles, was wir gemacht haben, weil es auch extrem schwierig war, das zu gestalten, dadurch, dass es so variabel ist und diese riesige Varianz, die da drin steckt. Und ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn man es spielt, ist es einfach komplett anders. Dieses Mal waren wir sogar extrem gut,
Also es hat echt extrem gut geklappt. Wir haben viele super Würfelwürfe hingelegt. Das kann noch sehr, sehr, sehr viel knapper werden. Gut, wir haben auch auf der Stufe normal gespielt und wir haben es uns jetzt auch nicht extra schwer gemacht. Aber riesig geil. Und ihr habt nur die Hälfte des Spiels bisher überhaupt gesehen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns. Wir freuen uns drauf und wir hoffen, dass wir das Spiel auch bald in Natura bekommen. Sobald wir die Sachen bekommen, werden wir es euch beweisen, Fotos zeigen. Dafür habe ich ein tolles Social Media / Marketing / Event / keiner weiß genau was Team. Und wir freuen uns natürlich darauf, euch das nächste Mal wieder im Stream begrüßen zu dürfen. Aber wollen wir nicht noch Fragen sammeln? Haben wir Fragen? Haben wir, ich frage mal die Regie, sind da noch viele Fragen? Oh ja. Ja, das sehr heißt, ich verschwinde mal kurz. Genau, du verschwindest mal. Und du redest weiter mit dem Leuten. Der Jens bespricht sich mal mit dem Rest von seinem Social Media / Marketing / Event / mal gucken, was jetzt passiert, Team. Und wir gehen hier schon mal die Termine durch. Weil nächste Woche. Oh. Wir machen das alles ganz anders. Wir machen alles anders. Ja, wir haben ja noch. Wir gehen nicht zu den Terminen. Nein. Wir haben ja noch was, wo die Leute sehr gespannt drauf warten, was der Alex ihnen zu erzählen hat. Das ist richtig. Aber und das ist jetzt wie mit Weihnachten. Die Tür wird jetzt nochmal zugemacht. Drinnen wird der Baum geschmückt und gleich kommt das Glöckchen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Alex geht jetzt raus und der wird geschmückt? Wenn du ihn als Baum bezeichnen möchtest, dann ist das so. Und um die Spannung noch ein bisschen zu erhöhen, machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause. Das ist crazy. Ihr könnt noch mal alle Pipi machen. Aber wir machen nur eine ganz kurze Pause. Ja, dauert nicht lange, aber wir machen eine Pause. Ihr könnt Pipi machen. Und nach der Pause sind wir vor euch mit der Grand Revelation und der Möglichkeit, Fragen zu diesem Spiel und zu unserer Verkündung zu stellen. Sind wir wieder für euch da? Bis dahin. Bis gleich. Bis gleich.
Hallo und willkommen zurück, nachdem wir jetzt alle Unklarheiten beseitigt haben und es waren mehr als ich vermutet hätte, nachdem ich die Abmoderation fast komplett verkackt hätte. Und wir tatsächlich auf der Suche nach einer Lichterkette für Alex waren, aber auf die Schnelle leider keine gefunden haben. Ihr habt jede Menge Fragen, wir haben noch eine tolle Überraschung, aber zunächst beginnen wir mit Jens und den ganzen Fragen aus dem Chat. Ja, erstmal vielen Dank, ihr seid wieder mega aktiv im Chat, das finden wir super. Sehr geil. Also, Fragen. Lavaks Sohn des Lagrim fragt, wie sieht die Erweiterung für Aventuria aus? Gibt es schon Pläne für nach dem Wirtshaus? Ja, also es kommen jetzt ja erstmal ganze Schwungsachen raus. Also das steinerne Schiff, was eine Zusammenfassung ist von Schiff der verlorenen Seelen und Wald ohne Wiederkehr. Zusätzlich dazu mit einem neuen Abenteuer, nämlich das steinerne Schiff. Namensgebendes Abenteuer, das ist ein Abenteuer aus einer alten Anthologie, die geschrieben wurde für 20 Jahre DSA, damals von Bernhard Hennen. Ein Abenteuer, was eben tatsächlich auch auf diese beiden Abenteuer auch eingeht, vor allen Dingen aber auf das Schiff der verlorenen Seelen. Und das ist ein sehr episches, sehr großes Abenteuer. Aber wenn ihr die Sachen schon habt, also wenn ihr die beiden Erweiterungen schon habt, keine Angst, ihr könnt euch auch das sogenannte Ausbauset holen. Da haben wir schon drauf geachtet. Da ist dieses Abenteuer mit drin und alle Elemente aus der Grundbox, die wir verändert haben, inklusive der Karten, die abgewandelt wurden und den neuen Effekten für die Atempause. Das hatte ich ja schon mal angedeutet. Aber dazu werden wir dann bestimmt auch nochmal einen eigenen Stream nochmal machen. Mit Sicherheit. Aber auch für danach sind Sachen in Arbeit. Tatsächlich haben wir momentan 2 Abenteuer, an denen wir aktiv arbeiten. Das eine ist Nedime, die Tochter des Kalifen. Das wird tatsächlich auch wieder eine ganz neue Art von Abenteuer. Das wird grundlegend auf Solo-Abenteuer ausgelegt, genau wie das Original. Man kann es aber auch als Gruppenabenteuer spielen, aber es ist auf ein Solo-Abenteuer ausgelegt. Und da bewegt man sich mit seinem Helden. Das heißt, wir werden diesen Heldenmarker, den ihr aus dem Spiel auch kennt, dann auch benutzen. Da müsst ihr durch Räume laufen und Sachen erledigen. Also es ist wirklich mal was ganz anderes, sehr abgefahren. Und dann noch die 7 magischen Kelche. Wenn sie es schon nicht geschafft haben, ein Escape Room zu werden, werden sie auf jeden Fall eine Aventuria-Erweiterung. Das ist auch mir ein persönlich großes Anliegen. Dann haben wir nämlich auch die klassischen 4 alle zusammen fertig. Die 7 magischen Kelche werden ähnlich werden wie das Wirtshaus, also auch mit einem Dungeon-Modus, aber natürlich kein Escape-Dungeon. Und für danach haben wir noch was ganz Besonderes. Wir arbeiten nämlich gerade an einer richtig geilen Kampagnenbox, mit der endlich Charakterentwicklung und solche Sachen richtig geil werden. Die wird Bombe. Aber dazu kann ich noch nicht mehr sagen. Da sind wir tatsächlich momentan stehen wir vor Ende der Konzeptionierungsphase und danach wird das aber auch relativ ratzfatz gehen. Aber bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber nichts. Aber glaub mir, die wird richtig, richtig geil. Da bin ich sehr heiß drauf. Sehr gut. Das ist hoffentlich für unseren Zwergenzuschauer ausreichend beantwortet. Ifarnia fragt, gibt es schon eine Auflistung, welche Karten außer Zechen in der Neuauflage geändert wurden? Ja, es gibt eine Auflistung. Wenn wir die noch nicht gepostet haben, werden wir das mit Sicherheit dann jetzt auch mal tun. Ich weiß, dass wir die schon komplett zusammengestellt haben. Also insofern können wir das auch mal dann hochstellen. Ich weiß es nicht komplett auswendig an der Stelle. Es ist Zechen mit dabei. Der Fulminictus, den hatte ich ja eben schon erwähnt, der ist auch noch mit dabei. Das Verspotten ist mit dabei. Die Heldenkarte von Carolan ist verbessert worden. Carolan hat sowieso noch 2 weitere Karten. Die Finte ist bei ihm nochmal verändert worden und Verbindung ist verändert worden. Ich glaube, das müsste es fast gewesen sein. Vielleicht habe ich eine Karte vergessen, aber das war's. Alles klar. Zur Abwechslung fragt Lavax. Sohn des Lagrim, sind die neuen Atempause-Regeln nur gültig für Wirtshaus oder gelten sie auch für die anderen Spiele? Die gelten allgemein. Also die gelten komplett allgemein. Die Regeln dafür findet ihr, wie gesagt, auch in dem Ausbauset, wo ihr dann auch alles mit drin habt für das steinerne Schiff. Und alle anderen Materialien, also die Sachen, gibt es sowohl in der neuen Grundbox als auch entsprechend in dem Ausbauset. Dann fragt uns Estin 2 Fragen. Die einfachere zuerst. Zeig doch mal den Diskus. Oh ja, ich zeige euch. Was für ein Zufall, wir haben sie vorbereitet. Mein Diskus. Tada! Also das ist der Diskus. Der Diskus ist tatsächlich auch eine neue Art von Waffe. Seht, wir fangen jetzt ein bisschen an damit zu experimentieren. Der hat einen schlechteren Angriff. Das heißt also, der Wert wird runtergesetzt. Dafür ist er vergleichsweise günstig für das, was er an Schaden macht. Normalerweise würde so eine Waffe, das kennen wir, die Schleuder, hat im Endeffekt denselben Schadenswert. Kostet aber 2.
hat dafür den Abzug nicht. Das heißt, das ist eine Karte, die sehr schnell eben tatsächlich, das ist eine Karte, die ich in der ersten Runde spielen kann, um dann trotzdem schon Schaden zu machen. Prima. Die zweite Frage von Estin ist, wird es Geron Waisenmacher ebenfalls als Helden geben? Auch Geron Waisenmacher wird noch als Held kommen. Es gibt noch ein paar ganz, es gibt noch einen ganzen Haufen weiterer Helden, wo wir am Arbeiten sind. Da wird noch eine große, große Menge kommen. Wir haben uns da sehr, sehr viel vorgenommen. Und ich denke mal, jetzt auch spätestens gegen Ende des Jahres werdet ihr doch eine höhere Taktzahl gerade an Helden auch sehen. Und nochmal, Lavax. Lavax, natürlich. Ja, hallo Lavax. Lavax, hallo. Speziell für dich. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Alex eine Aventurier-Gruppe am Laufen. Hat er den Riesen-Lindwurm schon im Legendär-Modus besiegt? Ja. Wir können Philipp 3, den Hauptspieler, fragen. Das haben wir getan. Wir wurden aber dann, als wir es nochmal probiert haben, gnadenlos von ihm gefressen. Das also, muss man dazu sagen. Also, einmal habt ihr es geschafft, heldenhaft. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das gehört habe. Habt ihr es wirklich im legendären? Ah, nee, ihr habt es nur im Spieler gegen im PvP-Modus geschafft, ne? Ihr habt nicht im kooperativen Modus es geschafft, im legendären kooperativen. Weil dann wärst du der allererste, der es geschafft hat. Ich glaube, da sind wir tatsächlich noch nicht, du hast recht. Aber wir haben es, glaube ich, mindestens jetzt in verschiedenen Versionen kooperativ. Ja. Oder tatsächlich auch einer hat den Wurm übernommen, glaube ich, 4 oder 5 Mal jetzt schon ausprobiert. Wir waren immer erfolgreich, bis auf einmal, da hat uns wirklich der Drache weggefressen mit einer Karte. 14 Schaden, da war alles weg. Also probiert es nochmal aus, da bin ich voll bei Lavax, weil den Lindwurm in der legendären Version, sodass du an seinen Karfunkel rankommst zum Siegen. Also, es ist, ja. Ich weiß, was du meinst. Also, das an diesen Stein herankommt, das haben wir meistens eh aufgegeben. Das war ein bisschen schwierig. Aber wir haben uns zumindest wacker geschlagen in den meisten Fällen. Wir haben noch eine Frage zum goldenen Ring auf der Karte. Was hat es damit auf sich? Zum was goldenen Ring? Ja. Den Schutzring? Ich nehme an, das ist damit gemeint. Genau, das war eine Belohnungskarte, die möchte ich mal kurz raussuchen. Das ist... Den konntest du, glaube ich, abwerfen, ausweichen, wagen. Genau. Das ist ein Schutzring, das ist eine Belohnungskarte, also ein richtiger Schatz. Lege diese Karte ab, nachdem dir eine Ausweichenprobe misslungen ist. Die Probe zählt automatisch als gelungen. Auch sehr schick. Kostet 0, ist so eine Karte, mit der machst du auf keinen Fall was falsch. Nein, das stimmt. Schöne Belohnungskarte. So, kommen wir jetzt zu den Fragen, die nichts mit Aventurier zu tun haben und trotzdem gestellt wurden. Das Obligatorische, gibt's was zu Myranor? Wir haben gerade keine Druiden. Keine Geoden. Wir fragen die Kristallomanten hatten wir auch schon. Alex. Wir haben für Myranor uns schon sehr weitreichende Gedanken gemacht und vielleicht, auch wenn das jetzt kein Myranor-Grundregelwerk ist, das, was ich später verkünden kann, hat sogar ein bisschen was mit Myranor zu tun. Ganz kleines bisschen. Ja, aber also es gibt jetzt noch keine fixen Pläne auf jeden Fall, dass wir irgendwas sagen können. Es ist einfach nicht so, dass wir jetzt momentan an dem Punkt wären und wir haben das ja auch schon bekannt gegeben. Wir werden nichts mehr ankündigen, was wir nicht tatsächlich auch sinnvoll absehen können, um da nicht wieder in Situationen zu gelangen, die für euch und für uns nicht befriedigend sind. Insofern gibt es zu Myranor da jetzt nicht wirklich was Neues. Wird es für die neuen Helden eigene Würfelsets geben? In dieser Form. Tatsächlich sind wir da am Überlegen. Wir hatten das ja mit dem Arsenal der Helden gemacht. Wir sind da momentan noch am Schauen. Wir sind jetzt ja auch schon wieder an den Punkt gegangen mit den Lebensrädern. Insofern kann ich mir das gut vorstellen. Aber momentan gibt es noch keine abgeschlossene Planung dazu. Mhm. Dann eine Frage, die ich gern übernehmen kann, weil wir da auch nur auf das verweisen können, was wir schon gesagt haben. Was es mit Wrath and Glory auf sich hat. Das ist relativ einfach. Die Lizenz für das amerikanische Wrath and Glory liegt jetzt bei unseren guten Freunden und Partnern von Cubicle 7, die ja auch schon Warhammer Fantasy und Age of Sigmar machen. Mhm. In Deutschland sind wir nach wie vor weiter die gewohnten Vertreter für Wrath and Glory, Warhammer und Age of Sigmar. Age of Sigmar, genau. Age of Sigmar. Ansonsten hat sich nichts geändert. Also es gibt kein großes Geheimnis, ist genau das. Genau.
Also im Strich läuft es einfach darauf hinaus, Cubicle 7 übernimmt das Ganze. Wir haben sehr viele Dinge, die wir tun wollen, die wir tun müssen. Wir sind sehr froh auch darüber, dass wir so gute Partner haben, wie die Crew von Cubicle 7. Und da wird auch Ross Watson, der das für uns entwickelt hat, der auch weiterhin bei uns arbeitet, wird da auch weiter mit dran entwickeln. Also sprich, das Entwicklungsteam von uns wird da auch weiterhin dran arbeiten. Das ist jetzt nur eine Übergabe innerhalb der Lizenz. Um mehr geht es da nicht. Dann haben wir noch, da kommen immer mehr Fragen jetzt. Hervorragend, dafür sind wir ja auch hier. Eine Frage von Stoffel, was habe ich verpasst? Eine hervorragende, epische Aventuria-Kampfsession, die hast du verpasst. Und zur DSA 5 Einsteigerbox, ist was zu Bonuscharakteren oder Charakterblättern geplant? Charakterblätter weiß ich jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Ich weiß es auch nicht. Bei Bonuscharakteren ist es tatsächlich so, dass wir genau darüber nachdenken, weil die Frage haben wir nicht nur einmal bekommen und wir sind gerade da auch am Schauen, wie wir das konzeptionieren können, wie wir das einbauen können. Ich habe am Wochenende gerade mit Nico da nochmal drüber gesprochen. Wir hatten das jetzt auch die Woche in der Redaktion nochmal besprochen. Also von daher, die Chancen dafür stehen ganz gut. Es gibt ja durchaus noch ein paar Charaktere, die sich dafür auch anbieten würden. Aber genau einen Termin oder sowas können wir noch nicht sagen. Wir sind momentan erstmal noch, müssen wir zugeben, echt positiv überrollt von dem Zuspruch und von dem Erfolg, den die Box hat. Absolut. Aber wir sind dran. Aber sie ist auch toll. Sie ist super. Ich spiele sie demnächst mit Arbeitskollegen meiner Frau, die noch nie Rollenspiel gemacht haben. Das ist die ideale Box. Und sich total darauf freuen und voll gespannt sind, mal Rollenspiel kennenzulernen. Und mit denen spiele ich das demnächst. Ich freue mich schon sehr drauf. Cool. Last but not least, es wird ein Stream gewünscht. Alex gegen den Lindwurm. Ich werde mal mit Philipp 3, unserem Tester, reden, ob wir das machen können. Ich schau mal. Das sehr schön. Könnte sehr unterhaltsam werden. Zehnseiter hat das mit den Bögen nochmal ergänzt. Er meint, irgendwas zum Ausfüllen nach der ersten Runde, damit die Charakterbögen, die man da drin hat, diese Hefte, irgendwie weiter so hübsch und verwendbar bleiben. Also bisher haben wir das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir das in der Weise dann dabei hören, weil die Box ist ja bewusst auch drauf ausgelegt, dass man sie benutzt. Und insofern hatten wir da jetzt nicht die Erwartungshaltung da dran. Wir werden es auf jeden Fall mal gerne mitnehmen, aber aktuell gibt es diesbezüglich keine Planung. Das müssen wir intern mal diskutieren. Dann mache ich mir doch mal direkt eine Notiz, wenn der Herr Ballerstedt mir meinen Stift wiedergibt. Das mache ich doch gerne. sollten wir Fragen von euch übersehen haben, ist das kein böser Wille oder Absicht, dann habe ich sie tatsächlich einfach nur genüsslich übersehen. Wenn ihr weitere Fragen habt, die wir hier jetzt heute zu dem Komplex noch nicht beantwortet haben, schreibt jederzeit eine E-Mail an feedback@ulysses-spiele.de und wir sind gerne bereit, euch alle Fragen zu beantworten, die wir beantworten können. Und wenn wir es manchmal nicht können, seid bitte auch dann nicht böse, aber dann antworten wir euch zumindest, dass wir die zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten können. Ganz genau so machen wir das. So, bevor ich dann an dich übergebe erstmal, gibt es noch Dankeschöns auszusagen. Wir haben nämlich, und deswegen liebe ich Twitch, 3 Leute haben uns heute gehostet. Was? Das heißt, krass. Weitergebracht. Zum ersten Dank an Drinidor, der uns gehostet hat. Voll super. Cool. Fabulis Ex Astris hat uns auch gehostet. Und Niehaus in Bildern hat uns auch gehostet. Niehaus in Bildern. Niehaus in Bildern. Sehr cool. Alle 3 haben uns gehostet. Top. Alle 3, dickes Dankeschön, ihr seid super. Für alle, die hier sind und uns noch nicht geliked, gefollowt oder sonst was haben, tut das jetzt. Also einfach folgen. Wir freuen uns über jeden Zuspruch und jede Hilfe, die wir da bekommen, damit wir das tolle Hobby, was wir teilen, noch ganz, ganz viel mehr Leuten zeigen können. Also, macht mit. Ich übergebe jetzt erstmal an dich, damit du an den Alex übergeben kannst für spannende Dinge. Ich wurde jetzt auserkoren, an den Alex zu übergeben für spannende Dinge. Wahlweise übergebe ich das jetzt ganz schnell und Alex kann loslegen. Oder ich erzähle euch noch eine Viertelstunde was vom Pferd. Gut, also damit übergeben wir an Alex. Alex hat nämlich eine ganz tolle, interessante Verkündung für euch. Und hier ist jetzt offiziell Weihnachten. Alex, Glöckchen. Was hast du denn mitgebracht?
was ich mitgebracht habe. Also ich habe tatsächlich gar nichts mitgebracht, aber Informationen für etwas, was bald kommen wird. Und zwar, wir haben noch keine Informationen rausgegeben für dieses Buch, an dem wir arbeiten. Aber wir werden bald ein Dämonenbuch namens das Aventurische Pandemonium haben. Ich hoffe, dass unsere wundervolle Regie gleich auch ein bisschen was von dem Cover einblenden kann. Und sie wird euch bald auch eine Reihe von den enthaltenen Dämonen zeigen. Ihr seht gerade das Cover. Mach mal so. Andere Richtung, glaube ich. Guckt meine Bücherwand an. Irgendwo da. Genau, da ist das Cover. Da ist das Cover. Okay. Hervorragend. Und ihr seht, das sind zwei riesige Zantim, die sich gerade Helden entgegenstellen und nicht viel von ihnen übrig lassen. Ich verspreche, dass die Iconics trotzdem überleben werden. Wir werden sie dann wiederverwenden. Das ist die aus allen Abendkartenspielen raus. Genau. Nein, ich werde schon ein bisschen was über das Buch erzählen. Es ist im Prinzip vom grundlegenden Aufbau her so wie unsere Bestiarien. Also ihr habt eine Doppelseite für jeden Dämon mit Bildwerten und Hintergrundtext. Und wir haben uns sehr genau überlegt, welche Dämonen wir da auch reinbringen und wie das Buch ansonsten noch aufgebaut ist. Der grundlegende Gedanke war, die sollen natürlich auch als Gegner oder als beschwörbare Wesenheiten dienen. Und wir haben für jede Domäne, also für jeden Erzdämon, haben wir immer 5 Dämonen ausgewählt. 2 niedere, 2 Gehörne mit bis zu 5 Hörnern und einen, der noch mehr Hörner hat, damit es praktisch so eine Art Gleichverteilung gibt und sich auch keiner benachteiligt fühlt, wenn er beispielsweise der Paktierer von einem Erzdämon ist oder so. Genau, das war durchaus auch ein Wunsch, dem wir nachgekommen wollten. Mhm. Die Frage, ob da alle Dämonen drin sind, nein, das sind nicht alle Dämonen drin, denn wir wissen, gibt es unendlich viele Dämonen. Dementsprechend wäre das Buch ansonsten unendlich dick. Wir haben uns auf die wichtigsten und bekanntesten erstmal beschränkt. Und wenn das Buch super toll ankommt, könnte ich mir vorstellen, dass wir noch mehr Dämonen irgendwann mal beschreiben. Aber das kommt halt darauf an, wie das Buch ankommt. Es sind Dämonen von allen 12 Erzdämonen enthalten. Und wir haben hinten noch einen Regelanhang und ein paar weitere Informationen. Das werde ich euch ganz am Ende noch erklären, was euch da erwartet. Ja, grundlegend, ich hoffe, die Regie wird das jetzt einblenden, werden alte und neue Dämonen da drin sein. Also gerade sehen Sie den Hashtag. Bitte? Gerade sehen Sie Hashtot. Der wohlbekannte Hashtot, klar, der erste, der Klassiker ist drin. Ihr werdet auch andere Dämonen, die wir als Plüschtiere haben, dort drin schon vorfinden. Das ist natürlich hier der Klassiker. Was die Domäne von Belhala beispielsweise angeht, da werdet ihr den Zantim haben natürlich als Klassiker, aber da wird es auch neue Dämonen geben, die es so noch gar nicht gab. Ihr werdet trotzdem das auch abdecken werden, was diesen Erzdämon ausmacht. Wundervoll, was man sieht. Den gerade eingeblendeten, den kennt ihr vielleicht schon aus einem Heldenwerk. Das ist ein Dämon aus Charybdors Gefolge. Und auch dort wird es einige neue geben. Mein Liebling folgt gleich. Der sieht etwas vielleicht unschuldiger, harmloser aus, aber der hat es faustdick hinter den Ohren. Das ist ein Dämon aus Leukramots Gefolge, der sich Fratzerort nennt. Und wir werden auch gleich sehen, warum er Fratzerort heißt. Ja, wie gesagt. Ja. Schön. Du musst ein ernstes Wort später mit einigen Mann. Er sieht aber wirklich auf den ersten Blick extrem harmlos aus. Aber der ist trotzdem super. Der wird auch unter anderem das trippelnde Kind genannt. Der führt einen per Hand durch den Limbus an einen beliebigen Ort Aventuriens. Also das ist praktisch ein Teleportationsdämon. Aber der kann dir auch Angst einjagen. Du musst vorsichtig sein, dass du keine Angst hast, sonst lässt er dich irgendwo fallen. Fällst du praktisch aus dem Limbus heraus. Ja, dann haben wir natürlich auch, was Tagunitot angeht, ein paar Dämonen auch nachgelegt. Werdet ihr gleich einen ganz neuen sehen. Einen der mächtigsten. Ja, der sieht wirklich auch nur aus. Das ist Abaradon. Der kann im Prinzip nicht nur in einen Leichnam hineinfließen und sieht dann auch so ganz scheußlich aus, wie ihr ihn dort seht. Der kann auch sehr, sehr große Massen an Untoten kontrollieren für den Beschwörer. Aber ich höre gerade, dass aus irgendeinem Grund der Stream hakelt. Wenn ihr jetzt Sachen nicht mitkriegt, macht euch überhaupt keine Sorgen. Wir werden das Ganze natürlich, den ganzen Text hinterher bei YouTube nochmal online stellen. Ihr verpasst also nicht, selbst wenn es jetzt hakelt. Manchmal fängt sich das direkt wieder. Denkt dran, wir sind hier im Taunus ganz doll auf dem Land. Und manchmal ist es durchaus möglich. Where's the point?
dass das Internet hier nicht immer so ist wie in New York City. Dinge passieren. Wir sind in Deutschland, das ist das Problem diesbezüglich. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte bloß eben drauf Kein reagieren. Problem. Haben wir denn schon die nächste Einblendung von so einem kleinen, fliegenden, koboldartigen Wesen namens Nicht-Kakat? Jetzt. Wundervoll. Den haben wir auch drin. Das ist ein ganz Klassiker von Amazord, der einem Rat gibt, den man unbedingt haben will, aber das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ganz interessant vielleicht bei Amazord, wir werden da auch zum Beispiel Dämonen haben, die Menschen oder anderen sterblichen Wesen die Kraft geben können, bestimmte Zauber zu wirken. Das ist vermutlich auch für Spieler ganz interessant. Dann haben wir auch natürlich an Nagrach gedacht. Der klassische Kabalat ist drin, genauso wie auch dort neue Wesenheiten, beispielsweise ein Eisriese. Die sind natürlich exzellent dafür, Leute zu jagen oder auch in Eis und Schnee zu überleben. Bei Asphalot, der Erzdämonin, die eher weniger Dämonen hatte, haben wir uns aber auch neue Wesenheiten einfallen lassen. Ihr könnt dort unter anderem, das war der kleine Zug zu Myranor, eine Wesenheit sehen, die es in Myranor gibt und die dort häufig gerufen wird und die über die Lamia-Kampagne quasi auch ihren Weg nach Aventurien. Schaffen kann, dann wieder aus sich heraus entfernt. Warum auch immer, die Leute sagen, sie hätten gerade keinen Ton. Was geht denn da los? Sound ist wieder da. Alles klar. Sound ist wieder da. Es ist kein Zufall, wir reden über Dämonen. Also ja. Im Ernst, bei Dämonen passiert das. Wir haben keine Goblins heute, die das machen, sondern diesmal sind es Dämonen. Heute sind Dämonen, die zwischendurch am Internetkabel beißen. So, du kannst weitermachen. Gut, dann, wir haben natürlich auch für Tasferell einige Wesenheiten ausgewählt. Da werdet ihr einige neue entdecken. Das Bild, kommt euch das bekannt vor? Balkabun, das ist ein Wächter der Schätze, ein riesiger, feister Tatzelwurm-Dämon. Sehr mächtig, sehr stark. Bewacht halt Schätze. Die Flügel sind ja goldig. Ja, das, der sieht aus wie ein Tatzelwurm, nur halt noch ein bisschen widerlicher. Und natürlich haben wir uns auch für Mishkara was überlegt. Da haben wir den Hector Belus. Das ist praktisch ein Dämon, der Krankheiten überträgt. Den gibt es in verschiedenen Mächtigkeitsgraden. Das war ihm sehr speziell. Er hat eine unterschiedliche Anzahl von Hörnern. Und je nachdem, wie mächtig der ist, kann der auch schlimmere oder weniger schlimme Krankheiten übertragen. Dann haben wir selbstverständlich noch für Akrimot was. Hm. Das kennt ihr vielleicht. Das ist der Hector Belus. Mhm. Das ist der Hector Belus. Der Akrimot fehlt noch. Der Akrimot-Dämon. Habe ich einen übersprungen? Ich weiß es nicht. Nein, stopp nicht. Eigentlich müsste jetzt Akrimot kommen. Das müsste so eine Art Baum sein, den du dort siehst. Okay. Oder auch nicht. Er kommt. Die Regie hängt. Zumindest hört mich jeder, oder? Ja. Das, okay. Da, ich sehe einen riesigen Baum. Du siehst einen riesigen Baum, genau, das ist der Akobal. Das ist auch ein Klassiker, der kann sowohl in der Dämonenbrache als auch in den Schattenlanden ab und an mal gefunden werden. Beherrscht die Natur und Wälder, Tiere gleichermaßen. Und für Belkelel haben wir uns hier als Beispiel für die jugendfreie Version entschieden, den Burkesh. Das ist eine Kröte, die so eine Art Rauschmittel absondert, wenn man sie leckt und tut sie halt in Rauschzustände, die jenseits dieser Welt sind, verfrachten. Was noch wichtig ist, wir haben auch noch einen weiteren, man kann nicht sagen Erzdämon, sondern ein weiteres machtvolles Wesen mit Kontrolle über Dämonen in dem Band. Den Namenlosen. Aber wer da genauer drin ist, das werdet ihr noch sehen. Den Krakvalot, den ihr gleich sehen werdet, den kennt ihr. Aber auch da haben wir noch eine Handvoll andere Wesenheiten auch ganz neu eingebaut. Mächtige, wie auch welche, die man sehr schnell rufen kann. Ja, was ist noch enthalten, außer den Dutzenden von Dämonen? Es gibt noch
ein Abschnitt, der sich mit den Domänen beschäftigt. Also nicht mit den Erzdämonen oder nicht hauptsächlich mit den Erzdämonen, sondern praktisch mit den Antiparadiesen in den Niederhöllen. Das ist auch völlig neu, weil das eigentlich noch nie beschrieben worden ist. Aber da erfahrt ihr beispielsweise mehr, wie die Aventurier sich diese Domänen oder diese Höllen auch wirklich vorstellen, wie das dort für sie geistig aufgebaut ist oder was die 12 göttlichen Kirchen sagen, wie diese aussehen könnten. Das ist auch nicht hundertprozentig festgelegt, dass es so sein muss, sondern es sind praktisch Beispiele, wie sie das betrachten. Da sind aber sehr viele interessante Gerüchte auch drin, beispielsweise was Akrimot angeht. Da dürft ihr jetzt ein Symbol sehen, wie das dann aufgebaut ist von diesen Domänen her, mit dem Zeichen des Erzdämons. Perfekt, genau so. Da seht ihr zum Beispiel, wie die auch mit den anderen Erzdämonen so ein bisschen interagieren. Beispielsweise, ob bestimmte Erzdämonen sich besonders hassen oder es auch ab und an Bündnisse gibt. Oder ja, wie die miteinander auch verhandeln und Dinge versuchen, um die Ordnung halt ins Chaos zu stürzen. Ja. Ich habe mal Fragen gesammelt, ganz viele. Dann würde ich sagen, machen wir erst mal die Fragen. Dann sag ich schon, würde die erstmal einwerfen. Genau, dann machen wir noch dann später kurz den Anhang. Sehr, sehr gerne. Ja. Der Dämon aus Dunkle Zeiten, aus dem Roman, wird er drin sein? Ich würde eher nicht auf dieses Buch tippen. Aber wenn wir total erfolgreich sind, es kann ja sein, dass wir alle Dämonen, die es jemals in DSA gab, schon so ein bisschen gesammelt haben und gucken, wie das so geht, wie sich das ergibt. Vielleicht, aber im ersten Teil nein. Im ersten Teil nicht. Das heißt, es ist immer gut, wenn man ein Buch Teil 1 nennt. Das finde ich super. Dann ist das Buch in erster Linie oder relativ viel als Ingame-Text gehalten. Gibt es viele Ingame-Texte da drin, wie es beim DSA 4-Dämonenbuch war? Jeder Dämon hat einen Ingame-Text, der aus verschiedenen Winkeln geschrieben ist. Also es kann zum Beispiel eine Beschwörerin sein oder eine Nekromantin, vielleicht auch ein Held, der das beschreibt. Ansonsten enthält er aber auch hinten einen wirklichen Regelteil. Das sind dann weniger Hintergrundinformationen, sondern wirklich, wie die Dämonen auch benutzt. Aber ja, die Dämonen an sich haben auch halt natürlich Hintergrundtexte. Okay. Dennis Jantos, ich glaube, ja, es war Dennis Jantos, hat er auf einen, oder es war Dennis Weigelt, ich weiß es nicht, ein Dennis, hat gesagt, er hatte eher auf etwas Regelbandiges gehofft. Gibt es da irgendwas am Horizont? Also wie gesagt, hinten ist auch ein Regelanhang drin, der sich explizit mit Dämonen beschäftigt. Aber das wird nur einen kleineren Teil des Buches ausmachen. Für die nächsten Monate kann ich schon sagen, nein, da ist jetzt noch nichts geplant. Weil wir haben uns auf andere Bücher da konzentriert. Aber wie gesagt, Regeln zu Dämonen selbst wirst du da drin auch schon vorfinden. Ich glaube, die sind auch sehr nützlich. Und ich kann euch sagen, da kommen so coole Sachen in nächster Zeit. Wir können das noch nicht alles erzählen, aber es wird mega. Ich freue mich da voll drauf. Ja. Das wäre mega. Wird es freie Dämonen geben? Wenn es einen zweiten Band geben soll, könnte es sein, dass dieser sich mehr auf diese freien Dämonen fokussiert. Wie Afasmaira oder Festadil, Heskatet und noch ein gutes Dutzend weitere freie Dämonen. Genau, Heskatet war auch eine Frage, ja, die wir hatten. Gibt es Zusatzregeln für Beschwörer? Ja, also Fokusregeln. Ja, alles ja, klar. Und ein gewisser Tim Turkleton wünscht sich einen Succubus, warum auch immer und was auch immer er uns damit sagen möchte. Aber Tim Turkleton wünscht sich einen Succubus. Könnte vielleicht da drin sein, war aber vielleicht eher in dem Bereich nicht ganz so jugendfrei wie der Burghirsch. Also die Augenkröte war jetzt heute die sichere Nummer, aber Belkelel hat ja durchaus auch so Wesenheiten, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Alles klar, schöne Grüße an Tim. Du bekommst deine Succubus. Viel Spaß damit. wir sind, wie ich das gesehen habe, mit den Fragen erstmal durch. Du könntest also weiter über den anderen reden. Wunderbar. Dann mach ich es auch. Also es gibt einen Anhang mit Fokusregeln. Das ist ein, nennen wir es mal bunter Strauß, aber der beschäftigt sich tatsächlich auch immer komplett mit den Beschwörungen oder der Handhabung von Dämonen. Es gibt auch einige Regeln, die so ein bisschen auch in den Hintergrundteil reingehen. Da ist zum Beispiel dann die Frage geklärt, welche Sprache sprechen die Dämonen? Das ist bislang noch nicht geklärt. Oder auch, wie werden die Dämonen in unterschiedlichen
Kulturen genannt oder aus welcher Sprache stammt zum Beispiel ihr Beschwörungsname. Das ist auch aufgelistet. Dann haben wir Regeln drin, wenn man beispielsweise Rudeldämonen oder Dämonen, mehrfache Dämonen in einem Ritual beschwören will, wie das funktioniert. Wie Beschwörerzirkel funktionieren, damit sie ihre Kräfte quasi ein bisschen aufteilen können, damit man auch mächtigere Wesenheiten oder halt auch wirklich auch mehr rufen kann. Oder auch, wie man von einem Beschwörer, der einen Dämon gerufen hat, diesen Dämon mit seiner Willensstärke übernehmen kann. Das ist sehr schwierig, das geht nicht einfach, aber es ist tendenziell möglich. Das haben wir alles tatsächlich dann da auch noch eingebaut. Und weitere kleinere Fokusregeln. Hervorragend. Es klingt auf jeden Fall so, wie die Leute hier schreiben. Leute sagen, es ist ein Kaufmuss, Kaufbefehl. Das sind Dinge, die da schon gefallen sind oder schon gekauft. Seitenzahlfleisch ist noch interessant. Ja, dicker Band. Ja, ich musste vermutlich, Markus hat vermutlich wieder gedacht, es wird so ein kleiner Band wie das Bestiarium werden. Dann irgendwann waren es dann doch wieder eher 160 Seiten. Was? Das war auch, ja, das musste so sein, denn sonst hätte die Aufteilung der Dämonen wirklich nur sehr schwierig funktioniert. Also es wird 160 Seiten umfassen. Insofern ist auch nochmal deutlich seitenstärker als die Bestiarien. Okay, wir haben noch zwei Fragen, die ich jetzt noch hier mit reinnehmen soll, dann müssten wir langsam zum Ende kommen. Zum einen von Dennis Jantos die Frage nach einem Regionalband, wann denn da der nächste kommt. Es kommen Regionalbände, auf die wir uns alle sehr, sehr freuen. Die Ankündigung ist noch nicht heute. Weil, wie immer, wir kündigen Dinge erst dann, wenn sie in einem Zustand von fertig sind, dass wir sehr bald ausliefern können. Aber vielleicht besucht ihr auch uns ja auch mal auf einer von unseren kommenden Conventions, sei es die RadCon in Berlin, die CCXP oder die RadCon in Limburg. Falsche Reihenfolge, erst die CCXP, dann Berlin, dann Limburg. Und möglicherweise erfahrt ihr da oder im Zusammenhang mit diesen Terminen Dinge. Eins, zwei Dinge. Und dann, das war die eine. Und dann, wie darf ich mir das bei den Dämonen vorstellen? Ingame-Texte wurden bestätigt, aber wird es auch stärker um das Verhältnis zwischen Beschwörer und Dämon gehen? Inwieweit Dämonen ihren eigenen Willen durchsetzen können in der Welt und inwiefern Dämonen auch wirklich magisch sind oder wie sie aufgebaut sind? Also grundsätzlich ist es kein reiner Hintergrundband. Das wäre vermutlich eher das, was der Fragesteller wirklich wollte. Das ist eher wie ein Bestiarium aufgebaut. Also du hast, wie das sagt, Doppelseiten, wo die Dämonen detaillierter beschrieben sind, auch halt mit Hintergrundtexten. Aber es ist jetzt keine Komplettanleitung für den Beschwörer, wie er sich alles vorzustellen hat. Das würde ich eher in einen wirklich Hintergrundquellenband eher verfacht, der sich mit diesen Dingen beschäftigt. Das ist eher wirklich eine Art Bestiarium. Okay. Ein dämonisches Bestiarium. Genau. So, wir haben noch ein letztes, dann aber wirklich Schluss. War nicht Al-Anfa angekündigt? Was ist mit Al-Anfa? Die Kampagne vermutlich, genau. An der Stelle. Ne? Die Al-Anfa-Kampagne. Ich kann zumindest sagen, dass da fleißig dran weitergearbeitet wird, von meinen Kollegen insbesondere. Genau, also auch dazu wird es in absehbarer Zeit tatsächlich mehr Informationen und Ankündigungen geben. Also da ist nichts vergessen, da ist nichts aufgeschoben. Wir sind an den ganzen Sachen dran. Ja. So kann man das definitiv sagen. Danke an den Chat. Tatsächlich an der Stelle stellt gerne mehr Fragen, aber bitte an feedback@ulysses-spiele.de oder auf unserer Das Schwarze Auge Facebook-Seite oder auf Ulysses Spiele auf der Facebook-Seite oder über Twitter oder hinterher, wenn das Video auf YouTube online geht, schreibt das da drunter. An all diesen Stellen dürft ihr uns gerne Fragen stellen und wir beantworten sie jederzeit. Sehr gut. Und jetzt habe ich meinen Einsatz. Jetzt darfst du deine Abmoderation machen. Jetzt darf ich abmoderieren. Ich hoffe mal, ihr hattet viel Spaß an Aventur, ihr hattet viel Spaß an unserer großen Revelation von Alex. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und genauso viel Spaß an dem Video, was wir gesehen haben von Wilhelm Bloch. Damit habt ihr jetzt schon 3 von 4 Charakteren von unserer Hexenkampagne gesehen. Und diese Hexenkampagne startet nächste Woche
hier an diesem Tisch mit euch zusammen. 29.05. geht's los. Hexen, finstere Herzen. Eine schöne, große Hexenkampagne, die euch mit Sicherheit viel, viel, viel Spaß machen wird. Wir sind auf jeden Fall schon ganz, ganz heiß drauf. Also drei Spieler kennen sie auch schon. Wir wissen noch nicht, wer der vierte Spieler ist. Der vierte fehlt noch. Ja, Freitag. Den werden wir euch auch noch. Freitag werdet ihr auch das noch erfahren. Dann haben wir wieder ganz viele Streams, die wir gerne ankündigen wollen von unseren Partnern. Und zwar am 23., also sprich morgen, ist die Juli wieder dran. 19.30 Uhr geht's los, da zeichnet sie wieder. Dann haben wir Ollis Miniaturen-Stream am 26.05. um 20 Uhr. Die Mairi spielt ihr eigenes System, das Lemna, und das am 27.05. ebenfalls um 20 Uhr. Das ist definitiv auch ein Must-See. Dann haben wir die Steffstoff-Show am 28.05. um 21 Uhr mit Fireteam Zero Unboxing. Da wird der Steff nämlich das Fireteam Zero auspacken und euch zeigen, tolles Brettspiel, kann ich euch nur ans Herz legen, wird euch der Steff auch noch zeigen, wie toll die Miniaturen aussehen. Und wenn alles klappt, wird er das nicht nur auf seinem YouTube-Kanal zeigen, sondern auch hier bei Twitch, genau. Auf unserem Kanal. Da werden wir ihn dann nämlich hier auch hosten. Exakt. Und dann nochmal, vergesst uns nicht, am 29.05. Mittwoch, nächste Woche, Hexen 1733, finstere Herzen, genau hier. Und damit euch noch einen schönen Abend. Und eine gute Nacht. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Als sich das Tor zur Hölle öffnete, schien unser aller Schicksal besiegelt. Dämonen und unvorstellbare Schrecken fielen über die Menschheit her und veränderten das Antlitz unserer Welt für immer. Unsere Schauermärchen wurden bittere Realität. Werwölfe, Hexen und andere Albträume hausen nun in dunklen Wäldern. Vampire und Dämonenkulte lenken im Verborgenen das Leben der Menschen. Diejenigen, die hofften, dass uns der gemeinsame Feind einen würde, wurden bitter enttäuscht. Bis heute sind die Reiche der Menschen zerstritten und führen unerbittliche Kriege gegeneinander. Doch nun ist ein neuer Schlag Menschen herangewachsen. Eine Generation, der Widerstand im Blut liegt. Sie sind es, die das Schwert in die Schlupfwinkel des Bösen tragen. Sie sind es, die kämpfen mit donnernden Musketen, wirbelnden Degen, heiligem Eifer und dem Mut echter Helden gegen die finstere Bedrohung aus der Hölle. Diese mutigen Helden nennen wir Jäger. Bist du bereit, die Jagd aufzunehmen?